Werde ich jetzt mal zu den Kollegen in den Discord rutschen. Einen wunderschönen guten Abend. Moin. Moin. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Ja, ich glaube, es könnte laufen. Wir versuchen es mal. Gott, der Norbert mit der nennt. Doch, Yogi ist auch schon. Grüß euch. Moin. Jetzt wird am schweigsten wegen euch. So, ich muss erstmal hier Licht anmachen und so einen ganzen Schickimicki, weißt du? Ich muss erstmal gucken, dass jetzt Headtracking funktioniert. Oh, da sagst du was. Das ist übel, ey, wenn du halt fast ein Jahr nicht mehr gezockt hast. Nur am Basteln oder was? Alter, ey, was meinst du, was ich gerade für eine Staubschicht von meinen ganzen Sachen aus dem Schrank runter hier bestraft? Ja, ich. Felix, hast du gehört beim Joel? Nee. Dann ist es halt höchstens irgendwie mal kurz mit Tastatur für eine Stunde und das war's. Nur ein glasklares Moin. Kein Schickimicki, keinen guten Abend. Moin. Hab ich das nicht gemacht? Moin! Nee, du hast wieder hier einen kleinen Roman rausgehauen. Ach, sorry. Moin. Chris, ich mache ja heute die Eckkamera, ne? Alles klar. Saturn, moin. Gut geht's, danke der Nachfrage. Matti, guten Abend. Titel, ja, warte, mach ich selber. Kann ich mir schon einen Schlepper kaufen? Ja, du darfst loslegen. Darf ich loslegen? Über Maschinenring vermutlich. Jo. Warte, ich muss die Konzentration anmelden und die Realität Zugang direkt. Wieso bin ich denn jetzt, wieso ist denn jetzt mein Spiel abgestellt oder habe ich das geschlossen? Naja, das wird, wollen wir mal gucken, wie das wird. Einfach. Haut einfach bitte nur das Silo voll. Wo ist Ernstl? Oh, Farmmanager Jana und Let's Nottenhof beitreten, dann kann ich da eben auch. Ja, warte, ich muss mir hier nochmal einen kleinen. Wenn er jetzt den Server noch finden würde, ne? Da hat es bei mir tatsächlich auch ein bisschen gehakt. Wieso? Debur-Sprache, maximale Spielern 2.16, kein Passwort, Spiel ist nicht voll, also das alles aus. So, ich bin am Start. Crossplay ein zulassen, Moin, dann Debur. An euch alle. Debur. Maschinenring. Crossplay, daran mag's. Wollte aber jemand mit der Konsole hauen, ne? Aber das geht ja auch nicht, weil wegen ist nicht. So, ich hoffe, das läuft alles mit dem Server und dann, ja. Der Server läuft. Agitech sollte auch raus sein, hoffe ich. Jo. Oh. Eins. Fast wäre ich im Move beigetreten. Ja. War gar nicht synchron. Achtung, Synchro! Wo ist Ernst? Sorry, Synchro! Das kenne ich alles gar nicht. Oh, meine Kinder machen unten richtig Alarm. Weil Papa live ist? Ich mein gerade. Mit Absicht. Nee, sondern ins Bett. Oh. Oh, oh. Ich habe meine extra müde gemacht heute. Sollen wir nachfragen, wie oder lassen wir das? Kilometerweise marschieren, das hilft immer. Sehr gut. Nicht spazieren gehen, sondern marschieren. Marschieren, natürlich. So. Hat diese Stimme direkt im Discord, das ist ja wieder. Ist er das hier? Ist er da? Ist er ja? Hi. Oh. So, wir dürfen uns austoben, hast du gesagt, ja? Ja, ihr müsst auf den, freu dich, weil du meinst. Also erstmal musst du auf Maschinenring. Jo. So bis, bis 100 PS jetzt oder wie viel war? Ja, so um die 100. Also um die 100 heißt aber auch um die 100, ne? Also so um die 145. 100 mehr oder 100 weniger. Nee. Ja, da kommt noch eine Synchro. Ich habe meine Schleppe auf dem Hof. Also einen Ford haben wir noch und Massi. Mavi, ne? Ist ja auch einer Schrott. Bist ja bescheuert, ne? Mit 120 kannst du noch leben? Was nimmst du denn schon wieder? Ich überlege den Klaas, den kleinen Aris zu nehmen. Ja, wow, geht geil. Klar. Ja, die gehen klar. Felix, ja? Kommt besonders ein Tonnenträger? Nein. Doch, mach. Nein. Nee, ihr habt freie Auswahl, wirklich. Oh. Macht das eigentlich alles, was da so ist. Also den Renault, die sind ganz cool. Den Farmer kann man nehmen, den 500er. Den Winner-Serie, den kommt von Kramer. Wir haben aber auch den 190er. Der hat schon ein bisschen viel. Oh, was sind das für Renaults, Alter? 54 TZ, was sind das? Der ist richtig gut, der hat auch richtig geilen Sound. Felix, ja, nee, Felix, einfach nein.
Nein, wir können nicht jeder drin holen. Jogi hat mir den so schmackhaft gemacht. Ja, nimm doch. Einer kann auch den silbernen nehmen. Das ist ja, soll Spaß haben, Leute. Ist er denn irgendwas dabei, wo ein Blow-off im Sound ist? Weil das nehme ich nicht. Das hatte ich gestern nämlich schon. Und da wurde ich dann die ganze Zeit als Heulsuse beschimpft, weil die ganze Zeit Loop gehört worden ist. Das könnte bei dem 180er Fiat, könnte das sein. Okay. Also ist nur Multiplayer so, oder? Ja. Ja, leider. Was ist denn jetzt? Ernstl ist da. Oh, Gott sei Dank. Ohne Ernstl hätte das alles nicht klappen können. Hallo, Ernstl. Keine Frage. Kaufen. Erstmal schönen guten Abend in die Runde. Guten Abend. Das ist doch geil. Beruhige dich, Chris. Ja. Der Rechte verteilt ja an die Leute, damit die Maschinen kaufen können. Ja, so, geht los. Moment. Lappe. Ach so. So, Fahrmanager. Oh, ich weiß, ich weiß nicht, ich soll. Ich weiß es auch nicht. Das war zu geil irgendwie. Fein. Der Case ist auch echt mitzubringen, dann hat er mein Problem nicht. So, ich muss mir auch was aussuchen, nämlich. So, wir haben auch zwei Häcksler, Leute. Falls das hier ein bisschen zu ambitioniert sind mit den Abfahrern, dann könnten wir auch nochmal einen zweiten Häcksler dazu nehmen. Ne? Wir haben einmal 6 Meter und einmal 4,50 Meter. Oh. Die sind schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ein 8,40 und ein 8,80 haben wir da. Ja, steigen wir mal ein. Gucken wir mal. Ja, da bin ich jetzt. Ich weiß nicht, was mit dem Sound ist. Das hat Houston gemacht. Ich weiß nicht, was damit ist. Von Jogi. Der hört sich irgendwie, wenn du da mit Vollgas fährst, dann. Kann aber sein, dass auch wieder im MP, weil manche Sounds im MP irgendwie nicht richtig lädt, ist der da. Ja, aber müssen wir jetzt machen. Wenn die Maschinerie läuft, dann hörst du eh nichts anderes. Aber. Der Favorit. Ja. Der MR. Ja. Nimmt den schon jemand? Nimm, was du möchtest. Du sollst jetzt 8 Stunden auf dem Bock sitzen, da kannst du dir auch mal was aussuchen, was du fahren darfst. Brauchen wir eine Fronthydraulik? Weil du ein bisschen Gewicht drin haben willst. Das ist die Frage, was da hinten rankommt, nicht? Ja, so ein kleinen Drehschäbel. Ja, das brauchst du eigentlich nicht. Also Anhänger braucht ihr euch nicht kaufen, die stehen hier alle schon beim Lohnunternehmen, ne? Ben, wo fährst du denn jetzt hin? Ich mach nochmal kurz einen Test mit dem Ton. Ja, Anhänger braucht ihr euch nicht kaufen. Ich werde die jetzt sofort wieder. Boah, ich weiß ja gar nicht, ob meiner den zieht. Was? Ob meiner den zieht? Was? Ich den mit 72 PS die Anhänger da gezogen? Oh, hast du den 72? Genommen? Ja, klar. Den kleinen Dingern hast du gesagt. Ja, dann nimm dir hier den kleinen Krone. Der hat echt nur wenig. Nimm dir hier den Umbau meinerseits. Also den wir früher gefahren haben. Ich wollte diesen Kaweco, den du da hattest, diesen Silage. Das kannst du vergessen, da passt. Den kannst du richtig krank überladen, das Ding. Da hast du nachher 27 Kubik drin oder sowas gefühlt. Haben wir eine Kennzeichenordnung? Nein. Ich habe gar keinen. Ich habe es konfiguriert. Oh, es ist einmal mit den Jungs. Ist schon jemand live? Hey, der wurde abgenommen. Ich bin auch schon live. Ach, du bist auch schon live. Ja, Sigi. Sigi, sagt der. Welche CVT-Version ist hier drauf? Die wir auch drauf haben. Ah, gut. Jarne, grüß dich. Hey, die aus dem GitHub da, ne? Ja, ja. Mit meinem Fahrhebel. Hast du schon gesehen, Felix? Er ist ein Brett, ne? Habe ich gesehen. Ist das geil, ist das. Also, das macht so Spaß. Ich habe auch noch gestern 4 Stunden den Spielstand vorbereitet. Wollte ich nur mal sagen. Ich habe noch gepresst wie ein Bekloppter. So. Hast du gestern Abend noch länger gemacht? Ja, ich habe noch ein bisschen gemacht, weil ich muss ja noch in Oktober ganz rein. Ich war Anfang August, Leute. Ich musste Tiere füttern, vorspielen. Ja, ich habe dann noch 60 Beine gepresst. Du, in den Booten sind auch definitiv passende Fahrzeuge. Ernsthaft, bist du schon da? Nee, ne? Ja, findet gerade den Server nicht hier. Das muss Cosplay einmachen, musst du da, ne? Ja. Ah, ich glaube, das wird er hier. Ja, doch. Aber ich glaube, ich wechsle da mal hin. Oder soll ich? Nee, ich will mich überraschen lassen, mit was hier ankommt hier. Anscheinend jemand den 400er Print. Achtung, meine Herren. Wo bist du? 163 oben, ne? Im Dorfe. Ja, nee, ich bin. Du musst hier zum Lohner. Musst du da hin, ne? Wo ist denn der Lohner, ja? Unten. Ansonsten, die Frage ist, ob du heute auch noch live gehst. Ach, da ganz hinten. Ja. Wie bitte? Gehst du heute auch noch live, ist bei mir die Frage. Ich habe das zwar angemeldet bei meinem Moderator, ich würde erstmal ankommen wollen und dann schauen wir mal eben, sonst gut. Ohne Vorschlag.
Ja, wolltest du hier Dings-Stream machen, hier so ein Multi-Stream, ne? Ein Squad. Squad. Oh, früher hieß das Multi-Stream. Oh, ich brauche doch auch ein geiles Gewicht hier irgendwie. Oh, ehrlich. Ja, Ansel, ich hab ja, hier. Du kannst ja den 900er, ich habe dir hier aber auch so ein schieres Gewicht, so ein richtig fettes 2-Tonnen-Gewicht hinten dran, weil der Hof ist ein bisschen klein. Hinten mit der Weize könnte ein bisschen eng werden. Okay. Weil, also, ja, puh, also auch der Silo ist ein bisschen herausfordernd. Wir müssen erst die eine Seite voll machen zum Schieben hoch und dann die linke Seite davon ist dann quasi wie ein Fahrsilo. Alter, was ist denn dem, was ist denn dem Dingens hier wieder fahren, dem Klaas? Welchem Klaas? Dem Ares ist der wieder überarbeitet worden. Wieso? Boah, der kommt ja kaum ohne Last hier einen Hügel hoch. In welchem Gang fährst du denn? Platten. gerade Gruppe 3, Gang 4 war es, aber mit 29 den kleinen Hügel hoch. Ja, dem Ares empfiehlt, der hat, glaube ich, eine real angepasste Drehzahlkurve. Das mag ein bisschen schwierig werden teilweise. Weil der Fendt hier hat auch Probleme teilweise. Alter, was ist das denn für Riesenklötze? Scheiße. Oh Gott. Oh, ich geh mal auf meinen Triggerstand. Felix, guck dir den gut an, ne? Alter, was ein Brett. Das hab ich, die haben wir schon längst gesagt. Aber du immer beendet. Wenn du willst, kannst du mir den Fett auch überholen, dass die komplett aus dem Pötter da. Alles gut. Der Fett kommt genauso wenig vorwärts. Alter, ist das übel. Oha. Hm. Der fühlt sich gerade im Spiel so langsam an wie der Samen, mit dem ich morgen meine Fahrschule gefunden habe. Also ich habe auf dem Hof hier auch noch einen Muffi stehen, ne? Wo müssen wir hinfahren? Zum Maschinenring oder wenn ich einen Anhänger... Maschine. Ich habe schon einen Anhänger. Ich habe den Anhänger. Ja. Weil sonst noch einer stand. Nee, den packen wir weg. Wo soll der hin? Ja, in dem Shop. Also du kannst ihn auch nehmen, wenn du willst. Hast du Schierer Belgerhänger. Guck mal, bergab fährt er 40. Der Fett ist langsam. Wo starten wir denn die Kette? Kann ich nicht irgendwo schon anfangen? Kann ich, oder wo soll ich warten? Ja, wer fährt einen Häcksler? Das ist ja immer die erste Frage, ne? Hat jemand Lust auf einen Häckslerfahrer oder hat er nicht Lust? Also ich könnte übernehmen bis auch roundabout 21 Uhr. Also Chat, ihr merkt schon, ich bin übel konzentriert jetzt hier auf die Kollegen. Kann wenig auf euch eingehen, muss mich ein bisschen konzentrieren. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Wie fällt 19? Das ist, wenn, ich weiß nicht, der Ares und der Favorit, die sind ja gleich da. Der 745, der IHC fährt in die verkehrte Richtung. Richtung zum Hof, ja okay. Nach gleich da fühlt sich das gerade nicht an. Links. Ja. Da kommt der nächste. Und was ist da oben noch? Ein MF. Wer ist das denn? Wer fährt kaum, ne? Ich komme. Ich muss vielleicht einmal noch kurz neu joinen. Ich muss mal meine Dead Zones runterstellen. Das ist ja alles gut. So, denn, dann nehmen wir hier den wunderschönen. Einen wunderschönen. Moin. Wir sind da jetzt gekommen. Kramer? Kram, ja, Scheibe. Ja, Icke. Genau, so, dann können wir nämlich im Notfall, da müssen wir nämlich gucken, weil Ernst nimmt sich ja seinen 926, richtig? Jo. Das Schild ist hier noch alles beim Maschinenring, Ernst, Gewicht und so? Guck ich mir an, wenn ich drauf bin. 70 gerade, das ist super Dings, bist du schon drauf, laut Spiel. Ja, geht hier gleich mal 29%. Synchronisiere Daten mit anderen Spielern. Ja, das ist noch diese, wie heißt der nochmal, Real Dirt Color, diese Farbgedöns. Diese Fahrzeugsynchronisation, das kann ich eben auch. So, dann join ich nochmal ganz fix in den Morgen. Hast du nochmal neu gestartet denn, oder lässt das so laufen? Also, ich hab halt einfach so laufen lassen. Ja, dann warte ich noch. Hat halt mal 5 Minuten gedauert, aber dann halt ging es. Okay. Catch my left again. So, dann kann ja sonst jemand schon mal bei Ben hinterher. Ernst, dann kaufe ich dir schon mal den Schlepper. Hast du da schon nur was Besonderes? Nö. 926, oder? Nach Bild? So wie er war, oder was? Ja,
926, ne? Mit Dreck und hinten Doppelreifen, ne? So, jetzt muss ich erstmal kurz gucken, wo Feld 19 ist. Wieder zurück an der Kreuzung rechts hoch. Ja, okay, ich seh's. Hier, wir haben CVT-Addon, da kannst du ernste Fahrstufe 1 und Fahrstufe 2 machen und so ganzen schickigen Dinge. Da denke ich mir, werde ich wohl nochmal nachfragen müssen. Ich bin jetzt hier in Lörsdorf eingeritten, wo muss ich denn da? Ach, ich seh's schon. Da steht schon jemand mit so einem Hexler. Ui, da kommt der Hexler. Kommst du eigentlich vom Blum? Ja, ne, Ernstel? Ja, ne? Beige Felgen? Glaube ich immer aus der Einfahrt raus. Ich glaube, ich stehe jetzt. Blum kenne ich, ja. Ja, dann kriegst du beige Felgen, weißt du? Dann bist du gemietet vom Blum. Nee, mach mal Standard grün-rot. Ja, bitte, macht ja. Ja, ist ja gut. Muss mir ja nicht sagen. Schrei doch nicht so. Ja. Also, ich gehe jetzt auch mal einfach mal. Ich sehe gerade die Nachricht von Kramer, falls es noch aktuell ist. Crossplay muss angeschaltet sein, vielleicht. Oder, was? Oder, im Filter, ja. Bei Beckmann, Lohnunternehmen, moin. Was muss angeschaltet sein? Nee, nur dieses Cosplay, weil Kramer geschrieben hatte, Probleme mit dem. Den wäre ja auch im Weg, Mensch. Cosplay oh, haben wir ja auch hammergeil da vor mir. Crossplay. So, wenn der du denkst. Cross. So. Das Kreuzspiel. Ach so, ich verstehe da Cosplay. Hab ich doch nicht. Chef, sag mal an, sie müssen hier ankoppeln. Ja, such dir einen aus. Oh nee, weiß mich mal zu, ey. Wieso kannst du keinen. Oh mein kannst du. So, ich bin oh, Alter. Ich mach da nochmal ganz kurze Pingelpause, dann können wir auch loslegen. Zu viele Anhänger. Das ja. Sind nur drei verschiedene. Also, join ist nicht möglich. Weil? Ich stream, gell? Weil. Zellenaware Trigger Callback, Static Actor Moved. Ja, den hatten wir aber. Hat bei 29% fest. Aber alle anderen kommen ja rauf. Der war vorher schon da. Und keiner weiß, was das ist. Klassiker LS Multiplayer. Egal, schalte ich nochmal neu. Entschuldigung, Karma. Synchronisiert gerade. Karma joins the game. Karma, bist du da? Ja, Felix, dann nimmst du hier die 10. Jo. Reich. Hoffe ich. Nimmt denn noch jemand den Kamwego hier? Den Braunen hinten deiner Ecke? Ja, also ich bin noch auf dem Weg. Ich bin wieder da und bin auch soweit. Herrlich. So. Oh, das ist der eklige Synchro. Oh, die ist widerlich. Das Problem ist, dass ja hier nichts weiter geschrieben wird. Also manchmal ist es so, manchmal kommt man rauf und manchmal kommt man nicht rauf. Ganz komisch. Moin. 99% aller Synchro mit anderen Spielern 29. Ja, geht nicht weiter? Bei mir auch. Geht nicht weiter. Teil war hier mit den Anhängers, oder? Mhm. Oh, was ist denn? Könnte das aber das Problem? Ich kann es nicht. Sonst lief alles. Ja, einfach nochmal versuchen. Manchmal ist es auch, wenn zwei versuchen zu synken oder so. Keine Ahnung. Steckt's nicht drin. Oh, der klingt ja auch gut, ne? Der Renault? Hammer. Ja. Der Renault nimmt bitte hier so ein Kavigo, ja? Ich würde sagen, mal das Türchen. Jabo, vielen Dank. Sachsen Bauer, danke schön für deine 10er-Bombe, Mann. Vielen, 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 vielen lieben Dank dafür. Ja, und Chat, ich muss mich halt viel konzentrieren. Ich bin gerade wenig im Chat unterwegs. Bitte seht's mir nach. Wir haben 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Leute sind, also 7 Leute sind wir jetzt. Ja. Alter. Danke, Leute. Knüppelt ihr aber auch was rein? Brownski. Oh, Alter, was ein Name. Verbinden, bitte warten. 0%. Ja, das ist cool. So, Ernste ist jetzt drauf. Ernste hat gejoint. Nee, ich bin hier noch bei 29%. Ich habe nochmal neu gestartet gerade. Also synchronisiere da mit anderen Spielern 29%. Ja. Der Trainee schon wieder. Schwierig? Ja. Wird's schwierig?
Jetzt aber, kommt noch einer dazu. Ja, Syncs kommen rein. Bin ich. Ja, aber Ernst ist auch noch nicht drauf. Ich kann es nicht verstehen. Mir nervt dem ein bisschen. Wenn ich das so sagen darf. Hier stehen ja auch ganz fein Anhänger. Ne? Ja, ein bisschen älter, ne? Oh, ja, ein bisschen versteckt, so ein bisschen so Entdeckeroptik, weißt du? Ja, ja, ja. Ach, Lenz, das ist auch gutes Gespann. Ja. Moin. Ist das mit dem Orangen da, oder was? Ja, hier, nimm links von dir, der Silberne, der Orangene. Ja. Der Silberne? Ja. Hat Lenz ein. So, ist jetzt irgendwann dazugekommen, irgendwann raufgekommen? Der klingt auch so gut, Alter. Nicht. Aber du warst ja schon drauf, ne? Ja. Der muss heute richtig kämpfen. Ja. Der geht raus, Lenz ist der Erste, der sich festfährt. Ist sehr interessant. Wo? Auf der Koppel oder auf dem Silo? Müssen wir alle dahinter oder machen wir uns jetzt zu? Hammer. Ich wollte nur drehen, ich weiß nicht. Ich bin nur Mitläufer, tut mir leid. Halt, stopp. Laut Server macht das CVT-Addon einen ordentlichen Lua. Bei mir nicht. Auf dem Server schon. Okay. Oh, bei mir ist auch eine Server. Ja, aber Server-Dings macht CVT ordentlichen Lua-Costed. Also das Einzige, was ich anbieten kann, ist ein CVT... Ne, wir haben es auch nur vom... Ja, weiß ich nicht genau. Was ich anbieten kann, wir haben eine Version, die auf dem Daily sauber läuft. Die kann ich dir zur Not schnell rüberschieben. Brauchen wir überhaupt ein CVT bei Gangschaltungen? Nö. Nö. Wäre das für euch okay, wenn wir das noch einmal machen? Sorry, Chat, dass das jetzt noch nicht sofort losgeht. Aber wir sind ja noch nicht bei 20 Uhr, also alles gut. Weil dann würde ich den deaktivieren, weil der macht einen Lua ordentlich. Und der schreibt nicht ohne... Also er schreibt richtig toll. Maus. Ja, wäre das okay? Ich speichere ich das trotzdem. Nee. Ich mach das schon. So. So, dann machen wir einmal Alt F4 und kick euch alle runter, ja? Hab mich schon darauf eingestellt, dass die Kollegen morgen Frühstück hier Brötchen mitbringen. Weiß nicht, wie lange das heute geht. Das geht richtig lange, bis das Ding hier voll ist, ne? Sonst geht's richtig fast. Ja, also, ich habe eine Biogasanlage, die muss auch befeuert werden. So. Ich hab's wieder online, jetzt könnt ihr alle schnell raufjoinen, sonst kommt ihr nachher nicht mehr rauf. Ja, alle auf einmal. Wir haben nur 16 Slots, also. Und wehe, Lenz, du bist nachher der Langsamste, ne? Ich sag's dir nur so. Der Langsamste bin ich. 32 km/h, du hast gesagt, klein. Ja, sonst müsst ihr nochmal in die Werkstatt. Mach dir nichts raus. 30, wenn denn irgendjemand fährt. Der Ares fährt ja ohne Anhänger schon kaum 30 Berge auf. Ja, ich denke, der Renault wird auch spannend, das stimmt. Ich habe Zeit mitgebracht, ich habe Bock darauf. Ich auch. Nicht immer nur diese schnellen Rennwagen hier. Nee, ist so. Die Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied, Lenz. Sagt der mit dem stärksten Schlepper. Ich erwarte Wunder beim Maisbau. Brauchen wir noch eine Abschleppkette, ja, die man Magazin ziehen kann. Wir müssen die Wagen erstmal ankommen, Jahe. So, an alle schönen Gruß von Rapfeuer. Danke, zurück. Grüße. Grüße zurück. Moin. Oh Mensch, Leute, halt die Buhr, was ist denn hier los? Flexfarmer, danke für 500 Bits und den ganzen Schickimicki, was ihr hier reinhaut. Herr Bauer 01, das ist aber auch eine Ansage, ne? Agrario sogar hier. Endlich mal Großflächentechnik, ja sicher. Hallo. Ich bestelle mal freundliche Grüße an Rebfeuer zurück. So, muss mal allein über den Chat heute gucken. Ich kriege das auch nicht hin. Leute, joint ihr jetzt alle gleichzeitig? Ja, na klar. Okay. Ich freue mich über euch. Also Felix ist genauso weit wie ich gerade. Ich bin gerade bei 22%, jetzt habe ich Standbild. Oliver, danke schön für den Gifted Sub an den Vollkorntoast. Vielen lieben Dank. Jetzt hören wir zurück. 95%, oh ja. Tilo, danke. Danke, danke. Jetzt geht's los. Ihr wisst, ohne mich geht das gar nicht los hier, ne? Ansonsten macht den Silo voll, ich bin wieder weg. Ich hau mich auf die Couch. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Lass mich mal kurz im. Nee. Genug Leute zum Arbeiten organisiert, jetzt kann er sich einen schönen Tag machen.
Ja, jetzt kommt jetzt dieses ganze Synchro. Oh, ist ein dummer Junge. Stefan D. Kann euch nicht sagen. Achso, wegen Gift. Lukas 22013. Dankeschön, Stefan. Danke. Chris ist auch live, ja. Chris ist live. Lenz dürfte bestimmt auch, weiß ich, glaube nicht. Ich glaube, Lenz ist auch live. Yogi müsste auch live sein. Da. Herr Kramer ist drauf. Ja, wir haben immer noch Luas, aber mit dem Cell-Tracker, das ist nicht, habe ich nicht herausgefunden und ich habe Stunden verbracht. Okay. Wer ist denn alles da? Ich bin da. Eins, zwei, drei. Ich bin am Start. Ich glaube, wir sind am Start. Ich noch nicht. Warte mal eben. Ja, dafür. Gerne hat den Bitch hat den verlassen. Oh nee. War noch gut, ein Orbit. So. Wer ist denn, wer rusht denn hier so wie ein Bekloppter durch die Gegend? Bitte mit F12 dieses ganze super schnelle Laufen und so ausmachen, ja? Und Superkraft auch ausmachen. Mann. Verbindung zum Server verloren. Was gibt's denn für Strafen? Was gibt's denn für Strafen beim Verfehlen der Feldeinfahrt, Chris? Oh, Herr Werner ist da. Er gibt eins auf den Lappe. Wo ist Werner denn? Michael, vielen Dank für deinen Resub. Schön, ich schreie die Leute einen Tag Moin. An. Moin Werner. Guten Abend. Oh, guten Abend. Guten Abend. Ich hoffe, jetzt kommen auch alle rauf hier, ne? Ich hoffe auch. So, ich kremme mir nochmal so ein KW-Ku hier, ne? Aus der Ecke. Oh. Oder auch nicht. Synchro. Diese Synchro. Oder Benzink nochmal. So, wenn man nachher auch so, man kann sich hier auch auf so einem Kanal verpieseln, wenn man Bock hat, ne? Also wenn man nicht mein ganzes Geschrei haben möchte. Hauptsache Lenz bleibt bei mir, den schreibe ich gerne an. Gibt auch genug Kanäle für Ruhe hier, vollständig Kanal 1 bis 5. Seid ihr echt alle drauf? Ich bin drauf. Jo. Oh, ist das geil. Und Werner? So, Schläuche wieder verbinden, Jungs. Werner, hast du schon mal mit so kleinen Maschinen gearbeitet? Du, weiß ich nicht. Noch ein Stück. Ah, oh, der sieht auch echt gut aus, ne? Jawohl. Genatwohl. Moin, moin. Du darfst dir deinen Schlepper noch aussuchen. So, dann verzieht euch mal. Also hier, Ben, du kannst schon mal 19 Uhr nochmal anfangen. Jo. Anhäckseln. Ja. Moin. Ja, Ben, welches Feld? Feld 19. Feld 19. Achso, ihr müsst schon mehr. Irgendjemand, haben alle Drehschemel? Jo. Leider ja. Oh je. Yeah. Gibt hier nur Drehschemel. Das ist so die Herausforderung. Houston, du kannst mehr hinterherfahren. Oh. Oh, direkt der erste Unfall, oh je. Wo ist denn die 19 schon? Im Notfall machen wir nämlich noch einen zweiten. Ich suche mich gerade zu Tode, ne? Ich auch. Was suchst du denn? Die 19, die 18 habe ich. Ach da, Alter. Die ist hier gleich um die Ecke drum. Ja, fast über uns so. Ohne Witz. Links und L36, vielleicht hilft's. Ich baue mal hier, damit ich nachher... Ich baue mal hier den Ding. Ich fahr einfach jemanden hinterher. Ja, an mir einfach auch noch. Naja, der wird schon wissen, wie es geht. Können jetzt mal testweise Richtung Feld 38 fahren, mal schauen, was merkt. Und ordentlich anhäckseln, ne? Ja, ja. Aber anhäckseln, oder? Häcksler fahren krieg ich hin, so dass ich hier noch was. Alter. So, Leute. Zwei Tonnen Gewicht nehmen hier, oder was mit dem Seil? Ja, nee, das liegt schon beim Hof. Bei dem Maschinenring, wo auch dein Schild vorne ist. Das Schild und so ist alles da. Du musst nur den Schlepper wegkaufen. Ach, aber du musst dir auch noch deine Maschine holen, ne? Aber das steht ja jetzt schon. Trecker und Anhänger oder einzeln, oder wie? Anhängen, nur den Trecker. Anhänger steht beim Maschinenring. Oh Gott. Hier kommen wir doch gleich schnell. Also schnell ist anders. Jesus, das wird ja, also... Sonst müsst ihr nochmal tauschen. 20 geschafft. Und der Wagen ist leer. Ey. Und hier geht's bergauf, oh Gott. Die haben einen Fan gefunden, ich bleib einfach drin. Du kannst ja auch mal den Felgersohn nehmen. Also ich habe hier auch noch einen auf dem Hof stehen. Den kannst du dir wenn auch du einen frei hast, nehme ich den auf, aber. Und der Wagen ist leer. Dann musst du nur auf den Hof Bur wechseln.
Alter. Bin ja auch mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs. Ich komme nicht über 20. Ja, ich war ganze 22. Habt ihr alle die Schläuche nochmal kontrolliert? Yes. Ja. Ja, das muss ich nochmal machen. Ich muss das CE gleich machen. Wir fahren hier mit Opel-Motoren. Oh, jetzt also, ich schaffe die vollen 39, aber ich glaube, hier ist auch keine Physik drin. Hoppala, hoppala. Alter, der Schlepper ist ja dreckig. Oh. So, jetzt. Wer regt sich denn jetzt hier auf? So, niemand. Hier wird auch gearbeitet. Ah, der bremst muss ja spät. Oh Gott, so. Ja, das ist mir auch. Ist der richtige Chris? Ja, das ist der richtige. Das ist mein Muffy. Ja, willst du dranhängen oder? Den hat Strom. So, jetzt musst du. Jetzt kannst du dir dann so den Anhänger holen und dann zum Morgen fahren. Und der Anhänger ist hier irgendwo? Nee, den Anhänger hast du beim Maschinenring. Das ist hier Zwischenfeld 66 und 37. Ganz rechts. Lenz, ich vertraue dir, dass du richtig fährst, ne? Warnblinker, er geht in beide Richtungen. Ha. Du hast keinen Zugang zu diesem Land. Oh, wir müssen mal, warte mal. Jungs, setz mal 2 Meter zurück. Ich muss uns mal kurz hier. Ja, da stehen schon Autos hinter mir. So viel zurücksetzen ist hier nicht mehr. Wir verursachen hier schon krass. Ich muss mal kurz hier eben. Warte mal. Du bist alles so. So, warte mal. Wie geht das nochmal? Ja, gelbes Auto, Yogi. Setzen, okay. Ich glaube, das ist dein Anhänger, wo der stört. Ja, ich glaube auch. Egal, Gaming, na Wind. So, jetzt. So, boah, sehr gut, so weit werden kann. Das hat er geprüft. So fährt er jetzt nicht. Jetzt fährt er. Oh, jetzt fährt er zügig. Der ist aber im Gas. Ja, jetzt kommen wir nicht voran. Was hat er denn? Hm? Was ist denn da los, Leute? Ja, ich weiß nicht. Ich gebe Gas und jetzt beschleunigt er ins Bremsen gleich wieder. Komm mal nicht drin, ne? Ja, Combine Experience ist hier, glaube ich. Ja, da musst du ein bisschen vorsichtig fahren. Ja. Was ist denn hier mit dem PKW? Nein. Ja, mein Herr, läuft hier, jo. Ich fahr schon vorsichtig. Mach irgendwie den Rad auf, keine Ahnung, greif 4 km/h, dann probier auf. Ich würde sagen, mach mal einen. Ja, warte mal. Spielweise Arcade, ja. Aus ist es natürlich noch schwieriger. Warte mal eben, ich probiere jetzt hier mal alles. Nee. Herrlich. Was ist denn jetzt hier los? Lenz steht wieder wie ein Bekloppter da. Ich mach mal Tempomat auf 4 km/h. So, hat Lenz jetzt hier, oder was? Lenz hat eine Drohne mitgebracht heute, oder was? Natürlich. So, was ist denn hier los? Ja, das ist der Fehler. Ich probiere jetzt hier gleich meinen KMH hochzudehnen. Das ist halt Combining Experience. Du spielst jetzt auf Arcade. Ich habe auf Arcade gestellt, ohne irgendwelch was an. Okay? Okay, gut, ich probiere mal alles. Also geht's Vollgas, oder? Muss ja 500 aber ziehen. Hallo, wir treffen den Hänger schon wieder nicht, wir sind zu weit auseinander. Oh, ich glaube, der geht. Wie schnell geht das gut los hier, Houston? Der Träger braucht ein bisschen für 10 km/h. Oh, ja, da sehe ich einiges. Ja, jetzt bremst er halt wieder ab, das meine ich ja. Ich weiß nicht, woran das liegt, genau. Sollte vielleicht lieber irgendwie eine Geschwindigkeit regeln, wo er nicht unbedingt so von abgeht. Und ich glaube, wir sollten zum Anhängsel auch die Wagen eher an den Häcksler hängen, weil du kannst nicht wirklich Abstand halten vom Häcksler, dann trifft er schon nicht mehr. Ja, früher hat man es eigentlich so gemacht, dass man die Anhänger hinten anhäckselt, also ansetzt und dann ballert man da längs. Ja. Damit die da dran hängen. Na, ich probiere das jetzt einfach mal mit Tempomat 5 km/h, also irgendwas scheint hier voll zu sein mit Combine Experience. Okay, in dem Gang kommt er gar nicht aus dem Knack. Jetzt stehe ich. Ja, der Träger hier steht auch was und der Wagen ist 35% voll, also ich hoffe, das sind nicht ganz so viele Steigungen zu sehen. Oh je. Ich muss den Neuner doch noch ziehen. Ja. Was sagt denn die Ertragskarte hier? Die Ertragskarte sagt dunkelgelb, dunkelgrün. Jo. 5 km/h, vielleicht kommt er im ersten Gang vorwärts. Genau, jetzt fahren wir wieder 1, jetzt fahren wir wieder 5, jetzt probieren wir das nochmal mit 4. Ich hab einfach auf 3. Im Moment fahre ich ganz gut hinterher. Ja. Also ich höre mir nur Ich gebe doch mein Bestes, ich bin nur ein armer Extrafahrer, Mensch, ich kann da gar nichts mehr. Dein Hexer trifft doch gerade 1 an den Boden statt den Wagen. Jetzt stehe ich wieder. Ich glaube, wir sollten zum Anhexer wirklich die Wagen hinterhängen, weil das ist, glaube ich,
Ja. Das ist so schwierig. Fragen zu Mods kann ich einfach nicht beantworten, ne? Ich bin hier zu Gast, keine Ahnung. Ich gehe nicht davon aus. Lenz, dein Schlepper. Ja, ja. Wird geklaut? Nee, der steht etwas ungünstig hier. Es staut sich am Heck. Wir kommen gar nicht voran. Kein Gang finde ich nicht. In der zweiten Gruppe, der Träger kommt trotzdem nicht vorwärts. Erste Gruppe, kommen wir dann vielleicht vorwärts? Da hat sie mal mit den Physikeinstellungen gut gemeint, ja. Oh, ich fahre 0 km/h Top Speed hier. Das macht man im Game eben dann überhaupt auf. Ist das bei dir auch? Ja, weil wiederholt sich nicht. Das ist nur einmal, sechs Mal. Es ist nicht wiederkehrend. Ah, wir sind auf 5 km/h, sind wir wieder ein, aber sollen zu 5 km/h ein? Ab dem Schärfe muss ich mal eben schon mal gucken. Ich fahre jetzt gerade 4. Ja, 5 km/h kann ich auch nicht machen, oder? Wenn das jetzt klappt. 5 km/h sind wieder ein, weil der könnte zu leicht funktionieren. Jetzt fahren wir gerade eine Dauer. 5 km/h. Wie viele Abfahrer sind wir? Viele? Also welche viele haben wir denn? 6 ohne dich? 6er-Fahrer. Reichen die 6 für den einen Hexer-Fahrer? Haben gleich noch dazu. 7 dann, ne? Die Frage ist, ob wir dann noch den zweiten Hexer auch aktivieren am Anfang erstmal, bis das läuft. Wir wussten nicht, ob ich gerade einen Kuss oder nicht verstanden. Du sollst dich noch ein bisschen ranrücken lassen, dass wir auch den Wagen treffen, weil der Hexer, der kann nicht so weit werfen, der ist alt und so. Ja. Ich fahr jetzt mal ganz gemütlich hier 2 km/h. Ja, so, den Wagen wieder. Kennst du, du kommst zum Hof, ne? Jetzt trifft er den Wagen ständig mehr. Oh je. Ich glaube, ja, dann einigen wir uns vielleicht auf Spielfahren. Mister de Boer. Ja, Timo, danke schön für den 2. Monat. Ich kann den Anhänger nicht ankuppeln. Du kriegst alle Rechnung, die du möchtest. Bitte. Ja, wir stehen gleich. Bist du hier auch auf dem anderen Hof? Auf dem. Oh je. Er steht. Hm? Was denn? Ein wenig abwürgen. Fahr mal vorbei! Ich fahr auch hier gerade auf 1-1. Ja, wie macht man das 1, denn nochmal mit dem Luna-Status oder gibt's das nicht mehr? Du musst einfach auf diesen Hof, auf diese Hütte mit diesen 3 Männchen und. Moin, Vasili! Ich hab hier eigentlich schon Luna. So, ja. So, nu. Aber wenn ich zum zweiten Häcksler komme. Okay, ganz ehrlich, wir sollten die Wagen ja den Häcksler zum Anhäckseln. Das kannst du vergessen. Das ist sonst Katastrophe, ja. Aber verrückt ist, dass kein einziger Sound ausgeblendet wird. Was heißt das denn? Na, bei uns ist immer, wenn Bjarne mit seiner Knatterbude kommt, ist einfach Totenstille dann. Ja, ist ja auch verständlich, wenn ich da 140 Dezibel anschreie. Herr Lenz. Ja. Es ist taghell, während Sie so lieb und uns Licht ausschalten. Natürlich. Bremse, oje. Ja. Soll ich mit dem zweiten Häcksler kommen, wenn ich gerade am Maschinenring stehe? Ja, ich schätze mal, das könnte nicht schlecht sein zum Anhäckseln. Oder? Wir haben meine Tasten. Ja, wieso zuletzt angehäckselt ist auch schon ein Moment her. Sag mal, Chris, dein Hof ist hier bei der 34, ganz links oder was? Ey, was sind die auf jeden Fall? Wo muss ich denn da hin? Spaß an die Abfahrer. Sieht auch richtig abenteuerlich aus, ey. Das sieht sehr abenteuerlich aus, oder? Was sieht abenteuerlich aus? Fehlplan auf dem Anhänger jetzt hinterm der Häcksler gerade. Da oben, das Stück oben ist abgeschnitten, das gehört. So, Chat, ja, nur rückwärts anhäckseln, ja, okay, jetzt kann ich irgendwie 19 km/h fahren. Uff, Trier, hei, hau, ja, ich drohne Anhänger, der Träger auch wieder ein bisschen mehr Durchzug, so ist der. Aber mir geht's auch gut voran hier, 10 km/h, top. Jetzt hebt sich das auch quasi auch mit dem Dings. Kommt ihr zurecht, Jungs? Ja, ich komm zurecht. Jetzt wo der Wagen am Häcksler hingeht, wo ich. Ja, jetzt kommt's wie geschmiert. Lustig, schön, dass ich dann vom Acker runterziehen muss, den Anhänger. Rückwärts. Das wird nee, entschuldige mich für die Soldaten, die hier stehen. Wer hat gerade rückwärts gesagt? Die Junge muss doch eh da üben, der kann hier rückwärts alle runterziehen und dann fängt er am Start wieder an. Die Schlaufe drehen wir nicht weg, oder? Oh, ach, in Überladung haben wir auch drin, ja. Ja, genau. Was? Sind die Wagen weg? Da, Schaden. Ja, Leute, was dachtet ihr denn, dass das hier so ein easy peasy Häcksel ist, oder was? Niemand hat gesagt, dass das Spaß ist. Dass das Spaß ist. Oh, da steht Alex. Hier zeigt mir jetzt den Wagen. Ich muss ja gleich an den Wagen ankommen. So, warte, dass ich den Wagen eben abbauen.
Ihr habt den Hof hier noch teilweise, also, ne? Also da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, ne? Warte, dann mach ich auf meinen Anhänger auch gleich mal ab, dann kannst du ran. Ja, genau. Oh je. Wenn ich irgendwie positioniere, das ist ja echt gleich weiter. Ja, ne, dann aber nur 25, ne? Steht dick auf deinem Anhänger drauf. Warte, ich fahr einmal vor. Ja, ein paar hundert Stück, genau. Warte. Der ist schon wieder Tastenbelegung komplett weg. Ach. Was gibt es denn? Ja, oh ne, das passt. Gibt es denn eine Taste, um den HUD auszublenden? Nee, nein. Ich bin also nicht mehr drauf. Ups. Warte, EU ist dran. Wie? Kann starten. Und musstest du HUD aus haben? Ja. Dann mach rein. Musstest du, glaube ich. Ja, ich alles gut. Gibt es denn dafür eine Taste? Es gibt den Mod, da kann man sich mal Taste belegen. Ich mache einfach immer aus. Alles gut. Ich lasse mich gerade noch für meine Anhänger hier. Oh. Jetzt geht's in der Tat erstaunlich gut voran. Ja. Wenn wir jetzt den Wagen hier zwischendurch noch mal eben rauskriegen, dann gleich dazu. Ja, ja. Ja, wenn die ganze Häckselkette gleich einmal vorbeigefahren ist, dann kommst du auch wieder rauf. Wie das auf der PDA aussieht. Aber da muss ich schon ein bisschen von Acker gezogen, weil der Träger gleich sich eingehält. Wie die Lemminge hier in der Häcksler, ja. Also ich würde durchstechen, ne? Häckselfahrer. Hier durchstechen, mein Idiot, stimmt. Ja, weil das weißt du, dann kannst du da ja, auch. Ja, ich verstehe es schon. Und hier hat er noch verstehen lassen. Oh, Leute, ja, das ich ist sag, teuer, was ich. Und Chat, wie ist es? Was sagt er? Also, ich fühle es gerade übelst krass. Oh, es ist wie früher. Es ist schon schön, Leute. Es ist so schön. Hi, Kama. Wer erinnert sich noch an den ersten Stream auf der Rade, wo die das im 17er-Laufen draus war? Wo ich die ganze. Chat, wie hätten sie es? Oh. Schau, guck mal, da kommt Kramer sogar noch mit dem zweiten Hexer. Jetzt geht's hier aber richtig rund. Oh, wie wollen wir denn fahren? Hier rechts wieder rum oder wie willst du es gerne haben? Ja, mach doch. Du bist Hexelfahrer, ich vor dem Mund. So, ein Hexler links, einer rechts oder was? Oh, 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 wow. Felix. Oh, was macht den denn da? Hey, ja. Ganz wild aus. Was? Ich. Ich glaube, euch müssen wir nicht mehr, die Stoppeln sind schon alle platt. Felix, du hast ja aber auch hier wieder die Premium-Version gegönnt, ne? Du hast gesagt, auch den grauen nehmen da. Ja. Ist aber auch geil, ja. Ein schöner Anhänger ist das so. Aha. Ja, du hast eine Tür auf. Oh, jetzt fahren wir dann ja, hier drin stinkt's ein bisschen. Oh, Alter. Oh, Uno. Joa, das ist Mario. Kutschershof Sachsenland. Ups, Leute. Oh, Herr Kramer. Die dürfen. Yeah. Oh, sie dürfen hier, Alex. Oh, der ist ein schöner Schlepper. Oh, ich glaube, der Yogi ist vor mir. Immer war er. Sehr ich schön. Nicht. Was wird das denn? Ich weiß schon warum. Also, Yogi, den du hast, den habe ich selber zusammengetüdelt. Ne? Der ist jetzt, zeig ihn bloß nicht Alex. Der feuert mich sofort. Ja, nur mal so. Ich wurde nämlich schon direkt gefragt, was das für einer ist. Den habe ich nicht. Den so hatten. Das war unser quasi Original, wie wir den früher auf dem Hof hatten. Normal gehört dann Ford vor. Der Träger steht gleich. Leute, das sieht aus wie so ein YouTube-Video, wo so ein Youngtimer-Hex und jeder will mal drankommen. Echt? Das ist ja wie beim letzten Röbers-Video. Wo es auch so total funktioniert. Bei ihm oder bei uns? Naja, bei ihm auch. Aber das war auch alles in seiner Technik. Sachsenbauer, danke schön, Mann. Vielen lieben Dank. Ich falte mich mit dem zu Tode. Das ist so krass. Der kriegt nicht mal den leeren Hänger durch. Ich bin Gang 1, Gruppe 1 und ich komme nicht vom Fleck hier an. Ja, ich auch nicht. Ich sehe den Hänger schon wieder. Also, das wird hier gleich sehr schwierig. Hast du jetzt doch die Walze genommen? Ja, stand gleich nebenan. Ja, nee, weil, pass auf. Da steht sowas Grünes, Achtung. Das ist alles. Was nicht vom Acker kommt. So, was hast du denn hier vor? Zeig mal. Also, ich sag mal so, ich hab immerhin keinen Schlupf. Der Luft hier rein. Ja, okay, dann 14%. Aber ich komme halt noch nicht aus dem ersten Gang raus. So, und am meisten würde ich sagen, hier soll das alles hin, ne? Ja, erstmal rechts weg da, genau, okay. Und hier können sie dann nämlich, weil sie können dann mit ihren Anhängern hier immer so rüberkippen, weißt du, wie ich meine? Also hier vorne. Felix, und nachher zum Schluss machen wir hier so ein Fahrsilo, damit die hier hinten durchfahren können.
Da kann oh, ich nicht reden Sie doch. Achso, dann machen Sie hier erstmal, können Sie hier während der Fahrt abkippen. Hier machen wir die Ecken voll. Genau, oder die, ja. Die haben ja alle so Kipper bis auf der Cavego, der dann hinten so richtig schön rauskippen. Die anderen haben ja die Kipper, dann müssen Sie immer einen Haufen hier machen. Ja, okay, okay. Heute bis heute. Ja. Und ich habe hier noch den Client, damit helfe ich sonst auch wegen Bösen hin und her schieben mit der Schaufel. Ja, okay. Ich brauche ein Abschleppseil und einen Schlepper, der das Leistung hat. Soll ich euch mal einen andere Schlepper besorgen oder was? Der braucht aber 80%. Die Schlepper an sich gehen, glaube ich, da sind tatsächlich die Anhänger so ein bisschen groß sind für die Kleinen. Ich habe mal demonstrativ meinen Kommentar an die Szene gepackt. Alter, 90. Die Problematik ist, ich habe jetzt keinen Mod an, keinen HUD an, ich sehe gerade gar nicht, wie viel. Ich sehe das aber, ich habe HUD an. Hast jetzt 23%. Ah, sehr gut. Geschwindigkeit. Das ist ganz wie mit Durchlappen, oder? Vorne vielleicht. Es ist eine sehr entschleunigende Spielrunde, oder? Ich würde gerne irgendwas machen. Ich gebe Vollgas. Jogi, du musst auch in die zweite schalten. Das hört sich nicht gesund an. Aber ich komme auch. Ein Gas, Vollgas. Ja, wobei, jetzt machen wir wieder am ersten Gang. Alter. Ich nehme den Träger. Ich muss auf Lenz aufpassen, den mache ich. Ja, Houston, jetzt ist aber auch gut hier. Mann, das sind alles Sachen, die ich mal geschickt bekommen habe und dann habe ich dir reingepackt. Und das sind die du mir auch geschickt hast. Deswegen. Ich habe meine eigene 500er. Ne? Und, das gerne erstmal eben. Deswegen. Bin ich davon ausgegangen, ja, dass ich würde mal ganz schnell meinen HUD anmachen. Sorry, Moment. Ja, alles gut. Ich muss jetzt hier erstmal noch kurz engagieren. Wo ist denn die Ausfahrt? Warte mal, ich setze mal noch ein Stück zurück, ne? Wo war ja, abkippen? Michi, moin. Ach, da hinten nur Fall. Jetzt im Moment hat leider nichts damit zu tun. Ja, ich gebe Gas. Das Pedal ist durchgetreten. Alex? Hm? Ich habe noch einen 818 auf dem Hof stehen. Felix, ich husch mal hinten durch, oder? Reicht das? Reicht der den? Achso. Ja, husch mal durch. Ich muss gucken, wenn jetzt hier gleich Dings vorbei ist. Wer ihn kriegt. Ja, er kriegt den. Na gut. Warte, jetzt geht's erstmal bergab. Jetzt kommen wir auf 2 km schon mal. Oh, ja. Und der hier, der 309, müsste eigentlich auch funktionieren. Top Speed hier bergab, 2 km. Metamax, vielen Dank für den Folgemoment. Hier wird aber ganz schön viel kommentiert. Houston, jetzt ist mal gut. Ich würde nach der Bahn abfahren. Okay. Wir sind vor mir mit dem Muffy. Stopp. Gut. Ja, das ist traurig. Schafft da gerade so eine Lernanhänger, Lenz. Ja. Pass auf, ich zieh dich ab hier, ich komm dabei. Das war's jetzt wieder. Ja. Gib Gas mit deinem Feld hier. Was macht denn ihr da? Macht ihr da ein Wettrennen? Ja. Hab ich vorher vorbei? Natürlich. Kannst ja überholen. 90 PS ist ja am Limit. So, dann kommt auch mal, ja. Jetzt kommt der Angeber hier, oder? Das ist aber Style, ausfallen wir uns mal raus. Guck mal, Muffy ist schon unterwegs. Dann kommt der Z. Weißt du, woran das liegt hier? Das in dem Schaf ist ein John Deere Motor dran. Ups, dem geht ja nichts voran. Ach, die alte Rede. John Deere Motor. Ehrlich. So, dann haben wir jetzt. Oh! Da ist ein Häcksler. Ja, also ich. Als der Glas. Was macht die beiden Länder? Darf ich mal rein mit dir, Alex? Lian schreibt auch gerade, das wird ein 24-Stunden-Stream. Darf ich mal rein bei dir, da? Viel Spaß. Mein Name ist Schneider, ich bin Abend. Ja. Also gerade beim Testen hat er an dem Wagen nicht so direkt, vorhersagen. Sieht so bescheuert aus, ey. Und wenn er deine Hinterräder drehen, aber auch schon durch. Ah, ich wollte mich nicht beklagen, aber das wird hier nichts. Auch noch die Zwillinge drauf zum Mais fahren. Wir müssen aber zu dem Betrieb zurück, wo wir gestartet sind, oder? Nee, das ist der falsche. Auf der Karte links unten. Hier in der 92 Lenz. Links. Und da war der 34. Alles über der 33 da, wo die ganzen. Ey, jo. Jetzt gib doch mal Gas, Mensch. Oh, da steht noch ein Häcksler. Ich bin ja fast weg. Ich glaube, wir haben schon wieder zu viele Jahre. Die müssen wieder weg, Jungs. Aber geschwindig. Gib die ab. Alex. Lenz, gib die ab. Irgendwie hinter uns und du gibst sein Ding auch da ab. Okay? Ja,
der 509, der ist einfach zu schwach dafür. Komm, wo ist der 500? Alter, und der Ares hat auch schon 140 PS. Oder ich nehme einen Variante noch. Ja, aber guck mal, Werner fährt mit seiner Kiste wesentlich besser. Ja. Könnte ich da mal. Der ist nicht angepasst. Feinum. Nein, jetzt können wir XXL, XXS wechseln. Cool. Wie soll ich das machen? Soll ich so schräg hinter euch fahren? Ja, fahr eventuell irgendwie hinter uns, dass wir beide quasi vorne in die Bahn reinstechen und du dann so irgendwie mittig hinter uns. Ich weiß nicht, ob das geht. Hier, ihr könnt auch... Ganz verrückt. Dann nehme ich hier so... Was meinst du? 818 hast du stehen, ne? Ich habe einen 818 auf dem Hof stehen. Dann würde ich mir den mal mopsen. Genau, und dann nehmt hier noch, weiß nicht, den so einen 700er oder wir haben hier noch von Kramer den 681. Ford TB35. Muss Kern noch ein bisschen. Und ein 180er Fiat, aber es ist nicht der von den Italienern. Hast du irgendwo einen? 110 oder 115 PS habe ich. Ja, hier. Auf dem Hof. So, ich komme jetzt am Hof an. Sorry, wenn ich nicht so viel auf den Chat eingehe, ich muss mich jetzt wirklich konzentrieren. Wie ist dein Motto? Abgas, fahr mal rum. Es macht Spaß, es ist geil. Es ist laut, es ist schmutzig. Es ist geil. Und ja, sorry, wie gesagt, Chat kann ich gerade nicht so viel. Ich muss halt ein bisschen gucken, tun, machen. Ich hoffe, ihr versteht das. Oder? Ja, auf dem Hof. Genau. Oh, nee. Links auf. Was denn jetzt? Jetzt, wenn du das siehst, was die hier mit mir machen. Hier rein. Alex. Nee, du kannst ja durchfahren. Ich glaube, ich komme weiter. 90%, okay. 96, oh, das muss ich gehen. Ich darf mich anhalten. Fahr mal vorbei! Lass laufen! Also wenn du stehen bleibst, hast du verloren. Ja. Oh, wir können es verlieren, ne? Oh, der erste kommt hier. Oh. Jetzt, was ist mit dir los? Was soll los, Mann? Du brauchst so langsam. Ja, ich... Einweiser machen hier, ne? Ganz egal, der Thema. So Leute, ich glaube, jetzt fängt das so langsam an. Nach der ersten Stunde die Eingewöhnungsphase, es ist halt mit Aushilfsleuten, da muss man erstmal gucken. So, wir wollen rechts anfangen hier an der Mauer lang. Rechts? Links. Ja. Da rechts. Stehst. Nein, nee, rechts. Okay. Oh, wir erst rechts muss geschoben werden und damit nachher auf der linken Seite Durchfahrsignal entsteht. Verstehst du, wie ich meine? Ah, okay. So, okay, bei diesem an. Mach mal ein paar Fotos bitte. Ich? Ja, alle waren besten. Was haben wir denn für eine Abladegeschwindigkeit? Weißt du schon, Alter? Die ist hier, weiß ich nicht. Du kannst auch einen Haufen machen werden. Also hört sich jetzt doof an, aber das kannst du machen. Ja, ich fange mal jetzt an zu kippen, ne? Nee, ja, du musst. Nee, stopp. Du musst erst hinten die Klappe öffnen. Oh, warte, ich glaube, ich muss den kleineren Gang rein. Moment mal. Nein, hier rein, mit Z, meine ich, mit Z war das. Genau, und dann kannst du den anmachen und dann fängt er an abzulaufen. Das ist ja wild. Holla, die Walfee. Kannst du relativ langsam, der lädt relativ langsam ab. Warum haben wir so kleine Häufchen? So, und du kommst hier, du kippst hier mit dieser Seite auf, ne? Oh, lass mich mal kurz gucken. Wenn hier, warte mal, ich fahre den mal ganz kurz hier weg. Und du musst, das ist ja alles hier taktisch durchgeplant. Lacht, hör auf zu lachen. Ja. So, du kippst mit deinem, weil du kippst ja hier mit der linken, fährst hier so hin und kippst hier vorne so mit dem Anhänger ab. Hier, also so. Und fährst dann hier wieder weg. So. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also du fährst jetzt hier so hin und kippst, dass du so hier wieder wegfahren kannst. Ja. Okay. Ansonsten kannst du 10 Meter weiter vor. Oder? Ja, oder Felix, oder hier, nee, warte. Oder du fährst hier längs. Fahren hier raus. So. Und fährst dann hier so rein, wenn das passt, dann bist du nämlich mit dem Abkipper auf der linken Seite und kannst hier gut abkippen. Weißt du, wie ich meine? Ja, können wir auch machen. Das ist mir wahrscheinlich lieber. Gerne, ich lass dich mal durch. So ist das ja in echt auch, weißt du, wie ich meine? So ist das denn. Da kommt auch schon der nächste. Oh, jetzt ist hier richtig mal voll. Ja. Hast du beigefahren? Der braucht also eigentlich noch einen neuen Schlepper. Houston, du machst das selber, ne? Ja, wird schon alles. Auch nur so ein Abfahrt.
Wo geht denn das hier rein? Noch ein weiter hier. Felix? Ja, du kannst... Ja, nee, hier war richtig. Hier, oh. Ach, nee, ich glaube, du kannst auswählen, nicht, welche Seite du abkippst, ne? Ja. Ja, du kannst gleich... Hier steht... Weil ich nehme mal kurz hier den Johannes. Genau, da kommt Jana entgegen. Da kannst du einfach... Dann fährst du hier... Ich bin gerade langsam stressig hier. Komm mal mit. Los, hier ans Randriss, oder? Hier vorne, ja, machst du irgendwo hin. Das muss eh geschoben werden. Ganz getüftelt durch. warte mal, nee, wie kann man hier nochmal, hä? Das bin ich gerade selbst drauf. Warte mal, nee, hier ging's nicht gut. Oh, Leute, das sieht gut aus. so viele Abfahrer. Warte mal, ey, Werner, hier ist gerade ganz... Und der Hexler steht still, oder? Ja, Hexler steht beide still. Ich meine, ja, es muss sich ja erstmal dieses aufbauen. Guck mal, Felix kann auch schon gleich hinterher. Felix, wir brauchen mal deine Hilfe. Hier. Was denn? Werner steht hier. Digga, ihr habt's hier. Also hier vorne kam hey, ich muss los, warten bis Jogi hier, da hier weg ist. Hier musst du durch, hier genau. Hier musst du durch, ja. Bin zurück und wo ist er denn? Da kommt Digga, jetzt seh ich. Moin. Du bist ja nicht beschildert, du. Ja, Werner, hey. du kannst hier durch die Halle durchfahren. Ach. Ja, mach ich, ne? Eigentlich sollst du rechts an der Halle dran vorbeifahren, aber kannst du auch so. Ne? Und raus auch wieder. Beschildert, oder? Ja, ja. Ist jetzt mit durchgefahren. Oh je, ich wurde mal vor. Wir machen jetzt einfach die Tore hier zu. Ich mach hier gerade eben zu und nach. Zack. Geil. Oh, das müsste man echt filmen. Das ist geil. Da freut mich. Hier auch. Warte mal. Kann man hier zu machen? Oh, da kommen wieder Abfahrer. Ne, ich glaube, wir brauchen den zweiten Hexler doch nicht. Oh, Felix, da sieht man ein Profi, du. Ja. Oh, wie gut. Ja, so, jetzt kannst du ja richtig schön hier den an hinten dran. Also so müsst du das eigentlich ja gehen, ne? Oh. Ach so, muss ich drehen hier oder was? Oder komme ich hier raus? Nee, du kommst hier wieder raus. Du musst aber schon genau hier gut ausholen, damit du hier durchkommst. Das ist alles... Ach dort. Okay. Also du musst hier dann wieder zurück und ja, dann kannst du an der Biogasanlage vorbeifahren. Soll ich ihm da zeigen? Oh, Festfahrer. Immer noch gleich die Karre nehmen müssen. Oh. Schaffst du das überhaupt ernst rein, ne? Ja, ne? Werner, du musst erst wieder drücken. Ja, schon gefunden. Wenn ich ein altes Gerät, das dauert ein bisschen. Alter. Das ist endgeil, wirklich. Das ist... Also mega. Ich glaube, Lance ist auch eine Viertelstunde dann da. Lance freue ich mich ganz besonders. Und also Lance, was hast du in der 5 Stunden gemacht? Ah, zwei dicke Touren gefahren. aber nur volle Wagen sind gute Wagen. Ja. Also egal. Soll ich dir irgendwie 200% füllen oder wie mit diesem Überladungsgrip? Eieiei, der Wagen geht aber schnell. Oh, warte mal. Ja, komm ruhig ran. Ich würde mal 5 oder was machen. So, Leute, jetzt bin ich da. 5 km/h, jo. Boah, ich bin nass geschwitzt. Ich bin echt nass geschwitzt, echt. Lernst auch, der kümmert nach hinten fahren. Zieht eine Rauchschwade nach. Alter, ich fall. Hast du Allrad drin? Ich hab kein Allrad. Ihr könnt ja mit. Man hat auch hier, ich hör doch Vehikel. Also, hast du Allrad drin? Nee, hab ich nicht. Steig ihn hier raus? Oh, warte mal. Steuerung C? Warte mal. Ja. Wieso klappt denn jetzt hinzu? Hm? Error. Oh, hier ist eine Verkehrsbindung auf der Straße vor mir. Jetzt hast du Allrad drin. Ach da, jetzt hab ich das. Ja, okay. So. Und dann? Oh, Alex kommt von hinten. Wir müssen den natürlich hier ordentlich ran tübeln, ne? Das ist die gegen Ausseite. Alter! Wollt ihr platt machen? Alles geht. Schwierig! Kommt ihr jetzt zurecht, Jungs? Ja, also beim nächsten Tag. So, ich bin in 2 Stunden wieder da, ne? Ja. Wieder schon. Wo ist Lenz? Hat ihn eigentlich jemand gesehen? Ich hab noch nicht gesehen, ne? Er kam mir gerade entgegen. Ich hab ihn nur einmal vorgegeben. Hab ich wohl gesehen, aber jetzt hab ich ihn nachgeholt. Boah, lass mich jetzt. Ne, 8:18 kommt da geballert und da kommt Lenz. Ja. Oh doch, das kommt, Chris, wenn du was Schönes sehen möchtest, guck mal aufs Feldchen, hier wird fleißig gehäckselt. Ja, ich komm da nicht so schnell hin. Irgendwie... Ja, doch, und dann fällt der Flop links hier.
Kramer, das war jetzt hier irgendwer, wo du mit gewechselt hast. Wollen wir kurz einmal hinten da nochmal drehen und dass wir dann wieder normale Bahn fahren? Jo. Ey, guck mal, ich hab zwischendurch noch Verkehrsunfall gehabt, weil mir ein Audi die Vorfahrt genommen hat, ne? Und jetzt mal ich den. Ja, den Verkehrsunfall habe ich gerade auch, Alex. Das ist von nicht so ganz gut ausgegangen. Ja, die Audi-Fahrer sind hier auch ganz gut. Moin an alle, die noch so dazugekommen sind. Dann brauchen wir jetzt noch einen Abfahrer? Nö, ne? Sonst also wir jetzt ich würde sagen, wir probieren das jetzt erstmal. Hallo, schalte. So. So, wo ist das Kran? Oh, da ist Kran. Oh, wo muss ich denn hier rein? Wir brauchen einen Einweiser. Relativ weit hinten links rein, dann. Am letzten roten Backsteinhaus unten. Da hinten, Alter, was ist denn mit diesem Audi hier los, ne? Ja, ich sag ja, die sind ganz gefährlich, da muss auch was. Wer schläft denn da auf der Seite? Grüße. Tschüss. Also ich weiter, ich, weiter, Lenz. Houston, ich hab Fahrzeug umdrehen, nicht um, also das ist so, warte. Lenz kann mit F12. Nee. Lenz, links rein. F12, hoffe ich bei mir gar nichts. Lenz? Ja, Lenz. Ja. Hier, pass auf, rechts an der Halle dran vorbei. Jetzt hier rechts rum. Jo. Ich sag mit euch, kann man im Lohnunternehmen so richtig. Kannst du mal dein Licht ausmachen? Wir haben 10 Uhr morgens, Alter. Alter, dann setzt deine Sonnenbrille ab. Außerdem fährt man hier gediegen mit Abblendlicht. Ja. 97. Natürlich, Apex. Alles durchglänzen. Ja, ich nehm schon mal Ansprung. Oh, ich mach hier mal lieber die ganzen Türen zu, nicht, dass ihr mir nur die Türen abfahrt. Ja, ne, ich hab hier ein bisschen Licht gemacht, wenn es so dunkel. Was sagst du? Ich hab ein bisschen Licht angemacht, ne? Ist ja jo, kein Problem. Benox, danke schön für dein Prime, vielen lieben Dank. Um Hof ab, glauben, denke ich. So, ich versuch mal hier das ein bisschen platt zu fahren, was hältst du davon? Ach, ich dachte, du willst. Ja. Ne, achso, ja, das wäre vielleicht sinnvoll, ne? Aber das wäre geil, ja. Also, ja, das ist auch ein richtig schönes Befinden, ne? Das ist ein richtig wilder Bock, ja. Murphy, ey. Jetzt sieht er auch okay. Also nochmal an alle, vielen Dank, dass ihr das mitmacht hier, ne? Sehr danke. Gerne. Ja, danke, dass wir da sein dürfen. Danke, Alter. Ja, wollte ich gerade sagen, danke, dass ich da dabei sein darf. Bis jetzt hört sich das nicht nach Spaß an, aber oh, okay. Doch. Ich muss sagen, für mich ist das erste Mal, dass ich so richtig jetzt vorher so was mitmache. Das macht Spaß. Ja, ne, ich bin hinter dir. Wie schnell kann ich denn mit dem KW-Ko abfahren? Oh, der hat eine relativ 3 km/h ungefähr. Okay. Ne? Möglichst versuchen, auf der rechten Seite von der Mittellinie zu bleiben. Das wäre ganz nett. Ne? Alles gut bei dem Ford hier? Brauchst du Hilfe? Bei dem Ford? Mit F12 geht auch, mir tut sich mit F12 nichts aufstellen, also. Ja. Warte, ich mach gleich mal so eine Strecke an, weil wir hier mit der Bahn fertig sind. Moment. Ja, alles gut. Oh, ich glaube, ich hol mir auch noch einen. Ich habe auch immer Bock. Soll ich auch mit abfahren, Leute? Kannst du machen. Ja, aber ich hol mir einen besonderen Trecker. Also Abfahrer, an den sollst du jetzt einfach nicht scheitern. Chris, kannst du hier nochmal eben reinspringen in den. Oh, mal ja. Was möchtest du denn? Bei mir geht die Fronthydraulik automatisch runter, da kann ich gar nicht gegen ansteuern. Hab da noch irgendwas verkehrt eingestellt hier? So, die geht auch mal langsam ab. Junge. Da kommt der Trainee. Ich bin da. Komm ich um die BGA hinten einmal rum? Ja, kommst du. Okay. Da wieder Richtung, wo du reingefahren bist. Ja. Nee, auch geil, ja, der ganze Feld voll mit Spuren, weil das alles so schmal ist. Ja, du stehst mir genau am Weg. Was? Wieso geht denn die Frauenhydraulik automatisch runter? Jungs, kennt ihr das? Zu wenig Öl. Schiebeschild? Hä? Von dem Schiebeschild? Ja. Boah, fahr mal Felix. Oh, nee. Das, da gab es irgendeinen Fix auf dem Vertex-Discord, glaube ich. Das Anti-Leveling oder ja, so? Ja, genau. Genau. Das hat uns so viel Kopfschmerzen dann genommen, als es endlich da war. Was muss man denn da machen? Das wäre jetzt doof, weil da müssen wir jetzt noch wieder unterbrechen, weil er kann jetzt nicht schieben, weil das Ding immer hoch und runter geht. Mhm. Hast du es mal mit einem anderen Schild probiert? Ja, das ist völlig, glaube ich, egal. Das hat auch mitgegeben. Ich glaube, ihr könnt eure ganzen Gewichte, könnt ihr
mit der Maus hoch und runter machen, kann er sagen. Kraber, du kannst gerne überholen, wenn du. Welches Gewicht? Der läuft nur 30. Das braucht ein Skript dafür. So, sorry, ich hab den mal drin, sorry. Felix 80. Ich bin da. Das bringt so nichts, weil so 90. Kann er nicht arbeiten. Ein Skript auf dem Vertex-Discord. Ich zieh doch. Jetzt stehe ich erstmal wieder da, jetzt heute. Der geht ja gar nicht durch. FF20 Community Discourse oder das hat. Achso, Randsteine? Nee. Muss ja weiter oben sein, ne? Ja, wenn du es nicht findest, guckst du in meine Modliste. Bei Skripten habe ich es mit verlinkt. Wie fahren wir denn? Fahren wir außen rum, ne? Ja, genau. Hier, mit diesem Teil sind möglich standardmäßig aktivierte Dämpfung der Schiebeschirr global zu deaktivieren. Das klingt gut. Das ist es, ne? Ja. Ist vielleicht einfacher für euch. Das ist er. Wäre das für euch okay, wenn wir das nochmal kurz machen würden? Oder sagt ihr das? Ja, selbstverständlich. Wär geil, wenn wir den Wagen schnell noch voll machen könnten. Und ich mich dann abschüssig hinstellen könnte. Das wäre geil. Die Frage ist, sollten wir, also Rea. Nee, wir lassen das drauf, ne? Na klar. Ja, lass drauf. Natürlich, ja. Übernehm mal bitte diese Combine-Experience runter, nicht, dass das hier... Ja, das mache ich dann gleich runter. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie Multiplayer nicht so mag. Und der Einfachheit halber mache ich das einmal so, dass wir hier bei Planung, hier also, im Discord, laut Sicht ist das Skript gleich drinne. Laut ja? Sicht bin ich, glaube ich, nach der Bahn voll, oder? Ich habe einen Hut aus. Ja, 6, 7, 8, 10. Ja. Oh, Felix, wer ist so hart aus? Also, ausgerecht? 92 hast du. Ja, cool. Passt. Über F10. Oh. Dann mache ich das, sag Bescheid, wann? Ja, wir sind voll, also leer. Also. Ach, musst du überlegen. Warte mal, ich schicke dir mal noch eben einen Mod wegen diesem... Dann halten wir am besten alle schon mal an, oder wie? Genau. Ich stehe. Ich speichere. Ich schicke dir noch eben den Mod für diese HUD-Geschichte, dass du das per Knopfdruck deaktivieren kannst. Hui! Da ist gerade ein Fiat aber schön gegen den Baum geklebt. Was? Wieso? Also hier in der Planung habt ihr dieses Skript mit drin, ja? Ein Moment, ich soll noch das Skript. Herrlich. Oh Mann. Oh, Alter, da fehlt noch ich Haus, sehr schön. Glaub das nicht. Pack noch schnell TMS mit drauf hier. Das hört sich richtig, richtig gut an. Nein. TMS mit Abschleppkette, damit irgendwo fällt, komm wieder probieren. Junge, der fährt alles kaputt. Ich hab mal noch dieses Hot-Skriptchen damit reingeschickt in Planung. Oh geil, okay. Du bist ein Held. Ich nutze das nämlich genauso gern. Ja, ich auch. Ja, ist ja gut. Und so ein Befehl ist immer so umständlich. Ja, ich habe mir das auf mein Lenkrad gelegt. Das ist sehr. So, wo ist denn der Kommando? Habe ich nämlich auch. Dito. Ein kurzer Knopfdruck. Ja, herrlich. Stopp. Schmeiß mal das Ding schon mal wieder an hier. Was? Gute Idee. Ja, ich habe die Angewohnheit halt nicht über Escape rauszugehen aus diesem Spiel, sondern immer. Zu Komplex Q? Alt F4? Ja. Nee, was auch. Einfach immer Konsole Q. So. Oh, herrlich. Genau wie ich. Ah, das ist. Es ist blöd. Das ist einfach dumm. Warum? Das ist doch klasse. Aber gefühlt ist es auch echt, dass das Spiel startet schneller neu, als dass es ins Hauptmenü zurückspringt. Ja, ist so. Ich bin sofort wieder da. Ja. Oh, ich glaube, der geht hier rum. Der geht auch mal eine zünden. Los, Regan. Dankeschön für deinen Training. Ich glaube, alle sind nicht rauchen, oder was? Was? Ach scheiße, die wollen noch einen neuen Mod, ne? Ach ja, scheiße, das stimmt. Skripte, nein. Ah, nochmal Spiel schließen, ne? Vier. Ordnung 2. Ach ja, die beiden hier jetzt, ne? In Planung. Ja. Okay. Gut, so, dann haben wir das. Die beiden habe ich mit draufgeschmissen. Experience habe ich runtergenommen. So war das ja gewollt. Richtig. Jo. Und Disabled Level Attacher Joint Dumping, das Ding, ne? Das war das, richtig? Ja. Start. Könnt ihr alle wieder. Oh nee, als erstes schnell. Jetzt wird's wieder lustig. 10.000 Leute. 1, 2. So, Chat. So, Chris, vielen Dank für. Geschmack ist heute Apfel. Alligator, Apple Alligator. Das freut mich. So, Server ist wieder da. Ihr könnt mundig. Fahr mal vorbei! Also, es muss man scheinen lassen. Die Matching-Server sind schon wirklich besser geworden. Viel besser. Vielen Dank, Chris, für 5 geschenkte Subs. Danke.
Aber ich meine, wer kriegt das hin heute, dass wir hier schön das ganze Ding voll knallern? Ja, no Profis am Werk hier. Ja, ich merke das schon. Also wenn es läuft, dann läuft's, ne? Kurz AFK. Jo. Ja, merkt man nicht, Lenz. Das war aber gemein. Weißt du, auf seinem Hof den dicken Fiat, ne, 180, einen dicken MB-Truck drauf, alles auf seinem Hof hier. Aber er kommt mit dem kleinsten Trecker, den er auf dem Hof finden konnte. Ja. Ja, warum denn auch nicht? Ist doch entspannt. M1A 1190 L spendiert 101 Bits. Danke für 101 Bits, Mann. Vielen lieben Dank. Ja, das war ein, weil irgendwer gespeichert hat, Leck. Iggy, das ist von den RLSF-Leuten. Die haben den gebaut. Die sind aber noch nicht ganz fertig mit dem Anhänger und mit dem Cavego und den haben die da mal. Alles, vielen Dank für dein Follow, Moinsen. Im EDC gibt es einen Konsolen-Command Leave Current Game, damit Shutter LS noch schneller, ohne Intro. Guten Tag, dass die Träger. Was ist ein EDC? Denzel auch mal ein bisschen hier in Stress gekommen, ne? Sag das mal, Lenz. Boah, du bist aber auch biestig, doch. Nein, das war so, war das nicht gemeint. Dirk färbt ab, ja, auf dich, so, ne? Nee, so war es wirklich nicht gemeint. Aber dabei glaube ich, dass Lance ein Träger schneller hört als mein Ford. Der Ford läuft nämlich nur 30, der läuft auch nicht wirklich schnell. Also ich habe ihn ja nachher abgegeben, deswegen habe ich ja den MF, den Werner ja fährt. Ich habe ja noch den Ford, der fährt auch nur ein Roll. Also der Renault hier, der rutscht gut. Ist er jetzt dann gut fürs LUWZ, Felix? Ja. Als Schneidwärts vor einem Träger wahrscheinlich. Boah. Oder zum Heuwenden. Zum Heuwenden. Mist aufladen oder so. Oh. Na, das meinen sie auch. Neue Spielzeug auf dem Werkzeug-Discord. Na? Minko hat gerade einen Raba gepostet. Jesus, das Ding sieht aber cool aus. Ich kann rauf, Leute. Oh, Moment, wo ist es? Wie E-Mods? Durch diese Pyramide an. Oh ja, das Ding sieht ja schier aus. Da setze ich mal noch einen drauf. So, Lenz blockiert die Straße. Oh, alle meine Synchronisationen wieder. Ich bin schon drin, ne? Ja, hier stehen irgendwie überall Trecker auf der Straße. Was geht los? Fragt man sich, wie kann das sein? Woran hat er die Alleen? Das sieht ja aus wie nach einer Apokalypse. Alles verlassen auf der Straße. Was ist denn jetzt ein P? Wieso habe ich denn jetzt ein P? Weil du auf Parken bist. Wo kommt das denn her? Das geht gleich. Ach nee, du musst ja jetzt eh weg. Taste weg, Ö ja. Ist das, glaube ich, standardmäßig. Ich hätte noch nie Tasten P. Hatte ich noch nie. VCA. Hast du doch gesagt mit der Schaltungs Modifikation. Und die habe ich jetzt doch mit P. Das ist doch dieses. Das ist ein VCA. VCA? Ja. Ja? VCA Automatik. Ja. Mhm. Ich hab das noch nie gehabt, dass ich hier P. Ich habe noch nie eine Handbremse angehabt in meinem Träger. So was gibt das hier bei mir. Backstein, nee. Ja, richtig. Gar nicht zum Stehen kommen beim Träger. Ich weiß ja nicht, ob wie ihr arbeitet, aber bei mir wird gearbeitet hier. Das ist, So wollen wir mal gucken, ob das jetzt hier gefixt ist. Oh ja. Ich bin so gut. Geht das? Oh, allerbestgeiler, du Minion. Dann werden wir das mal glatt korrigieren hier, das Schauspiel. Soll ich da ein bisschen rüberschieben, damit wir ihn schüffeln oder was? Ja, kannst du gerne machen. Jo, ne? Lass mal die Azubis kommen hier, ne? Ja, genau. Die Höhlen, boah, herrlich sieht das aus. Ja, so, ich sag dir, wenn der Björn gekommen wäre mit seinem 39 hier, ne, dann wäre hier aber Abriss gewesen. Boah, da wäre ja aber auch Ruhe gewesen, ne? Ja, ja, den hättest du schon vom Feld gehört, wenn der hier vom Feld runtergefahren wäre. Ehrlich, du. Und der so ein 22, der hätte den Kratzbogen vom Cavego komplett auseinandergenommen. Und so ja, der Beton, der geht da rausgerissen. Das hatten wir jetzt beim GPS-Wechsel, da schlupft so schön Felder wieder drauf. Da haben wir neue Feldeinfarben gebaut. Schön, ein paar Feldeinfarben, ja. Ja, flügen kann man natürlich auch ohne Flug, ne? Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja. Oh, Lance kommt wieder. So, das blüht. So, Leute, nun geht das los. Ja, extra für Reppi. So.
309, bester Schlepper. Ja, Freunde, ich freu mich, ich muss noch nicht mal jetzt machen. Ab jetzt wollen wir 39 oder was? Nee, passt. Aber ich merke gerade, wir haben doch Sprinkler hingekuppelt. Da wir keine Steuerung haben, sieht der vorne extrem gut. So, Lu, mach einen Spruch. So, da bin ich wieder. Och, alles gut. Hast dich ein bisschen wenigstens ausruhen können, Prezi. Das ist ja die viel wichtigere Frage. Aber der Sound von dem Renault ist schon gut. Oh ja. Lenz, ich wollte ja hupen, aber ich glaube, das hört man bei dir gar nicht mit deinem Schlepper. Das kann sein, ich habe alle Lupen offen. Sag mal, seid ihr noch mit zwei Hexern unterwegs da oder mit einem? Nee, wir sind mit einem unterwegs. Also das geht auch ganz gut hier. Chef! Achso, Ja, Kramer, fahr einfach rechte Seite, da wo Ansel ist. Versuchen da in diesem Bereich abzukippen. Wer nach passen jetzt hier, Kramer, oder? Ah ja, der kommt. Jo, wir müssen das halt nur ein bisschen, dass die Jungs auch dann besser. Muss noch die Bahn runter oder? Ja, die Bahn runter sollte er noch schaffen, jetzt hat er 45. Ja, na dann. Oh, eieiei. Da haben wir ja. Eieiei. Kramer? Wenn das Chef ist. Was das denn? Das zieht schnell weg, man. Nein, nicht kaum alles. Wilson, du kannst gleich hinterher. Wissen. Rechte Seite abkippen und dann schön an der Wand daran, ne? Leute, ihr müsst da mal abdampfen. Nee. Also, nach Houston, wenn du hier längs fährst, hier, ne? Hier so. Dann kannst du ja hier zu der rechten Seite abkippen mit dem Anhänger, weißt du? Dann kommt die euch nicht in die Quere und du kippst in den Bereich ab, wo du auch hin sollst. Weißt du, wie ich meine? Schön vorne an 70-10. Nee, Seite am Kippen. Ich kann nur hinten abkippen mit dem Kramerkampus. Der KW-Go kann nur hinten. Nee, Ja, sollst du ja. Du musst okay. Nee, du kannst nur hinten abkippen, Kramer. Du hast alles richtig gemacht. Alles cool. Aber ja, der zieht den vor. Ich lass mal die Namen an, Chat, ne? Dass man so sieht, wer hier so unterwegs ist. Ich weiß gar nicht, was ich für einen Namen trage. Wahrscheinlich Felix. Schön. Und jetzt B drücken. 95. Aber das kann euch auch egal sein, ne? Ja. Wer kommt da, Alex? Nee, oder I. Was ist das? Kratzboden an. Steuerung I? Ui, hier steht ein 9 AMW, glaube ich. Aber nicht das andere. Besten Dank. Ja. Nee. Darf ich mal? War das Steuerung I, Jano? Ich habe das hier auf der Seitenkontrolle, ich weiß nicht. Ja, ich auch, ich glaube aber Steuerung I, ja. Ja, auch Vogel. Hier abladen, ja, okay. So, Leute. Also Steuerung wie für alles. Jo. Ich glaube, du musst noch einmal da. Okay, ich der Vorlage. Alter. Okay. Nichts. Ja, dann. Schöne Grüße vom Prezi in die Runde. Oh, liebe Grüße zurück. Grüße. Ja, da komme ich doch rüber, oder was hier? Und abkippen, kannst du schon abkippen. Ja? Kannst du schon abkippen, ja. Klappe auf. Hast du jetzt auch mal ein bisschen was zu tun hier, oder was? Ja, das ist ja mal ein Schiebeschild, bis er fertig ist hier. Nee, mach schon, gib Gas, gib Stulle, der nächste wartet schon. Schiebe. Oh, keine Hecke, hier muss ja andere Seite gehen. Ah, da kann er auch eins mehr schieben und dann brauche ich das mehr schaffen. Ja, ihr könnt ja auch warten, also hier ist jetzt quasi. Ja, dann kannst du doch, bevor du mal hier, also kannst du ja auch hier links fahren, ne? Hier hinten kannst du auch links fahren, ne? Dann kannst du hier schon mal so rumfahren, weißt du? Dann kommst du immer von hier. Wir fahren mal kurz so ein bisschen ordentlich nach links, ich will die Soldaten bleiben. Und Kramer, du musst jetzt hier zum Güllefass hin und dann da links. Oh, was passt. Jo. Jawohl. Anzulegen würde mich bei dir durchdrücken dann. Der Ernst fängt schon an zu schieben. Ja, ich bin weg. Dann. Oh. Du. Pjane, was ist denn da los? Test. Ich finde das schön, auf der Karte zu verfolgen, wie mir jeder wie so ein Entchen vor euch.
Ja. Gut, dann. Boah, der, der baut sich da einen ganz schönen Haufen auf, ne? Ach du. Traktormobil, Dankeschön für 23 Monate. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Oh. 97. Jo, voll. Ich komme nicht ganz so schnell. Ist das durchgeschoben bis hinten? Nee, noch nicht. Oh, da ist er. Boah, ich würde sagen, der 5 Felder mit dem Ertrag ist einfach zu viel, würde ich sagen. Oh, das könnte ein bisschen doll werden. Also die Ertragskarte ist ja auch ziemlich grün. Also ja, nein, ich habe auch gut vorgearbeitet mit PF generell, ne? Hast du auch gar nicht irgendwie gecheatet oder so, ne? Nö, habe ich. Nee, das macht keine Arbeit. Ich habe gekauft, Leute. Was denn die Fleischmann? Ja. So. Die Frage ist, ob wir noch einen zweiten von der Maschinerie brauchen, damit wir hier zu weit schieben können. Sollen wir den Wagen hinten dranhängen? Ernst? Jo, können wir machen. Brauchen wir noch einen zweiten großen Schlepper hier zum Schieben oder eher? Maximilian, danke schön für 17 Monate. Moin. Warten tatsächlich. Ja, Chris hin oder was? Oh, ich herrlich, Juri, das ist ja die exakt gleiche Taktung wie gerade eben. So. Felix, du kannst schon hier rauf. Kommt, kommt Felix hier längs? Nee, da ist noch hier. Da kommt das rote. Eigentlich müsstest du hier rauf, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu. Oder, nee, Felix, du kannst hier, hier rückwärts hochschieben, den Anhänger. Ja, aber da muss ich erstmal Yogi rauslassen hier. Ja, wenn ich weiß, was du machst, dann zieh ich durch. Die Renaults, die machen das hier. Was ist los, Lenzel? Am Acker läuft so wieder. Ich wollte hier kurz nur. Schon mal was reinschieben. Aber Chris, dein Hof. Ja. Also enger dürfte es ja nicht sein, ne? Das ist ja richtig perfekt zur Herausforderung. Ja, weil der ist extrem schick geworden, der Hof. Ja. Ja, das stimmt. Der ist ein bisschen lütt, aber ich finde auch nicht viel Bauland. Ich finde das ganz super. Geil, wenn halt auch die Sachen einfach mal so draußen stehen. Halt nicht immer alles nur in der Scheune drin verstaut ist. Ja, normal stehen ja hier diese Wagen da im Silo drin, aber ihr müsst halt längs fahren. Deswegen musste ich den Tanker da wegnehmen und meine Beinwagen da wegnehmen. So, ist cool. Oh, guckt euch das an, Felix. Sorry. Nein, nein, warte mal. Nicht gucken. Noch nicht gucken. Ich gucken, bin schüchtern. ich hab jetzt mal glatte 100% oder... Nee, 107 sind sogar. Nein, egal. Ich wollte jetzt nicht übervoll machen. Houston, kannst du noch ein Stück weiter nach hinten schieben? So komme ich da nicht ran. Wie soll ich denn machen, Chris? Ja, irgendwo raufkippen. Wo kommen die Abfahrer? Scheiß die Wand an. Also du musst ja links oder rechts kippen. Du machst das schon. Du bist Profi, Minion. Du kannst das auch hier vorne irgendwo hinkippen. Das ist auch nicht erst so schlimm. Aber so langsam. Ja. Wie weit seid ihr? Nee, nicht du, sondern hier. Die sind ja beim Häckseln dann auch bald fertig. Oh ja, das dauert noch ein bisschen. Das dauert noch. Also hier bei mir, ja? Was hast du? Ja, top. Aber ich glaube, ich muss hier über den Radweg abfahren. Ja, das... Na gut, wenn das geht, dann nicht. Stopp. So. Komme ich da vorne irgendwo raus? Ja, ne? Ja, da vorne kommst du... Also wenn du rechts fährst, warte, hier unten rum, weiß ich nicht. Rechts rum komme ich nicht, hier komme ich nicht um den Heidesaun her. Ja, hier unten kommst du direkt ins Dorf. Das passt. Okay. Da kommst du, solltest du irgendwo hinten beim Händler da rauskommen, die Straße, die da hochgeht. Also ich vermute das jetzt mal, ich weiß es nicht, aber es ist so. Was ist denn so ein Stromkasten? Den brauchst du nicht. Was für ein Stromkasten? Wollen wir den auch wieder aufhängen? Ja, ist glaube ich am Malbassen, ne? Ja, genau. Ja, warte, ich fahr. So, Voyager ist noch was. Ja, warte, was hast du hier hingelegt? Oh ne, wieder falsch. Das waren knapp 800, meine ich. Chris, gibt's seinen Hof als Safe Game zufällig? Bitte? Den hier? Ob es den Hof als Safe Game gibt? Ja, ich glaube, das kriege ich sogar hin. Mittlerweile. Ich habe ja jetzt auch die aktuellen Karten genommen, nicht die, die ich von Taker bekommen hatte. Mhm. Sondern sogar die aus dem Modder. Da habe ich alles umgebaut. Dann können wir das geballte. Tobi, ja, du konntest ja nicht, Tobi. Ja, ich habe Ernst auf dem Sido. Tobi, wir vermissen dich.
Ich glaube, er steht auch immer noch als Andenken in der Liste. Hier steht ein Häcksler. Soll ich den mal wegfahren oder was? Ja, kannst du gerne machen. So, Ernst, wie hättest du es gern? Also Chris, wenn du möchtest, kannst du auch irgendwo geteilt oder Viertelstunde oder so, kannst du Häcksler übernehmen. Sonst einfach ja dann eben. Wer ist denn, wieso verhexen wir denn mit dem 6 Meter Ding? Kein Wunder, dass die Anhänger so schnell voll sind. Ich kann auch ein bisschen langsamer, ich kann auch 5 km/h fahren, dann sind wir ungefähr beim selben. Oder 4. Ich würde auf dem Weg, wo du draufgeschoben hast, jetzt mal kurz drauf einen Haufen machen. Jo, Feuer frei. Ja. So, dann gucken, das wird kriminell. Du siehst, das siehst du nicht. Nee, nee, ist perfekt. Oh je. Oh je. Oh, was macht der? Das komme ich nicht rum mit dem Anhänger. Kaputt oder was? Ja, Taker. Taker, du warst auch da. Moin. Sorry, dass ich das alles nicht mitgekriegt habe. Ich bin wirklich kaputt. Böse. So, da ist jemand beim Häcksler. Mit Drehschirm Regenwurm ist einfach die härteste Challenge. Naja, du hast jetzt kein Gewicht, ne? Aber letzten Endes ist auch alles Übungssache. Ich weiß ja nun auch immer nicht, wie fühlt sich der Anhänger jetzt hier an und wie drückt der Trecker und so. Also, ich bin auch kein Profi. Na, ich fahre den auch kurz dahin. Jetzt musst du den irgendwie mal schnappen. Ich weiß nicht. Sonst mache ich erstmal, wer ist dahinter? Ich glaube, Kramer. Ja. Das ist Stadtbild. Sonst würde ich mir nämlich ein. Ja, überprüfen. Muss ich erstmal Kramer vormachen, weil mit Anhänger komme ich hier keineswegs. Ich würde nämlich sonst einen mitnehmen und dann hexen wir die nächste Fläche nämlich schon mal an. Ja, ne, nehme ich einen mit. Ich bin hier in der Viertelstunde Eco-Hexen da runter. Wissen, dann fahre ich die hinterher. Soll ich den Bogen über Silo fahren? Beim Abladen? Also noch weiter nach rechts rum oder? Ja. Ja, 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 ja. Ein Moment. Das wurde ich angeschubst. Krass, was ihr abliefert, der Wahnsinn. Eine Menge, ne? Aber es ist auch die dichteste Fläche. Wow. Jo, moin, Lenz, hä? Ja. Eieiei, ja. Kurz aufs Handy geguckt. Soll ich wieder 5 km/h fahren? Jo. Oh, Katsu. Oh. Da hängt er. Frank, vielen Dank für dein Follow. Ja, hier ist Hexekette. Da hat kein Haar mehr dazwischen gepasst, nee, oder? Ich nee, muss das hat schon ein bisschen Augen zugemacht, muss ich sagen. Fertig, einfach wenn ich gleich die Vorhexer runter bin, dann fahre ich ihn irgendwo auf den Hof. Oh Freunde, es hat alles wieder TikTok-Potenzial hier. Kleine Clips, herrlich. Naja, Werner ist auch dabei. Hier sind viele, viele interessante, coole Leute am Start. Und ich. Ja. Ich guck mir das auf dem Hof gar nicht an. Ernst sagt Bescheid. Ich bin unbekannter Extrafahrer. Ja, ich sag Bescheid für das. Na, Ernst ist immer, ja, mach mal auf da den Haufen, dann ich schmöck noch mal ein oder dann guck, was das Ding so. Oh, Joni! Bitte mich einmal per PN anschreiben, dein Namen, deine Anschrift und der Name, der auf die Autogrammkarte drauf soll. Ja, da bin ich echt dann noch. Das war auch ein 120 Tacken, oder? Was kostet das? Wenn du es in Europa kaufst, 300 Tacken. Wenn du es in Übersee kaufst, du weißt ja aber nicht, was du bekommst. Weil auf Amazon gibt es auch so ein komisches Ding. Ja, das muss ja aber auch irgendwie, das ist ja auch eigentlich nur ein Taster. Den muss ja hier irgendwie anzubauen sein, damit das da auch funktioniert. Also da bin ich ja noch, weil so einen normalen Lenker, ein Lenker kriegst du ja relativ einfach gekauft. Mal ganz, auch nicht gut. Ganz kurz, welche Fläche sollen wir. Ist dein Motto? Hat Gas zwar mal rum. Hier oben beim Dorf. Warte mal, dann muss man schnell ranfahren. 95. Genau. Toll. So eng so eine Fläche habe ich hier noch gekauft. Ich weiß aber nicht welche. Ich habe die noch nicht gesehen. Da oben fahren 45? Ist sie 45? Chris? Ja? Ja. Ich muss noch mal kurz ins Wirtshaus. Das Vorgewinde sollte jemand anders machen. Ich schaffe das nicht rückwärts zu fahren, vergiss es. So, also nächstes Feld 45 oder wie? 45, ja. Jo. Alles klar.
45 und darüber dann die und dann haben wir noch eine kleine Fläche da und eine unten beim Kartoffelhof und dann war es das auch schon. Seid ihr auch schon, das geht ja beim Feuer, ja. Ist eine halbe Stunde Arbeit. Das ist ein Ruckzuck bisher. Ja, das hat er auch. So, jetzt muss er mal gucken, das ist jetzt hier, nee, die ist das nicht, nicht, dass wir die falsche Kettefläche hier anhäckseln, ne? Das wollen wir ja auch nicht machen. Doch, hier, das soll die sein. Ich fahre ein Renault. Frage mich nicht. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Teil ist, aber es ist brutal. Ja, komm, ich hänge an. Ja, weil ich verkack's wirklich sonst. Ja, nee, das war Yogi. Das verkackt. So. Ehrlich. Jetzt gibt's hier ein Ragequit à la Call. Muss ich auch mal was trauen. Mal was okay, wagen. Werner kommt mit rückwärts anfahren. Ja, ich hab da kein Problem mit. Nee, auf scheiße Zeug. Professionell. Hier steht bereit, Chris. Kann man dir helfen, Ernst? Aber bitte vergesst mich jetzt nicht auf mein Kein Feld. Problem. So am Rumstochern da. Kannst du mit denen anhängen? Na, sieh. Oh, Lenz, das kann man nicht sehen. Sehen. Joni, du hast bei Twitch oben so Nachrichtenfenster. Das machst du auf und dann suchst du einfach nach meinem Kanal. Oder nach mir, also nach Agrarplay. Und dort schreibst du mir dann. Ich bin ja der mit dem Logo, ne? Also... Aber ich brauche die Nachricht auf Twitch, um zu verifizieren. Oder du wartest einfach und ich schreibe dich dann später an. Aber besser ist, du schreibst mich an, weil am Ende vergesse ich das sonst noch. Bitte keine Fragen zu Mods. Ich bin hier zu Gast. Ich habe wirklich keinen Plan, was für eine Kiste das ist. Was für Mods, wie, wo, was. Ich weiß es nicht. Also es ist nicht böse gemeint. Ich weiß es halt wirklich einfach nicht. Vorbei, ihr Welt, würde ich sagen. Ben, genau, brauchst du noch wen? Ja, ich brauche definitiv noch wen. Ich stehe jetzt hier gleich hier alleine. Oh Mann, das ist ja hier nicht so ganz einfach, ne? Hard and name. Ja, jetzt steht der Exler wieder super. Hätte ich doch nicht vorbeifahren sollen, ne? Warte, ne, ah, jetzt. Nein, mehr geht nicht. Jetzt stehen wir schon wieder, was ist denn jetzt hier los? Ich hatte das schon mal gehabt. Na, ich fahr los, ne? Ja, ja, jetzt erkennt ihr wieder einen Hänger, ne? Okay, das wird nix. Zufrieden mit dem Renault. Herrlich. Geil, oder? Das ist wirklich geil. Boah, ich habe die Textur hier ja gar nicht mal vom Mais gewechselt, aber es ist auch okay, ne? Ich wollte ja eigentlich diese mit diesem ganzen Unkraut haben und so was alles. Oh, hallo Werner, ja. Benji. Wir sind oh, leider nee, in der falschen Richtung. Es tut mir leid. Na Mensch, hier ist ja großes. Ja, warte mal, das geht sich hier Franzosen treffen. Ja. Ja, Werner, wir wollten es auch ein bisschen abenteuerlich machen, ne? Deswegen. Ja, ich sehe das, ich sehe das. Wir fahren mal vor, wenn die Gegenuhrzeiger sind und so. So, Leute, jetzt sind wir ganz normal wieder drin. Chris, schau mal bitte Schaubi seine Nachricht hier im Chat. Der Schaubi wollte doch auch mitnehmen, oder was? Wie geht das jetzt hier weiter? Auf ja, der das frage ich mich auch. Also, teilt euch irgendwie auf. Nee, ich meine, ja, aber auf der Fläche jetzt hier, wo Chris drauf ist. Der, ja, wieso? Der Anhänger müsste ja irgendwie geborgen werden, der kann ja eigentlich nur rückwärts wieder raus, oder? Ja, ich mache jetzt hier ja. So einen kleinen Kreis rein, wieso? Ich sagen, ja, dann ah ja, 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 dann schieb mal hinterher da. Und dann komme ich direkt hinterher. So schnell kann nicht so, ja, kann nicht so ganz so schnell, ne? Sieht gut aus. Achso, du bist gleich rein? Okay, warte. Ja. Jo. Ey, da erstmal gucken. Sehen schmal hier gleich für rückwärts. Mit zwei zurück. Nee.
ist. Hatte du hoffst jetzt ein bisschen mehr Gras an der Seite. Ja, das. Müssen wir rückwärts wieder raus. Oh nee. Ja, guck mal, das Feld zu unserer Linken, das sieht da relativ. Uiuiui, da vorne ist Unfall. Oh, Mann. 90? Haben wir nicht umgeschmissen. Super. Denkt ihr doch noch, jemand noch zu 19 fährt? Da ja, ist voll, bin. Oh. Warte, jetzt. Moment, ja, genau, bitte mich nicht vergessen. Wo ist jetzt der Fahrer? Also, wenn ich mich da reindrück. Nee. Ich bräuchte noch einen. Die 19 braucht definitiv, hier ist gerade leider Totenstille. Ja, dann zwei zu 19. Jo. Dankeschön. Ja, Alex, vielleicht du zurück, oder? Keine Ahnung. Ja. Hast du Drehschäme dran? Irgendwann. Schön. Wenn du deinen Bauch einziehst, komme ich vorbei. Soll ich mich daran noch vorbeidrücken, damit du gleich. Nein, ja. Ich bin da. Ja, wir müssen erstmal. Also mit dem Anhänger kriege ich mehr mit. Das war jetzt der kleinste Anhänger, den wir in der ganzen Kette haben. Was schaffen wir das nicht hier drüber? Ja, warte, ich probiere. Schafft er es? Ja. Ich schaffe 5 km/h. Ja, ich orientiere mich an dir. Deine Krone rutscht gerade in den Mais. Warte, ich fahre noch kurz an dir vorbei. Ja, der rutscht komplett weg. Guck mal, hier ist ein bisschen Gras, da kann ich auch ein bisschen versetzen. Krümelplayer, danke schön für dein Prime, vielen lieben Dank. Boah, ich hab's heute Mittag schon gesagt. Ich hab ja gerade richtig Bock zu zocken, ne? Das macht es gerade nicht besser. Nee, das macht überhaupt gar keinen Spaß. Auch verliert man sofort wieder Lust. Macht keinen Spaß? Doch, Mann. Ja, das ist richtig ätzend. Ich wollte es nur noch nicht die mit der Karte und das Einzige, was ich mache, ist zocken. Wann zurück? Wie weit kann ich noch? Du kannst noch ein Stück. Ja, genau, schau wie am besten mal, wenn die Kurve. Gut. Am besten hier in Discord. Dann nehmen wir die Kurve direkt mit, ne? Ja. Eigentlich müssen wir da so einen kleinen Teil rein, aber nein, okay, das wird jetzt nicht funktionieren. Ja, ja. Abladung 5 km/h jetzt. Ich hasse alle Hexerfahren, ey. Ernstel, willst du mal bei mir reinspringen? Ich darf hier nicht abladen. Ja, warte mal. Du darfst da nicht abladen? Ja, ich kann nicht. Ah, eigentlich doch Z, ne? War das so? Hat Kramer das überhaupt Donut-Status? Okay. Das weiß ich nicht. Hab ich das? Oder? Kann da jemand nochmal gucken? Also, Ernstel. Richtiger Hof? Okay. Ich kam auf dem richtigen Hof. Okay. Wie voll bist du? Du bist erst bei 53%. Ja. Ne? Wie sieht's aus? Können wir noch einen Tick schneller? Ja, wir hängen hinter dir. Das ist gut, ich kann. Okay, ich kann hier nicht abkippen. Der Franzose sieht ganz gut. Ja, der hat Kraft. Schaupi, wir könnten, also du kannst rein, theoretisch kannst du kommen, ja. Also ich würde jetzt vielleicht ausmachen. Also 5 Minuten. Nimmst du ihm einmal die Daten? Ja. Schaubi nicht, sowieso war er nicht drin, ne? Doch, Schaubi ist drin. Also Schaubi kann mein Schreiben bleiben hinter mir. Kann mein Dings übernehmen, mein Hexler übernehmen. Moment kurz, sollte die Rolle so der haben, warte mal. Alex, ja, genau. Dankeschön für deinen zweiten Monat. Guten. Ja, wie gesagt, einfach mal in den Sprachkanal. Zurück. Geht's noch? Zurück, ja. Okay. Ja. Weiter. Ich sehe nichts hinter mir. Nichts. Hast Luft, alles gut. Ja. Warte, ich will einfach kurz sagen. So, gut. Stopp. Gut. Jo, sieht gut aus. Wir fahren vorwärts.
So. Oh, Lenz mega rückwärts, ja. Lenz ist noch dabei? Ja, ja, Lenz ist noch dabei, ey. Kann mir jetzt also, ich würde sagen, 73% Felix zu Hause ab. Gut. Weil sonst müssen wir hier wieder rumzirkulieren und so. Ich schau, wir gehen einfach bei, ja genau. Weil wir haben ja genug Leute. Da ist er schon. So, jetzt sind wir am Alex. Ja, ja, ne? Hey, ist am Start. 5 Korb HD. Oder Sys. Was hast du für einen Schlepper? Du hast ja den. Also du ja, kannst auch 20 fahren. Wir können auch 20 fahren. Alter, 7. Der 7 ist aber sportlich jetzt unterwegs hier. Ja. Okay, dem passt das. Aber was passt? Kann zu passen. Oh. Der Sound ist 100% ein anderer. Oh, Chat. Was geht da? Schau, bist du jetzt da? Ja, ja. Wir fahren hinten einmal wieder rum. Ben? Was bitte? Hat Schaubi jetzt die Sachen bekommen? Schaubi hat schon immer den Zugang eigentlich, warte mal. Jetzt gibt er nochmal Sekunden. Das ist, mal kurz der kommen. Heißt anders, ne? Im Moritz heißt der. Ja. Moritz 0 irgendwas. Alex, stopp. Ja. Moritz 120200 heißt der, genau. Der nicht unbedingt den ganzen Namen im Chat sagen. im Stream sagen. Achso, man hört mich da? Oh. Also. Ja, oh, ja, dann ich mit den anderen, ja, genau. Ist ja ganz verwirrt. Ist ja was? Ich war ganz verwirrt, ja. Mann, da kommt man gerade ganz durcheinander so. Zurück. Der ist hier mitten vor, der kann auch gerne kurz mal. Alles gut. So, jetzt können wir durch. Dann stechen wir gleich einmal durch zur anderen Seite, dass wir da so einmal durchbrechen, ne? Ja, ich würde gerne, ne, aber. Ja, ich sehe schon. Was ist denn? Könnt ihr alle nicht abgekommen? Doch, alles drinnen da. Weil das nur hinten rechts dreht, das dann? Also, ich glaube nicht. Oh, diese beruhigende Stimme immer von Ernst, das ist immer so alles so. Ja, ja. Ernst ist doch der Ruhepol hier, ne? Mhm. Ja. Genau. Welches Feld soll ich fahren? Ja, du hast auf jeden Fall die Sperre nicht drin, ne? Wie mache ich die denn rein? Ich hatte hier STRG links mit. Sonst mache ich das eben. Ich habe das gerade. Also standardmäßig ist Steuerung L. Moin, Erik. So, hast du Allrad, Raute und Plus, glaube ich. Ja, ist richtig. Und Maxer. So, jetzt alles drin. Auf welches Feld soll ich fahren? Also, das ist eine Frage für dich. Jetzt geht aber. Meine Meinung zu Renault-Traktoren, das ist geil. Also, die Kiste hier ist geil. Ich finde die generell geil. Das sind immer alle so ein bisschen. Ältere Fahrzeuge, ich finde das Bock richtig. Ah, hier ist Yogi, mein Freund. Yogi. Wir müssen noch üben für unsere zukünftige. Ne? Ja, ich sag's immer wieder, ich bin der Azubi. Ihr müsst mich leiten. Ich krieg das sonst nicht. Alter. Ah, du drückst dich doch um alle Aufgaben immer. Ey, jetzt haben wir das früher geheißen in der Ausbildung. Thema Silo. Endlich kriegt man eine Anweisung. Abgehakt. Was ist denn jetzt los? Wieso fährt er denn jetzt nicht mehr? Felix, wie kann es sein, ja, dass du nicht überholt hast? Lass ich was? Hey, guck mal hinter dich. Ja, ne. Irgendwie, ne? Wow. Wir müssen was schaffen warte, hier. Alex. Ich würde sagen, du fährst jetzt hier wieder hoch und ich fahre einfach neben dir. Mach eine zweite Dings auf. Kriegst du das mit dem nächsten Mal? Links rum. Alter, Lancer klingt so geil. Das ist so gut. Ich hab das Feeling von dem mit den Reifen vorne. Das ist auch noch geil. Ja. Ja, aber effektiv ist er jetzt nicht gerade, ne? Warte mal, warum wechselt denn der jetzt zur anderen Seite rum noch? Aber jetzt nein, weil er noch ein bisschen länger braucht. Das ist eine alte Kiste, das ist nicht so ein Kram wie ein Landersum oder wie das da heißt. Weiß ich mal. So, den machen wir jetzt mal richtig voll, ne? Ja, ich bin jetzt bei 90. Ja, den machen wir mal auf 110 oder so. Den können wir richtig überladen, wurde mir gesagt. Na dann. Ich glaube, er kriegt's hin. 7 km/h? Ja, passt. Oh, jetzt bin ich mal wieder klar bei der Sache, wenn ich mich jetzt hier noch um das Autorollen kümmern muss. So. Ja, 18 geht ja auch schön komplett durch ohne Allrad. Der macht das mit. Ja, das ist auch einer, der irgendwie alles macht. Aha. Ja, 110 haben wir. Ja, geht noch. Oh, gerne, kannst du ran. Ja. Mhm. Ja, kannst. 4% Schlupf.
Da gehen auch alle das Ding da oben so vor. Ich komm mal ein bisschen weiter vor. Du kriegst das zu Ben. Du kannst okay. Also ich würde jetzt wie gesagt hier nach erstmal. Also ich gehe danach erstmal vom Server. Du, ich weiß gar nicht. Chris, der Kaweco-Wagen, ist der privat? Ja. Der kommt hier von den RLSF-Leuten. Der ist noch nicht ganz fertig. Okay. Aber wenn man die kennt. Bin bei 130 und bin ja, voll, nee. Mehr geht nicht. Ja, das ist jetzt ist voll. Wie gesagt, ab jetzt alles noch zu Chris, weil ich mache jetzt hier gleich einmal neu beitreten mit ein bisschen besseren Grafikeinstellungen und dann meine Bildchen dürfen ich wegzuholen. Deswegen nochmal Bildchen? Ich denke mal, ich muss wieder rückwärts raufschieben, ne? Da kommt was, wo bist du denn? Oh, was ich drin habe? Ja. Nee, wer kommt denn als nächstes? Ich habe 14 Kubik. Chris, was hattest du mich gerade eben gefragt? Nee, alles gut, alles gut. Oder soll ich dir das hier irgendwie davor kippen? Willst du dann versuchen, so einen Halbkreis zu fahren, dass du nach rechts wegkommst, oder? Können wir versuchen. Machen wir den Mobil mal aus? Vielleicht? Ja. Aber soll ich dann bei dir übernehmen, Ben? Soll ich dann den Häcksler nehmen? Oh ja, das kannst du gerade machen. Ja, wenn du möchtest, können wir ganz schön ab hier vorne machen. Mir ist es wurscht. Ja, dann noch. Warte, dann halte ich jetzt hier vorne gerade an der Bahn an, dann kannst du übernehmen. Mach mal im Bianen noch schnell voll, ich gehe mal schnell hinter den Baum. Jo. Oh, das sieht gut. Also kommst noch zurecht, ne, Hänsel? Das läuft super hier. Ja, ansonsten müssen wir das so machen, dann schieben wir das auf und das, was wir hier hinten rausschieben, Ernstel, das fangen wir nachher mit dem Teleskoplader wieder zurück und schmeißen das hier oben rauf, weißt du? Wie mein? Hier soll auch also, irgendwann mal was sein. Ja, das muss ja schon fast, damit du das ordentlich hingebaut kriegst, ne? Deswegen, ich habe jetzt hier eine Schräge versucht reinzumachen, damit die Jungs da überhaupt nochmal hochkommen. Oh, sah gut aus. Der Rest ergibt sich nachher von selbst. Ja, und sonst können wir nachher, wenn hier was rausfällt, das machen wir nachher mit dem Teleskoplader und schmeißen das von dieser Seite hier oben rauf. Guck mal, hier ist ja auch schon was dran gefallen. Ja, ich habe gesehen, hier ist ein kleines. Malouin? Ja, kann man nicht auch so sagen. Ja, aber das ist mit der. Ja, das kriegen wir wieder weg. Das ist ja ganz cool. Ja, mir war nur wichtig, dass die Jungs hier vorne mal ein bisschen raufkommen noch und. Ja, mit den kleinen Schleppern. Ich weiß auch nicht, was sie mit so einem kleinen Kavenzmännern hier wollen. Wir wollen Mais fahren und keine. Das war die Ansage. Das war die Ansage. Aber schön, dass ihr das hier schon rein. Also hier, also den Yogi, ne, den aus dem Süddeutschland, den kannst du haben, du. Ja, kann's, oder? Als hätte er nie was anderes da. Der kann auch in Norddeutschland arbeiten. Der hat aber auch einen geilen Anhänger. Also das ist so ein Marke Eigenbauanhänger hier. Schönes Chris. Gerät. Ein ganz schönes Teil hier. Chris, ich bin auf deinem Feld. Lenz schon wieder unterwegs hier. Bist du schon wieder bei mir, da? Ja, das erste Mal, nicht schon wieder. Oh, Werner, kannst du gleich noch um 2 Meter rückwärts fahren? Ach ja. Machen wir feste Zuweisungen, wer zu wem fährt, oder? Wieso kann ich denn jetzt den Motor nicht starten? Nee, macht das Feld, also wenn ihr seht, also hier, ich bräuchte immer so 2 Leute erstmal, damit wir hier weiterkommen. Na dann, ich glaube nur Werner ist bei dir, oder? Ja. Gut, und Yogi kommt wahrscheinlich auch noch. Ich bin vor Yogi. Komm doch, warte kurz. Achtung, Synchro. Oh, wer kommt denn da jetzt? Oh, da ist der Straßenbauer. Der Turbo-Synchro. So, gut. Drehst du einmal? Mit meinem vollen Wagen zurück. Reicht. Wie meinst du zurück? Also, dass wir einmal an der Straße längs hexen können? Dann kannst du auf der Straße fahren. Ich fahre mal, mach dir mal ein bisschen Platz, ne? Guck dir das an. Findu das sind gar, die alten Legenden, die da jetzt mal eben die Kiste in der Innenansicht zurückfahren. Hast du sogar Warnblinker an? Alles. Ich weiß ja, dass Jürgen unterwegs ist. Der schießt mich immer ab, weißt du? Was? Alles, was Strom zieht und Leistungen klaut, leuchtet und blinkt. Ich würde dich niemals abschießen, oder? Nein. Diesen Umbau vom Krone-Ladewagen könnt ihr die Tage mal bei mir auf dem Discord die geänderten Dateien nehmen. Den Wagen müsst ihr selber laden und dann müsst ihr nur die Dateien austauschen. Dann habt ihr den auch so, wie ich den habe. Ich möchte immer, dass ihr die Original die Links von den Jungs nimmt und dann kann das nur umgebaut werden. Also müsst ihr nur die Dateien austauschen. Aber da muss man ein bisschen, da brauche ich vielleicht nochmal Alex für, weil das eine Gitter, das funktioniert nicht so ganz so richtig. Das ist ja nur zusammengefuscht vom Meer. Mehr ist das ja nicht. Und ich will die Animation auch öffnen, anders machen. Kisa, grüß Sie. So, oh, schön.
bekommen für die ganzen Renault-Fahrer. Manchmal habe ich hier so. Also bleibst du oben, kann ich den hier vorne hinsetzen, dass du den raufschiebst? Willst du gleich hinter mich fahren? Ja, eben hier in die Ecke rein, ne? Oder? Oh, da hat sich ein Zaun versteckt. Ja. Ja. Kommst du hinterher? Ja, ja, alles gut. Dann so 5 km/h. Okay. Hast du jetzt zum Keil hochgeschoben hinten, oder wie war das? Nur auf der einen. Dabei, also. Ja. Ihr könnt trotzdem immer noch durch dieses Fahrsicht. Das ist mein Gespann. Ah, ja, dann nachher runter. Alles gut. Ich wollte nur mal gucken, wie ich da ganz gut durchkomme. Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Ich hoffe dir Achtung, auch. Achtung, Werner. Ja. Und stopp. Smiswi, vielen Dank für dein Follow. Schönes komm zurückgefahren. Komm. Ja? Ja, geht. Ja, da kommt alles gut. Schade. Gut. Ja. Stopp, gut, okay. Ja. Und wieder plus. Dann fahren wir hier gleich rum, würde ich sagen. Ja, ja, bin hinter dir. Moin! Er hat dann Spaß. Steht da rein mit einem großen Buffy. Oh no! Da geht einiges. Ja, da haben wir den Tilo. Chat, von dem Tilo, von dem kommt der schöne Cavego. Hinten. Den, die wir gerade nutzen und ordentlich überladen. Und vom Herrn Kramer kommt die ganze Physikanpassung. Bei den Geräten, die auch funktionieren. Also. Eine Farm. Habt irgendwie Vibes wie von damals. Wie ist dein Motto? Abgas zwar mal rum, dann gibt Kanonen. Boah, ist Hexen. Ich glaube, ich habe auch noch nie so einen, eine bunte Fahrkette gesehen. Nee. Abfahrkette. Noch nie. Also, ja, die Marken. Stop. Normalerweise Fendt, vielleicht mal ein Case. Nee, sowas gibt es bei uns nicht. Ne? Ist mit gelben Felgen hier. Ja, sonst. Ah, da kommen wir. Gut. Oh, Entschuldigung. Wenn die Filtern schon aus dem Schlepper, aus dem Anhänger raus ist, aber er trotzdem noch weiterhin lebt, weil er überladen war. Hm. Voll verarscht, ja. Ja, Mann, warst du dort? Hast du mich etwa gesehen? Perfekt. Das guckt, ich wollte gerade sagen, der bremst doch hier so massiv. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel abgibt hier, das Zeug. Muss ganz ehrlich sagen. Auch Houston hat hier den Jaguar hier bearbeitet, dass er hier mit dem Skript, Alex, hier von. Von wem war das? Das ist nicht das Skript, das ist im Mod-Hub so. Stech dir durch? Den ich mal ausprobieren wollte. Ich hab keine Ahnung, was der Mann da vorne vorhat. Ja, ich stech durch. Oh, scheiße, da bin ich ein Stück zu weit gefahren. Oh, ich dachte. Ah, alles cool, okay, krass. Ja, hat geschmeckt. Ja, ist gut. Wie viel kann da drauf auf den Anhänger? Oh, den können wir gut überladen. Aber ich würde sagen, du fährst los, ne? Ja, gut. Großen. Nee, alles gut, Felix, ich komme zu dir. Okay. Dann fahren wir hier nämlich da, wo du stehst. Das hast du super gemacht. Dann fahren wir da nämlich weiter. Wie jetzt rechts rein oder? Nee, geradeaus. Mit. Machen wir zweite Spur. Felix, ich komme jetzt zu dir oder? Kommt noch mehr bis von 19 oder kommt keiner mehr? Nee, dann fahr zu Kramer. Macht erstmal die 19 fertig. Ja. Jawohl. Ich wollte hier nur einmal anhexeln, damit nachher hier schön. Schnell abgefahren werden kann zwischendurch. Oh, Yogi? Herr Werner? Ich hab grad einen Mittelfinger gesehen. Ehrlich? Ja, ich glaub schon. Ich hab da so ein Vögelchen, das hat mir was gezwitschert. Deswegen bin ich da vorsichtig bei dir. Oh, shit, ich bin abgesammelt. Ich hab überall meine Spitze. Gut, warte, ich komm. Alex, ich fahr gleich rechts ran, dann kannst du rüber. Jo, alles klar, danke dir. Ja, schalt mal Allrad ein, ne? Wagen hast du denn schon abgefahren? Lenz? 3. Oh Mann, ey Lenz, das ist so geil.
Weißt du, du hast einen dicken 190er auf dem Hof stehen, ne? Ein MB-Trag. Und mit was kommst du? Mit dem kleinsten IHC, den wir auf dem Markt haben hier, oder was? Ich beleg's nicht mehr. Die Abwechslung ist so genial. Ja. 35. Auf der Ostseeküste jetzt mal zu fahren und dann nur die glütten Dinger. Das ist schon geil. Das bockt Hammer, richtig hart. Hammer. No, Alter, warum die halt ist aber auch einfach 10 Kilometer vorher. Danke dir. Felix, ich setz gleich zurück und dann kannst du hier reinfahren, ne? Ja, ja, doch, doch, ja. Du bist ja gleich überrollt hier. Ein bisschen eng hier mit den Bäumen. Ja. Alles gut. So, ich bin da. Kannst losfahren. Also manchmal ist das komisch, dass er hier anfängt. Ja, Yogi war zu nah dran. Was? Ich bin 10 Meter weg. Na, wieder die Ausfahrt. Na gut, dann war es diesmal eben nicht Yogi. Dankeschön. Schon dafür, dass Yogi war. Wir haben nachher auch noch so ein ganz kleines Feld. Auch das sieht echt schick aus. Wie damals bei uns, ja. Es fehlt nur noch so ein blauer Ford. Den habe ich hier schon ein paar Mal gesehen, so ein blauer Ford. Ja, der fährt gerade nee, vorbei. Ist Silber. Nee, das ist ein Silber. Ne? Ah ja, stimmt. Das ist ja der 7810. Das ist der große. Ja. Der einzig wahre 7810. Was ist das? Erst wieder los. Hier, Felix fährt den Renault. Warte mal, Felix, bleib mal stehen. Bitte. Weil ich würde hier den Kai hier mal ein bisschen wegnehmen. Mhm. Das müsste er ja eigentlich treffen. Oder wen hat er? Nee, er hat. Yogi hat sich hier dazwischen gelegt. Nein, cool. War ja wohl klar. Aber ist okay. Nee, ich finde das nicht okay. Nee. Oh Mann. Das Problem ist, man sieht ja in so einem Hexer auch nicht, wo was irgendwie hingeht oder so, ne? Nee. Wie schnell kannst du? Können wir noch nicht schneller? 30. 84% habe ich, Yogi. Alex, du bist gar nicht mehr so. Ja, wir fahren das hier durch und dann. Nee, Yogi, kommst du ran? Nee, jetzt komme ich nicht mehr. Doch. Ich kann dich überladen. Ja, aber ich muss mich auch noch bewegen. Ja, und? Also, fährst du Renault? Ja, der hat schon, ne? 6-Zylinder halt, ne? Und kommt Yogi mit seiner Schublade. So, Yogi, was machen wir beiden Hübschen? Komm mal auf Kuschelkurs. So, Freunde, was gibt's? Jetzt habe ich wieder ein bisschen. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Auge für Chat. Oh. Ein Video geschickt vom LS15. Moinsen, Branke. Da war schon irgendwie ein kleiner Fanboy von den LS Redriver. Nein, da war Werner schon, das war noch LS Redriver Zeit. Ja, ja. Ja. Ich glaube, das erste Mal gesprochen mit Werner. War das Klaas oder war es Mannheim? Mannheim auf jeden Fall, das weiß ich. Also, Mannheim ja, aber. Bei Horsch? Warst du auch bei Horsch dann? Ja, logisch. Ja. Cool. Jemand dran, ich bin bei 80. Was hast du gesagt, die Standard? Steuerung E? Steuerung E und dann Raute und Plus für die ja. Differenziale. Wer kommt denn da jetzt? Boder Bier Bernd. Was? Boder Bier Bernd. Das war klar. Ach, du grüne Neune. Mein Straßenbauer. Zack, disconnected. Oh, jetzt sind wir weg. Was ist denn da los? Nee. Seid ihr jetzt schon alle bei mir oder was?
Nee. Ich sehe hier so viele um mich rum switchen. Ich bin gleich voll, 95. Ja, dann kommt Houston. Wo bin ich hier? Ach hier. Oh, komme ich hier runter? Dein Magen wandert aber. So, nur einmal da reinspucken. Hallo, nee. Hallo? Hallo? Oh, hallo? Tschüss. Ja, komm. So. Klein Gang rein, der Frau reißt. So, ich hab's jetzt auch geschafft hier. So, wir machen mal ein bisschen. Jetzt habe ich einen richtigen Schlepper neben mir hier, ne? Jetzt können wir auch mal ein bisschen. So um die 9 km/h. Kriegen wir hin. Du hast aber den falschen Anhänger hinter. Ja. Ich habe hier, würdest du hier auch. Chat, seid ihr noch da? Haben wir Zuschauer? Es ist so ruhig. Ich weiß, ich gehe halt nicht so viel auf den Chat gerade ein. Das ist ein bisschen blöd. Das ist so eine Konzentrationssache auch. Ist noch ein Fiat am Feld 19, der frei ist. Aber auf den Fahrten zwischen BGA und, also zwischen Hof und Feld, kann ich immer so ein bisschen noch. Hallo Zetti. Wobei ich eigentlich die Textur hier auch gar nicht so schlecht finde vom Boden her, muss ich euch sagen. So schön finde ich das gar nicht. Nö, ich finde, das sieht schick aus. Ah, wegen Fettfingern, ja, das verstehe ich. Wir sind auch konzentriert und fokussiert, alles klar. Wie schnell fährst du jetzt gerade beim Hexen? Ich? Okay. Ah, hier hat auch 6 Meter, ne? Ich habe ja nur das kleine Schneidwerk. Du kannst schon mal neben mich kommen, ich bin nämlich jetzt gleich voll. Glaube ich einfach stehen. So, Houston? Ja. Komm mal mit, wir häckseln an hier. Wenn du jetzt gerade da bist. Ja? Oh, kriegen wir hin. Grünkohl, einfach so, Grünkohl. Mit der Herr, bitte. Auf die 19 müssen aber auch noch ein paar fahren, außer mir. Ja, ja, ich mach die 19 jetzt erstmal fertig. Dann fahre ich auf die 19. Ja. Wenn einer hier mal herfahren, so, Houston hier, wir fahren jetzt hier am Knicklenz, ne? Das heißt wahrscheinlich ja. Ja. Es keine Widerworte gibt. Stopp. Oh. Unfall. Kleine Zwischenfrage, gibt es keine Alternative zu den Fiat? Eieieiei. Ui, okay. Er hat's nicht verpackt. Ja. Ja, du kannst ja, Schaubi, ja. Kannst du auch einen da bauen. Aber nimm kein. Moiner gerade, David. Was war das? Ares. 4 Zylinder, kein Ares. So, jetzt hoffen wir, dass wir das auch hinbekommen hier, ne? Was gab's jetzt für Regularien? Kein 500er 4 Zylinder und kein Ares. Weil die schaffen die Anhänger einfach nicht. Ich nehme den IAC. Oh, Lenz, das ist einfach. Aber einen großen, nicht den, den Lenz hat, bitte. Wen hat denn Lenz? Also mit Allrad. 7,45. Ich glaube, ich nehme 12er. Ich wollte gerade sagen, im 8,45. Nimm 10,56. Ich glaube, Fiat war hässlich. Unschön. Hässlich würde ich jetzt. Klammer, das ist immer Geschmackssache, das so, weißt Ernst, du doch. Wollen wir das nochmal so machen, wie wir das gerade schon mal hatten? Jetzt hier. Ja, bitte, gerne, doch. Stopp. Sind auch knapp über 100. Willst du vorher rausfahren, oder? Moin. Ich glaube, ich im Weg da hinten, ne? Moin. Wir machen nochmal. Gut. Okay, wir müssen jetzt, kann ich noch ein Stück zurück? Ein Stück wird wohl noch. Hau mal die Tube, wenn vorbei. Boah. Ne, gut, bleib stehen, dass dein Ding da verkrampft sich. Ja, der Mann hat gerade auch wieder. Bei mir passt hier schon was rein. Ja, dann. Was nur gerade mein Headtracking ist gerade voll am. Und ein Stück zurück. Gerade vollkommen fertig. Perfekt. Mega.
Träger war, moin. Kannst du da drehen? Ja. Ja, noch 5%. Minimal Mais komme ich, aber der Ford ist ja wendig. Voll. Ja, warte mal. Na, das wird nichts. Ich zieh mal ein bisschen weiter, ne? Felix, wärst du schon raus? Nee, komm rum durch. Voll hat Vorwahl, ne? Achso, warte mal, ich fahr mal hier rein. Ja, dann hau ab. Ja. Oh, Leute, ich bin klitschenass. Alter, ist das anstrengend. Weil man genau weiß, dass ein paar Leute zugucken. Für mich ist Lance, ungewohnt, volle Leute vorbeigezogen. Für mich ist es noch ungewohnt, weil ich mir das erste Mal habe. So was. Alter, was ist denn hier schon für ein Haufen auf dem Silo hin drauf, wenn ich da? Wieso war doch gefordert, oder wie sehe ich das jetzt gerade? Alles richtig gemacht, der Sinn. Oh. Alter, oh nein. Mio. Chris, ich will das hin, oder was? Machen, aber ich glaube 1600 insgesamt. Was? Hat es gerade vorhin bei mir geheißen. Moment. 1600 Zuschauer insgesamt jetzt bei uns. Nein, das geht nicht. Das sind Leute bei allen. Ja, aber das sind auch viele die gleichen. Ja, natürlich. Das kriegt mich jetzt wirklich ein bisschen nervös. Ich weiß, ihr Profis seid da easy peasy, aber. Ich lass mir das gar nicht anzeigen. Nee, mach es auch ich manchmal auch besser doch. Der weizt hier sogar mein Boden mit, hier mit seiner Weize da. Haben wir Admin-Passwort, weil ich nichts kaufen kann? Ich fahre mir. Kommt hier auf den Berg rauf? Oder so. Zufällig? Kommt hier rauf? Sekunde, Lenz, Sekunde, ich hab's gleich. Gehen soll ich auf den Berg rauf? Was? Nee, wir fährt ihn. Na gut, jetzt ist es eh zu spät. Ist egal. Nee. Hey, Jogi, du musst auch mal ein bisschen auf deinen Silo-Maisfahrer, Festfahrer hören, ne? Aber der war zu leise, sorry, der muss mich anschreien. Alter, wenn der dich anschreit, den hab ich in echt gesehen, Alter. Wenn der dich anschreit, dann fliegt der Silo hier weg. In echt gesehen, jo. Also Leute. Ich hab die immer so wie die Jungs auf dem Wertstoffhof. Nee, pass auf, weißt du, wir haben einen Traktor-Kollegen. Und die Frauen. Hier so richtig 50.000 PS da, so, weißt du, mit Turbine. Die sind am Ballern so drei V12-Motoren, ne? Du hörst nichts mehr, dann kommt er um die Ecke und sagt Moin und dann hörst du alles. So eine Maschine ist das, Alter. Die möchtest du. Nee. Das lassen wir so. So, Yugi. Rechts ist Gas. Ich weiß nicht, was du machst. Ach so, nee, stimmt. Lenz kommt, alles gut. Außerdem hat man zu mir gesagt, man fährt nur 10 km/h hoch. Ja, ist auch richtig. Ja. No? Das ist so meine geil, diese kleine Schlure. Aber Lance kann das Ding auch fahren, ne? Kann er. Kann er, man kannst du nichts sagen. Nee, kannst ja auch nicht viel falsch machen, solange wir jetzt nicht. Das wollte ich jetzt nicht sagen, ne? Also Alex, du bist leise, du hast den Arm und Fahrrad nicht zum Fahren. Das lag aber nicht an mir. Chris hat wahrscheinlich war morgen, ne? Ja, ja. Wo ist mein Häcksler? Boah, mach voll. Haben wir Vorgaben der Anhänger? Nicht zu groß. Die sind alle hier am Hof. Die stehen schon hier beim Lohnerhof da. So. Da stehen noch welche. Im Lohnerhof. Ich verabschiede mich aber auch erstmal für heute, wie gesagt, ich bin dann danke, dass ich teilnehmen durfte. Ne? Macht's alle gut, schön an. So ein scharfes Teil, Alter. Wir sind aber hat also Kurvenspurt. Maxi, danke schön für der Prime. Lukas, moin. Den Häcksler denn nicht? Achso, jetzt kann ich den Häcksler einstellen. So, oh, Alter, sieht der Hof krank aus, wenn man die ganzen Maschinen sich einblenden lässt. Aber ihr habt noch keinen Unfall gebaut, finde ich gut. Bei der Geschwindigkeit kaum möglich. Also ich glaube, so langsam kriegst du ein bisschen Stress auch, ne? Hier, wie gesagt, hier brauchst du nicht schieben, das machen wir nachher zum Schluss. Ja, also weißt du. Ernsthaft, macht das traumhaft. Ja. Ich stehe mal durch. Den Mann kannst du haben. Ja. Der ist auch schwer eingekauft, der Junge. Werde nicht viel Zeit. Da Toni, moin. Angepinst wie eine gesenkte Sau. Komm. Aber der Träger sieht auch ein bisschen groß aus wie ein Anhänger, oder? Ja, ein bisschen. Aber ich finde ihn trotzdem schick. Das ist so ein richtiger, schöner. Da kannst du auch hier ganz coole Hackschnitzel mitmachen und sowas. Bang, ballern.
Ja, ich hätte ja wirklich, ich hätte ja auf meinem Singleplayer-Spielstand fahre ich ja auch mit dem Ares. Ich weiß nicht, ich feiere den total. Ich mochte den schon in den früheren Teilen. Ich finde das echt ein ganz schickes Ding. Schick ist er wohl, das stimmt. Ich finde meinem Anhänger so cool, dass du den aufmachen kannst hinten erst bei dem Ding und dann erst abkippen. Piano nix, man bringt es am Morgen. Dankeschön. Aber dann hier musst du auch Dreiachse. Ja, dann kommst du hier aber nicht um die Ecke rum, das kannst du vergessen. Ja, das stimmt. Da habe ich immer schon Probleme hier mit dem Gürtelfass. Ja, mit dem Gürteltransporter. Das glaube ich. Ah, ist schon geil hier der Hof, ey. Ja, sehr schön, wirklich. Aber. Gerade mit so vielen Leuten, das macht Bock, ne? Ja. Wenn auch mal so, wie die Situation gerade eben, ne? Wenn du doch mal zurückschieben musst, weil du das wieder nicht abwarten konntest, ne? Dann schon geil. Oh ne, ich höre irgendwas. Scheiße. Ja, alles gut. Das passt? Ja. Haben wir über den Träger mit. Karma, du bist noch auf der 19, soll ich da nochmal hin? Ja, ne? Jo. Ja. Ist einer zu mir gefahren? Ja. Kommt fährt die rote Rakete. Ich komm. Felix kommt. Die Renault? Oh, ihr Leute. Die Renault Schwadron. Die haben Taktung. Wo stehst du denn mit deinem Apparello? Ja, ich habe hier zwischengeschnitten, habe ich hier. Da müsst ihr ja mal rangefahren kommen. Wir haben hier dieses Mittelstück dann noch. Ich kann euch hupen, oder? Ja, mach mal Rohr hoch, runter. Ach, da hinten. Wink mal. Und das Rohr hatte ich schon. Ich glaube, das Rohr wollte ich schon haben. Oh Leute, so ein Fahrhebel, ne? Das macht richtig Laune im LS. Also wenn ihr und wenn ihr, also das macht richtig mit diesem CVT-Addon, dann macht das nochmal mehr Spaß, weil mit dem Fall. Also. Schockt. Oha. Arschteuer, aber. Also blöd teuer. Ja, wo nee, Felix, hä? Sofek, ne, wo hä? Was ist das denn? Nee. Einmal bitte wieder zurück. Labyrinth oder was? Ja, irgendwie hat er jetzt was ganz Komisches gebaut. Nee. Guck dir mal das an da. Ich sehe ja gar nichts. Du fährst da wieder zurück, Felix, bis zum Ende des Dings, dann fährst du links und fährst in die nächste links wieder rein. Ja, ich hab's verstanden. Nee, ich hab's verstanden. Und du kannst da stehen bleiben, hier, Herr Jogi. So. Bleib ich stehen. Auf der 19 wird noch Abfahrer gebraucht, oder wie ist der Stand? Ja. Sind immer noch nicht fertig? Ja, da kommen jetzt drei Stück in meine Richtung. Ich weiß nicht, ob das alles reinpasst. Ja, der Neutz vorne hat keinen Anhänger. Manöver. Boah. Warte mal, Chris, wo, was ist das hier, ey? Komm ich hier durch? Scheiße. Ja, nee, wo bist du? Wo bin ich denn? Oh nee, ne? Yogi, fahr mal vor, ich fahr noch eine Runde. Aha. Geil. Was ist denn das für ein Acker hier? Das ist mir jetzt aber unangenehm ein bisschen. Vor dem Busch-Dings rein, bitte, Yogi. Ja, ich sehe Felix Spuren, passt. Fahr mir einfach nach. Hat, oder? Und jetzt links, noch weiter links. Chris weiter, hat links, hier ein richtig schickes Labyrinth gebaut, muss ich sagen. Das ist echt gut. Schönes Meisterlabyrinth. Ja, das ist schick hier. Oh, ist das alles. Ne? Ja, guck mal, Jogi, komm. Oh Leute. Schnappsi aktuell auf jeden Fall 22er. So wie er jetzt ist, 22er. Ich bin komplett nass. Das glaubt ihr gar nicht. Kannst du mal loslegen hier, oder was? Jo. Gas. 5 Gramm. Ja, hab ich einen großen See. Also Felix ist doch noch unterwegs. Ich fahr immer noch, ja. Maras kommt aber auf der Straße auch nicht über 5. Rechts rauf kommst. Nee. An der Mauer knarsch lang. Und dann hier wieder runter. Achso, ihr fahrt da oben weiter. Ne? Aber das ist so schön, weißt du, ich mit meinem kleinen Hof will Mais fahren und dann kommen die ganzen, seid ihr alle da, das finde ich immer schön. Das ist schön. Mein. Ja. Ja, danke für die Einladung. Ja, du. Ja. Weißt du, danke für das umsonst helfen, also, ne? Wenn du irgendwo der Schlauch auf der Straße, ja, dann weißt du noch Scheiß, lädst du in der Nähe. Ich schalte selber, ja.
Guck mal, jetzt kann. Jetzt, guck mal, Felix hat das jetzt gefunden. Ich hab's jetzt, ja. Und das war. Ich wollte ja nur anhäckseln wegen dem Schlag hier, ne? Also. Und vielleicht ist er runter, oder wie? Naja. So, jetzt kannst du. Ich komm mal an deine rechte Seite hier. Jawohl, komm her mal schon so rein hier. An deine Schokoladenseite. So schön. Felix Arsch. Also, wir gehen auf die andere Seite. Also von dir aus die rechte Seite. Jo. Willst du dann gleich wegfahren? Nee. Ich hab's noch. Okay. Guck mal, hier steht so ein armer, einsamer Orangener hier auf dem Adder. Ja, was hat er nicht verbrochen? Wow. Also das Bremsverhalten von dem Ding ist voller die Weite, du. Aber das Biatz muss nur Häcksler fahren. Ja, er fährt Häcksler. Das jetzt ist kein Landkampf, wenig. Was hat Schaubi sich jetzt eigentlich geholt? Ein Schlepper. Was für ein Schlepper? Vier Räder und ein Lenkrad. Ein Allradschlepper. Nicht diese Möhre von Fiat. Oh, Schaubi. Oh, warte mal. Oh, guck mal, jetzt bin ich jetzt wirklich unkonzentriert. Das ist Felix neben mir. Na, no, Roger. Das ist nicht schon zu viel für den Silo? Nee, da geht noch was. Da geht noch einiges. Gunnery Sergeant Miller. Nee, brauchen wir nicht mehr, glaube ich. Aber nun seid nicht so fies. Pilz. Alex, fahr mal vor, bitte. Wer scheidet denn eigentlich richtig? Ja. Werner, hast du eigentlich sowas oder? Nee. Nee, ne? Wie, ich muss jetzt mal fragen, was hast du denn jetzt, wo machen wir weiter? Also wir machen jetzt hier, in Kabel da, hier, Dings, das... Ja. Was ist das denn für ein Labyrinth? Soll ich zu Chris oder eher auf die 19? Oh, wenn du ein bisschen Spaß haben willst, ein bisschen Such-Action, ne, ein bisschen, ne, da bekommst du... Such-Action, Weiß-Labyrinth hier. Ja? Ich finde, das ist jetzt hier gar nicht. Nee, ich hab den Ford hier, also ich brauch keinen. Also okay. Wenn erstmal die 19 fertig. Jo. Ja, guck mal, dann sind wir jetzt auch. Wie spät ist denn das? Das ist 21 Uhr, 23 Uhr, sind wir durch. Wir haben uns noch drei Abfahrer auf der 19, das müsste eigentlich fast auf. Ich bin noch unterwegs als Reserve. So, Felix, wir fahren rechts rum und setzen dann wieder an. Ja. Zehn fahre ich jetzt gerade. Naja, ich passe mich an, alles gut. Okay. Wir haben selber eingebaut, also ich habe selber eingebaut und ja. Das Problem ist, dass halt man mit Chat alleine Maishexen funktioniert halt nicht so richtig cool. Das schockt halt, wenn man so eine Truppe hat und wenn man halt in den 90ern lebt, dann hat man halt so ein Gespann auch hier, ne? Ja, wir fahren hinten wieder links. Okay, fort kannst dann. Ich breche dann gleich nach außen weg. Ich habe den Namen ausgeblendet, sorry, keine Ahnung. Justin. Ich muss das gleich mal wieder einblenden. Justin. Justin. Ah, ja. Justin. Oh, danke. Okay, die Plane sieht jetzt nicht so cool aus bei den Anhängern, aber trotzdem sind das meine. Das ist ja meine Lieblingsanhänger, diese grünen. Und hat denn überhaupt jemand einen alten von denen genommen? Oh, Justin, kommst du rein?
Herrlich. Herrlich. Müssen wir nehmen die linke Spur gleich, ne? Ja. Also links rüber auf nee, der anderen noch, Seite. Noch, weiter. 10 km/h Fahrgrößen. Ich denke mal, die 19 wird auch gleich durch sein, ne? Lass mich vor. Ja, ich wollte im Standbus. Habe ich schon gesehen, ja, dass die Maisreihen so wachsen, ja. Aber auf vierfach Karten wohl noch nicht möglich. So, Freunde, ich bin wieder empfangsbereit. Also hier, die ich hier gerade nutze, die Saphir. Die war auf Discord zum Daumen. Auf, das ist ganz ein bisschen untergegangen auf dem Discord. Ja, auf, ich glaube, von Bounce. Vertex, glaube ich. Ja, oder da auch. Oh, oh Mann, ich drücke immer den Verkehrten. Entschuldigung. Finger weg davon. Da wollen wir hin. Sind Sie zufrieden damit, Herrn Ernzel? Ja, läuft, funktioniert super, tatsächlich. Rechts rum, wir fahren hier die zweite Spur. Ja. Was, das ist so, man sieht auch nichts, ne? Also Jogi, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber zur Feldausfahrt muss ich dann schon doch ein bisschen beißen. Jo, oh, zweiter Gang, ja. Weit unten die Gruppe. Genau. So, Herr Silomeister, wie darf ich? Oh, der Jogi ist da, das wird ein Spaß. Auf der hier, auf meine linke Seite. Lass mal sehen. Aber du hast genau das richtige Gerät. Fahr mal richtig knapp hier rauf. Genau, und dann hier oben rauf. So, und hier wieder runter, dann haben deine Zuschauer auch was zu sehen. Da wird einer warm langsam. Ich fahre einen alten Renault. Frag mich nicht. Ultra geile Karre, ich habe keine Ahnung wo, wie, was von den Mods hier, aber das Ding ist einfach der Kracher. Fällt er mit den Beinen vorbei, ne? Ich morgen landet er so Mist, genau. Auch noch morgen. Sei nicht so streng mit mir, Ansel. Nein, definitiv nicht. Es gibt nichts, was man nicht gerade biegen könnte. Ja, dann kannst du gleich abjusten, ne? Wir machen noch voll bis vorne hin. Ja. Und dann ab die Knarre. Was dann auch? Die Kette Knarre. Los. Klar, am Ende der Bahn hier dann weg. Nein, die auch nicht. Dann kann man ja auch machen. Soll ich anschieben von hinten? Oder? Ja, hallo. Das ist ein Ford. Moin. Ernst, will? Oh, so, ja. Ich auch nur 3,5. Machst du auch oben rauf? Der hat nicht so ein Freilicht, um die heiße nur vom Boden zu reißen. Das liegt in meinem Fahrer mit Gängen und Scheiden. Hast du dir nicht Mirko angeguckt? Mirko ist der. Mirko sagt, das muss so und so. Mit dem richtigen Gang, dann kannst du auch jedes, alles gewinnen, kannst du. So, habe ich auch erstmal. Boah, normal würde ich jetzt eine rauchen. Dabei. Ja, ich auch, aber nicht, deswegen kraut auch keiner. Hast du das durchgezogen? Ja, geht noch. Hast du das durchgezogen? Ich bin rauchvoll. Oh, krass, krass, ja. Schön. Ja, sauber. Ja, dafür bin ich aber auch 20 Kilo schwerer. Ja, geworden, ne, frag mich mal, ne? Ja. Also, wenn auf der Arbeit die Hose schon platzt, ist ein bisschen peinlich, ne? Oh, Bildchampion, was machst du denn hier für Kunststückchen? Ja, voll zentral. Das wird ganz schön viel. Wir auf der 19. Oh, schön. Wo soll es hingehen? Was tun wir noch? Das nächste Feld wäre nämlich die 46 und dann die 49. Die 46 da oben hin. Ganz oben. Ganz oben, ja. Da sind wir wieder feine Dinge aufgesucht. Die 42 ist auch geil, weil die Zufahrt zu diesem Feld ziemlich eng ist. Man kann natürlich auch mit dem 6er kannst du auch erstmal die 42 machen. Das ist mehr nur ein Schnuppen im Gaul. Ne? Oh nein. Oh verdammt.
Na, gesehen, ne? Oh, live im Stream bei mir. Was ist hier los? Soll ich mal kurz da hinten anschieben? Oh, das muss ich sehen. Lenz ist stecken geblieben. Das. Nee. Nein, nein. Scheiße. Janne, komm durch, ich mach Platz. Komm hier mit Superkraftmod. Ja, ich kann hier nicht schon, ich schub's von hinten. Haben wir nicht, glaube ich. Schau, wie hast du ein Gewicht eigentlich vorne drinne? Hello? Tja, bist du Last oder Vorderachse? Wenn ich jetzt weiterfahre, glaube ich, hänge ich auch drauf. Warte mal. Hä, was ist denn hier los? Oh oh. Soll ich die von der? Ich warte, ich geb dir nochmal einen Schuss von der. Okay. Yo. Läuft. Danke. Also ich hätte jetzt auch schon. Ich habe vor der Superman angerufen, weißt du, wie ich meine? Hä? Geht's wieder nicht mehr? Das ist von mir. Ich häng dir an. Jo, danke schön. Na, Logo. Das kannst du nochmal schnell anschalten. Wieso? Ja. Guck lieber nicht. Oh, nö, ne? So schnitt hier nicht, wer da? Der Nick fragt, ob der Ernstl einen Bauernhof in Baden-Württemberg hat. Nein. Nein. Schade. Ja. Ich komme aus Schleswig-Holstein. Jogi, du bist wieder da. Ja. Also, wer wollte das Superstärke an, ne? Ja. So ist, ist. Warte. Gleich wieder ausmachen. Kleinen Moment, kleinen Moment. Was war nun mit der 19? Und fertig. Gut. Komm, Yogi. Let's go. Gib Stulle. Gut, passt. Kannst du da ausschalten. Danke dir. Marine, geht's ein Stuck? Was? Ja. Nie so lang schnacken, Kopf in Nacken, aber Stulle hier. Achtung, ich komm. Mach die 8 auf den Terror rauf. Yeah. Dreh die 2400 Umdrehungen an. Jetzt muss ich mal Date schwätzen. Ernstl, willst du erstmal hier irgendwie oder soll ich schon. Kannst du auch ein bisschen weiter da vorne kommen, wo sie den Heizung da hinten drehen, weißt du? Ich mal da rauf auf den Berg, Felix, bitte, und dann im Halbkreis. Ey, jo. Ey, jo. Kommst du ein bisschen weiter da vorne, ey. Ich komme schon. So, fahren wir rum, ne? Oh, du weißt, wie dem geht, ne? Ja, ich verstehe dich blind, als wären wir schon 20 Jahre verheiratet. Ja, Logo. Ich höre Lenz im Hintergrund. Ja, ich. Du hast deine Klappe aber auf. Lenz ist ziemlich ruhig heute Abend. Ja, ich bin so laut hier. Ja, das stimmt. Ich komme nicht voran. Machst Björn Konkurrenz oder was? Zuhören und genießen. Mit einem 39er. Ja, das ist so ein Lindemann. Nur, eigentlich müsste man das mal Lindemann. Wer kennt Lindemann von Instagram? Ja, super. Ja, ja, klar. Bitte einmal Ben, Grüße. Simplay, servus. Hier mit den Stumpen rausziehen, 39, das war jetzt auch irgendwie unerwartet unspektakulär. Mit 39 einen Stumpen rausziehen da. So dann. Ja, ich glaube, da kommen wir nicht drüber. Okay. Oh, meine Güte, fahr doch, du scheiß Postauto. Das sind Träger, das ist nicht für. Jogi, wir werden ein Imperium aufbauen auf der Map, wo wir hinwollen. Ja, das Problem ist bloß, wir waren uns nicht verstanden. Wir brauchen da. Oh, dann schnack ich schon. Dann machen wir einen Augenkontakt und Körperkontakt machen wir da zusammen. Weißt du, wie ich mein? Nee. Es wird so ein ganz stummer Stream. Das ist, als wenn du trotzdem. Als wenn du einen AI-Elf hast. Wo ist der Kamm? Ich bin dann gleich voll. Stopp. Nee, weiter. Ey, ich zieh das Ding schon fast so damit raus hier. Ja, das machst du schon. Stopp! Ernst, doch mal Schritt zurück. Huch! Den wandern wir schon vor. Du musst auch mal ein bisschen. Du kannst doch nicht immer so, als wenn. Niemals sagt der Fahrer, stopp, ich bin voll. Das macht immer der Hexelfahrer. Weißt du? Schwer unterordnen. Das ist so wie beim Kellner. Niemals was der Gast sagt, ich bin voll, sondern der Kellner sagt, stopp. Und ich war früher ein Kellner. Nee. Das ist ein Renault, aber frag mich bitte nicht, was für einer. Ich hab keine Ahnung. Zu mir. Jawohl. Frage ist, was machen wir? Du bist noch auf A46, ne? Hm. So, wer kann mich jetzt hier hochschieben, bitte? Wieso, das läuft doch. Ich seh das doch. Bisschen langsam, aber
Ist halt so, wie es. Du musst einfach nochmal Gas geben. Na. Schwung, Druck. Ich kenne den nur von Rammstein, nee, Maxer. Also Henrik Lindemann heißt er, ne? Mann. Der fährt 39 und der schnackt richtig komischen Korn. Ja, auch der regt sich so über John Deere-Fahrer und Fan-Fahrer ein bisschen auf. Also das ist schon echt Werner, lustig. Warte. Bleib stehen. Leute, danke für die ganzen Follows und alle, die da sind und die Abos auch da lassen. Ich habe das heute am Anfang nicht mitgekriegt. Jetzt ist ein bisschen ruhiger. Ja. Dann liest du, bist du runter, ich komme mit deinem. Ja, aber nur gerade so hier. Achso, dann kommt Alex ja irgendwo da angeschleppt, oder? Schon auf mich. Dann komm ich schon mal hochgefahren. Ne? Wir fahren von der Straße an der Straße hin längs. Hallo. Und er hat Kraft, Freunde, der hat wirklich Kraft. Vasili schreibt gerade 120-54, 600 mit 110 PS und er drückt. Der ist echt gut. Passiert. Ach so. Was meinst du, muss er ankippen? Ja, so hinter mir her oder was? Jetzt hier oben rum oder wo willst du denn hinkriegen? Ja, ich will oben längs. Ich fahr wieder rückwärts. Also ich fahr die Bahn wieder hoch. Also ich drehe hier? Ja. So, also hier genau. Fahren genau da links. Jawohl, wie schnell? 5 wieder oder? Nee, wir machen schon 7-8. Wir wollen ja auch ein bisschen Leistung hier bringen, ne? Jawohl. Wir mach's gut, schönen Abend auch. Ciao, ciao. Also ich habe jetzt 8,6 auf der Uhr. Ja, dann ich fahre mit 8. Passt. Kissy hat für 3 Monate auf Stufe 1 abonniert. Wow. Leute. Danke. So viele Follower. So, wir fahren links weiter. Ich würde sagen, wir stechen hier einmal durch, oder? Was sagst du? Können wir. Dann würde ich sagen, wir machen das einfach mal hier. Hm. Ich würde eine der Bahn abhauen. Jo. Kommst du bis durch, Katsur? Davon gehe ich schwerst aus, ja. Bei 30% kann man das 130 überladen. Soll mich nicht wundern, ich lese einfach nur die Namen über dem Dach. Ich habe zu viel Brainlag, um jetzt den korrekten Namen dazu zu nennen. Das ist alles so viel. Wieso, das ist doch total entspannt, oder nicht? Ja. Ist es. Gut, Alex, dann setzen wir links nochmal wieder an. Jawohl. Ich lasse dich mal vor. Ja. Muss ich schneller, Lenz, oder geht das? Lieber so passt es. Sehr gut. Ups, Entschuldigung. Das ist ja nur ein gemiedeter Anhänger, ne? Leute, ja, hier ist, lesen hier steht Ertrag, im Titel. Steht im Titel. Hä, warte mal. Der kann das noch nicht so mit dem Drehen, hat das noch nicht so drauf. Ja, der ist viel weniger Ertrag, da hat er geschlappert. Was? Nix. Viel weniger Ertrag, oder? Ja, viel weniger. Ja, bei mir ist auch nur gelb. Ja, bei uns ist orange dunkel. Schlechter Boden. Ja, das waren Schnapperpreise, die Felder hier. Das ist nicht der beste Boden. Wo kommt das Wasser her? Da kommt das Wasser her. So, was hätten wir jetzt denn hier mit 43? So, Dann braucht doch gleich hier links. Wow. Jetzt sind Augenschnitt der Bene wieder. Doch. Die Stimme meines Vertrauens. Komm, machen wir jetzt einen Kreis wieder. So wie eben. So wie vorher. Da handelt sich irgendwas an. Was? Habt ihr jetzt auch so ein Gefühl? Ja, ja. Du und deine Gefühle, Chris. Die kennen wir ja schon. Ups. So, Alex, hast du eine Hau ab, Alex? Ja? Ja, okay, jetzt ist Felix natürlich. Felix? Bitte? Schade. Nee, komm was? Mit. Was? Ich kann hinterher fahren, kann auch wegfahren. Nee, fahr mal dann hier vorbei. Und dann die nächste rechts rein. Ja.
Wenn wir hinten auf dem Eck sind, vielleicht frei machen, dann kann ich wenden. Jo. Muss ein bisschen näher dran sein, weil sonst wird der Hänger nicht fahren. Oh Mann, ey. Jo, ich drehe. Man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen mit dem Rohr, ne? Du, was soll das? Ich bin mal weg. Wo willst du hin? Könntest jetzt aber auch rausfahren, wenn du willst. Hier ist eine Ausfahrt. Ja, perfekt, perfekt. Also ich sag so, ich guck gerade die Map von oben an, von weit, weit oben. Alter, was soll denn das hier? So steht auch die Ameisen, oder? Hast du einen Rabenflug? Wir haben einen Schlepper weniger. Oh, machst du die Jogi minus 1? Was ist denn nun los? Ich weiß nicht, aber wie fucking fly. Ja, oh, Tiedemann, vielen, vielen, vielen Dank. Warum ist das mir weg? Und dann. Wie eine Rakete hochgehört. Passiert den besten, oder wie war das? Ja, theoretisch passiert das doch mit unserem Rabenflug zuerst noch da irgendwie für mittlerweile. Bist du an den Rabenflug? Achso, du darfst vorfahren. In die Mitte dann wieder rein. Willst du hier wegnehmen oder soll man. Nein, okay. In die Mitte. Ja, in die Mitte quasi. In die Mitte. So, jetzt schwitze ich auch. Ah, meine ist irgendwo im Wasser draußen. Der schwimmt eine Runde. Jetzt wird's eng. Alles gut. Oh, 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 yo. Schade, dass er hier hinten so alles nur voll macht, ne, Felix? Ist er nicht irgendwie vorne das mitmachen? Macht er doch. Ja, aber der Strahl geht halt nur nach hinten, ne? Ach so, der füllt von hinten nach vorne, ja. Schaffst du das? Nee, wir fahren gleich wieder rechts rum. Nee, bleib nur da. Fährst oben rüber? An die Wand lang hier? Ja, ja. Eigentlich sollte es ja, hier hinten kommt es auch wieder runter. Das klappt doch einwandfrei hier, Felix. Wunderbar, wunderbar. Oder nicht? Ja, ja, ja. Dann merkt man auch unsere Jahre deine Zusammenarbeit. Ja, ja, ist schon. Wo ist Fähner eigentlich? Am Silo. Wenn Rush gerade mit Lenz unterwegs ist, der rote Fenster wurde nicht mehr gesichtet. Der ist genau sein, dass er wieder ins andere Dorf gefahren. Nein, ich fahre jetzt gleich durchs Dorf. Das können die jetzt schon hören. Du weißt, dass er mehrere Gänge hat, ne? So eine Rentnerkarre, schön eingefahren, beim Ausparken schon voll Umdrehung. Oh, seid ihr da schon einmal rum oder müsst ihr da wieder rausdrücken? Ich weiß nicht, ob er noch rum. Wo schraubt die denn eigentlich? Der war noch nicht einmal bei mir am Hexer dran. Ich fahre an der 46 rum. Oh, hier ist ein Metallmast. Oh, Junge! Hast du den nicht gesehen, nee, oder was? Nee, mein Dach ist so übelst. Mein Dach ist niedrig, ich hab das nicht gesehen. So, komm, die ziehen wir durch. Ja, komm, wir ziehen durch hier. Wir können ein bisschen überladen. Komm. Ja? Ja, ne, das schaffen wir jetzt hier. Würde es Sinn machen, dass ich zu dir komme, Chris? Aber ich glaube, du hast keinen da, oder? Ja, ja. Na komm. Oh, da muss ich erst irgendwas rausschieben. Nein, warum? Bei mir? Nein, bei mir. Ich bin schon reingefahren, weil da dran fest. Das ist nicht das Problem, oder? Ich verstehe. Komme ich hinter der BGA rum? Ja. Wenn ich das halbe Feld rückwärts schieben muss? Muss ich nur zwischen BGA und, sag schon, Güllefass einmal durchschlängeln. Gut. So, bitte nicht wundern, ich muss mal genau, ganz schnell auf die Toilette. Ja, ich bin gleich wieder da. Bin voll. Ja, perfekt, wie das aufgegangen ist, oder? Oh Chris, was machst du mit so einem großen Güllefass hier? Das ist kein großes, 18 Kubik. Boah. Das ist ein 18 Meter Steppschaubgestänge. Sagen, hat doch den 818 auf dem Hof. Passt das. Also ich finde das okay für den Hof. Ja, wenn ich mir den Reißzahn angucke, ist es sehr groß. Wieso hier den Meier Sauzahn mit 5 Meter? Ich habe einen Grober mit 6 Meter. Und hast du schon meinen Misswagen gesehen? Nee, ich will ja nicht reingucken in dein Inventar. Mein Straubmann, hier Streublitz, habe ich auch einen großen. Ja, hat jemand einen Fendt in den Weg gebracht.
Jo, bin da. Alles gut, immer mit der Ruhe. Jo. Schaupi wird schon wissen, warum er dich meidet. Nein, Schaupi. Alex, wo fährst du denn längs? Du kannst doch da vorne längs fahren. Ja, oh, genau. Oh, Alter, das ist meine Felge. So, ich wäre wieder am Feld. Welchen Feld? Da, wo der Häcksler steht. Warst du nicht gerade irgendwo anders? Ja, ja. Ja, der ist da hingeflogen. I believe I can fly. Hast du gecheatet, oder was? So, wo willst du denn jetzt auch hin? Die letzte Tour hier? Ja, keine Ahnung. Ich brauche eine Ansage von dir. Na ja. Fahre ich da mal vor, ne? Felix schon wieder da? Oh ne, Felix ist gerade. Felix ist weg. Der ist aber im Pinkeln. Dafür kommt jetzt hier der Oberprofifahrer. Bowser. Mit der dicksten Bude auf dem Gesicht. Ich seh ihn noch nicht. Mit der dicksten Bude. Da, eigentlich müsst ihr mich schon hören. Das Ding ist ja so laut. Was hast du denn für einen? Tja, was soll das denn? Achso, auch ein IAC, hast du ja gesagt. Oh, Lenz, das wird weniger. Nope. Kein IAC? Nope. So, linke Seite fahren wir wieder runter. Jo. Oh, jetzt komme ich euch entgegen. Ich lasse dir mal einen Vorrang. Hm. Ich wollte gerade sagen, ich habe Lenz immer noch nicht gesehen, aber jetzt kommt er. Ja, ist unterwegs. Aber schick ist er fort, das muss man schon sagen. Ich sehe immer noch nicht, was du hast. Ich bin gespannt, Alter. Wir haben noch genug Platz hier. So, ich hoffe, ich bleibe an dem Mast nicht hängen mit meinem Rohr. Mit dem Rohr? Ja, oh, Alter. Oh nein. Das ist jetzt dynamisch angepasst. Alter, was fährst du denn? Ein Deutz haben wir jetzt auch noch in der. Na klar. Autsch. Rechts rum. Okay. 90. Hast du ab, oder? Ja, ich würde sagen, ich fahr ab. Ich bin nach der. Also weiter rechts. Sind bin ich bei 100. Müsste irgendwo. Jo, weiter rechts. Jo, verstanden. Also rechts rum. Jo. Fahr weg. Ich wollte ja heute Abfahrer machen, ne? Ja, no. Ich hab das Gefühl, dass die Fackel aus. Hier, ja. 92. Oh, ja, oh, ja. Bleibst du da? Jo. Oh, passt. Passt schon. Alter, mit so einer dicken Schlurre. Bleib stehen, Jogi. Bleib stehen. Jo, ich bin noch nicht voll, alles gut. Werner, komm rein. Jo. Ich bin gleich wieder zurück. Hey, was ist mit dem Anhänger? Der Glitch. Ich glaube, da kommt noch einer. Der war aber ganz schön Abgang. Ja, es ist jetzt. Es sind nicht perfekte Sachen. Das geht leider nicht. Für zu pushen. Das funktioniert nicht. Nächste Parzelle dran vorbeifahren. Also nicht hier wieder ansetzen, sondern darauf die. Links oder rechts? Rechts. Ach, sorry, Männer, bin zurück. Alles gut. Da kommt Ernst raus. Ernst, wo darf ich hin? Du hast freie Auswahl. Oh, willst du mal auf den Berg rauf? Willst du mal versuchen? Ja, nur mal versuchen. Hat er jetzt den gefunden? Ja, ne? Ja. Bammer, wir sind da. Warte, ich mach kurz Allrad. Die anderen Rohre haben alle keine Kolli, oder? Was hat keine Kolli? Von den anderen Häckslern haben die Auswurfrohre, glaube ich, keine Kolli, ne? Sorry, Yogi. Ja? Alles gut. Hab ich zu spät gesehen. Boah. Ich hab dich frühzeitig gesehen, alles gut. Ich drücke immer den Verkehr, Entschuldigung. So. Ich hab zu viele Knöpfe hier. Mann. Schon so neun. Dann drück mich falsch, Papa. Ja. Da muss ich ein Foto von machen. Das wird ein Highlight hier. Oh, Leute. Das müsst ihr gesehen. Was denn? Der kommt. Ja. Hörst du das? Der will. Schau, wie etwas nach links geht. Boah, der fängt schon an zu hüpfen. Ja, komm, yes, Alter. Bin jemand mein Hexerfahrer gesehen? Na, wenn du ihn. Oh, nee, Hexerfahrer. Ich will ihn.
Wir stehen hier. Das kostet hier, du. Kommst du längst, ja, ne? Ich stehe in der Maschine abgeladen da. Das Ding hat auf jeden Fall Kolli. Besser, ne? Sonst kippt er mir um, wenn ich ihn nach innen kippe. Ja, mach mal nach rechts weg. Cool. Also die Anhänger kippen relativ leicht um. Ich hab's vorher schon probiert. Boah, es geht los. Hey, es geht los. Geht los. Was links? Geht los? Rechts rum. Achso. Ja, links ist zu scharf. Obwohl, dann mach links. Chris, ja, Chris, die Kurve. Ja, Chris, wenn du die Kurve noch Chris. Ja, ich krieg die Kurve schon. Ja, ich krieg sie aber meistens hin. Hm. Das sieht so genial aus, wie die kleinen Reifen hier am meisten Berg versinken. Ja, das ist... Leute, ich habe glaube ich gefühlt schon 30 Bilder gemacht hier. Das geht jetzt. Er freut sich, ja, die versinken alle auf meinem Silo. Ernst, deine Aufgabe ist, dass sie nicht versinken. Ja, ich bin genau beim Arbeitsmus hier, glaube ich. Da sehe ich. Ich bin mit der Lüttenmöhre bin ich oben raufgekommen. Ich mach ja. Ich habe immer einen Modus. Ist das. Da ist er ja, der Macher hier von meinem VR. Jetzt bin ich ganz aufgeregt. Sebi, der funktioniert einwandfrei. Das Ding ist geil. Das ist die Konsole, die ich da getüdelt habe. Muss mich aber noch dran gewöhnen, ganz ehrlich. Na, wie man sieht. Oh, das nervt dann lange. Endet? Ken Fendt braucht übrigens bald mal eine Wartung. Herzlich willkommen auf jeden Fall. Ja, das wird schon die dritte oder vierte sein. Der braucht das nicht so oft. Boah, gib Gas, Felix. Nein, ja, ich gebe alles. Zwei Rennen nur hinkriegen. Ja, ich habe 100, ich habe 100, ich habe 109%. Ein bisschen voller, willst du vorbei? Nee, vorne nee, ist frei. Alles gut. Die Knöpfe haben mich gehoben. Vertrau mir, vorne ist frei. Mit dem werden hoch gerade rein. Noch nicht, nein. Wir nehmen hier das kleine Mini-Stück an. Ah, Bennett, alles klar, Bennett. Dann herzlich willkommen. Dann kannst du auch gleich los. Oh, der schiebt. Jetzt kannst du raus. Jo. Gut, laden wir den ein bisschen und dann passt das schon, ne? Das reicht. Vollbahn. Das ist der Anhänger, den du angepasst hast, ne? Ja. Mhm. Gesehen, die Filmpläne habe ich vergessen. Ja, und eine Colli war da auch nicht ganz chico. Okay. Colli 16 oder 20 war da. Aber das ist, das läuft das alles. So, kannst du abhauen. Jawohl. Komm ich da unten gleich raus? Da, okay. Ich komm so raus, ja. Wenn du gerade jetzt durch. Das erste Mal Soundback gewesen. Ja, aber alle auf der Hupe gedrückt haben. Was ja. Das war einer zu viel. So, dann switchen wir mal auf dem Hof, wie das da aussieht. Katastrophe. Oh, das sieht aber... Ah ja, das ist ja schon ein bisschen weit, ne? Oh. So ein bisschen... Ey, ich wusste jetzt nicht, dass das so... Dass das so viel wird. 90? Ja. Boah. So kann ich das hier mal... Ich muss mal ganz kurz um den Chat... Von 90? Chat... Oh, sag mal, was ist denn? Also, sag mal. Das gibt's doch nicht. Also... Ist der Schlepper so schlecht angepasst oder der Anhänger, Chris? Bist du auch auf dem Berg rauf hier? Der Schlepper? Wieso? Ich fahr mit 6 km/h aus der Feldeinfahrt raus und dann liegt der Anhänger auf der Seite. Beide am besten, ne? Der Anhänger liegt auf der Seite? Jo. Das ist aber krass. Die kippen ganz schnell. Also der Schwerpunkt ist ja Katastrophe bei dem Ding. Soll ich das so machen wie Justin? Der ist nicht so dafür aufgebaut gewesen, ne? Den haben wir ja wissen angepasst. Also eigentlich nach links weg? Das ist nicht rechts. Die Qualität. Ich kann beides. Ich mach das, ne? Würdest du sonst rechts neben dem Haufen. Kannst du mal eben Superkraft nochmal anmachen? Rechts? Also. Komme ich da runter? Na klar. Da ist eine Rampe. Okay. Bei mir sind die Dinger noch nie umgefahren. Soll ich den links zum Haufen kippen oder rechts vom Haufen kippen? Jawohl, danke. Dann rechts vom Haufen. Was ist hier? Stau auf dem Hof oder was? Nee. Oh, Alter. Felix, gib Stulle! Also wenn Lenz hier hochkommt, ne? Also ganz ehrlich, meine Herren. Lenz ist hier hochgekommen? Ja klar, der war da, wo jetzt hier, wir stehen da oben auf dem Berg. Oh, Werner! Eieiei, der war dann hoch. Fuß, Werner! Jo, ne Bärne war das. Richtig getroffen? Nee. Oh, nö, aber ich würde auch sagen, der hat keine Hammer. Eieiei, was ist denn hier los?
Chef! Chef! Aua! Was denn? Ach du Schande, Grande Malheur. Hilfe! Was ist denn hier los? Nee, Jungs. Einmal wie Profis, ey. Man Storno oder was? Hilfe! Traktor müde. Geht wieder, danke. Das ist ja auf dem Achter nichts los, das. Kann ich mir nicht erklären, was das war. Junge, Junge. Jogi, willst du hier nochmal hoch? Aber warte mal, das gucke ich mir an. Doch, Jogi, mach mal genauso wie ich. Komm, mach mal hier. Ich will. Ja, also eigentlich kommst du hier locker runter. Ja, also ein IAC hat das auch geschafft. Ja, Runde geht's ja immer. Die Frage ist nur wie, haben wir ja gesehen beim Felix. Ihr könnt jetzt aber auch anfangen hier, glaube ich, was zu machen. Ja, ne, ernste macht er das schon. Bisschen höher noch da vorne. Also man, eigentlich fährt man mit Schwung auf so einen Haufen rauf, ne? Was ist das? Ups, ups. Braun kennt Schwung. Hubraum, Junge, Hubraum. Oh, ey, gleich gehen doch wir mit Schwung. Zammer! Zammer! Oh, Jogi, du musst ein bisschen langsamer, glaube ich. Kann doch nicht hier sein. Wie Chris direkt guckt, was da Chaos ist. Ja, Leute, ich bin's ja gewohnt. Das ist jedes Mal, wenn ich einen Multiplayer irgendwie anfange, dann ist es immer so ein Getüdel. Aber es läuft doch gut. Nee, schön, ja. Ja, läuft richtig gut. Also ich bin mehr als positiv überrascht. Muss ich sagen. Vertrauen hört man raus, ja. Ja, durch nee, direkte. Nee. Deswegen habe ich ja auch euch gefragt, weil ich wusste, dass es einfach funktioniert. Ich weiß, ich brauche einen starken, durchsetzungsfähigen Mann auf dem Silo. Okay. Hast du einen gefunden? Nee, hat abgesagt. Ich war wohl nur wieder zweite Mal, ja, was mach ich? Ich komm nochmal. So. Was sieht denn bei mir jetzt aus hier? Ich werde einfach im Stich gelassen hier, oder was? So, 5% gehen noch, dann bin ich voll. Alle sind sie jetzt bei Kramer. Ja, Jogi und ich sind ja unterwegs. Ja, Lenz traut sich. Lenz, du warst noch nicht einmal bei mir. Oh, ja, wo muss ich denn hin zu dir? Ja, das ja, du da gerade eben hättest du reingefahren bist. Nee, der nächste. Ich mach nochmal eine Runde. Ja, komm, lass uns nochmal. Auf der Fläche war ich eben auch. Ja, dann komme ich zu dir. So jung kommen wir nie wieder zusammen hier. Was denn? Fährt er jetzt nochmal eine Runde? Ich helfe für dich. Den Eindruck, dass Jogi das unheimlich toll findet hier auf dem Silo. Ich glaube, das ist die Nähe zu dir. Ah, das wäre mir neu. So, mal ja, gucken. Komm, Jogi, noch eine. Ja, einer geht noch. Dann fahre ich mal auf den Platz. Lenz, bist du da oder was? Ja, ich bin hier. Hier ist alles platt gefahren mit meinem Pusen. Oh Gott, was? Bitte. Sicher? Ja, sicher. Ja, voll auch mal ran da. Schieben die Hinterreifen sich nicht über die Vorderreifen durch den Matsch eigentlich? Schmeiß an die Möhre. Ja, ich bin doch schon dabei, oder was? Hätte man nicht erkannt als Trecker. Wie schnell können wir denn? 8, 9. Weiß ja, doch, dieser Rot hat er schon. Aber es wird weniger, wird weniger. Was ist das? Hä? Wo kommst du gar nicht lang hier? Mach mal deine Warnleuchte aus. Ja. Welche Warnleuchte? Die Randalenlampe da oben auf deinem Ding. Die bringt mich eigentlich schon die ganze Zeit, ja. Ja, von uns, es sagt ja auch keiner was. Ne? Ich wollte nichts sagen, ich dachte, das muss ja. So, du kannst ja hier umdrehen, kannst du ja, ne? Ja, na klar. Sieht schon ein bisschen groß aus, der 18 vor den Wagen. Guck mal, da oben ist ein Luftballon. Oder mein Schlepper. Natürlich, Brugge. Ja, also leider der ist das hier so in Norddeutschland mit den norddeutschen Lügen. Ist überhaupt nicht da? Ja. Oh, nicht so schnell, du. Du warst zu schnell. Soll ich langsamer fahren oder was? Du flügst ja schon den Acker. Finde ich gut, dass du gleich die Stoppelsturz mit den erreichen machst. Karl, danke für deinen 5. Guten Abend.
Scheiben da auf deinem Drehschemel, die verdichten das Ding wieder. Ein, zwei Bilder habe ich gemacht. Ich mache danach mal noch ein paar. Was? Entfahren. Oh. Ja. Danke für den Hinweis. Hier. Oh, das klappt aber hier mit uns, ne? Mhm. Schiere Lohne. Oh, Lohne hier. Erkennst du immer daran, wie dick die Reifen beim Hexer sind? Bei Abkürzung mit Frank Lupern sind halt halt neu dran da drauf, ne? Das war ja mal ein richtig schöner Wechsel gerade. Herrlich. Danke, Alex. Können wir die überladen, Lenz, oder? Nee, nee. Ja, die Reihe machen wir noch voll. 130% Attacke. Und mit 107 bin ich schon gefahren. Ja, siehst du, da müssen wir uns ja mal steigern. 130 und dann hoch auf Silo. Gleich Platz, der Krümmer. Ist er explodiert? Du wieder 107. Jo, 8, 9. Nee, hau ab. Gib ja, Stille. Ja. Ich hab Felix, habe ich im Anmarsch da. Felix, du bist Profi, habe ich gehört. Es war einfach nur... Naja, Timing ist alles. Timing ist alles. Da ist er wieder. Wie freut ihr euch schon wieder auf eure Varios? Nö, du, es macht Spaß. Ich fahre ja auch kein Vario. Schock. Du fährst kein... Was fährst du denn? Guck mal an, Pro, Junge. Haut du Pack. Also nichts für die Straße. Geht überall. Du, nee, du musst einen 39 fahren. Der ist für die Straße, der ist für den AKW, für alles ist der. Uiuiui, hier ist ganz schön eng zu oben. Der ist für alles. Ich muss mal Brezi auch so eine IHC haben kann. Hm? Ich muss Lenz mal Brezi vorschlagen, ob sie auch so eine IHC haben wollen. Ich sagte, bei dem sagt er ja. Wirklich? Ist er Landesum? Ja. Ja, und dann? Schreibt ihr habt doch nicht mal ein Gerät, was ihr damit ziehen könnt. Da wirst du doch kloppen. Ach, da finden wir was. Heißt, bin ich jetzt vorbeigefahren? Ja. Feldrennerhygiene. Das Ding kann ich mal den 3 Meter probieren. Chat, ihr müsst ja bedenken, alle anderen, die hier so sind, außer Yogi, der halt auch noch so kleine, das sind ja alles so Großbauern. Das sind ja alles so Oberlohner. Das sind ja hier. Boah, muss ich. Muss ich. Erzähl doch nicht sowas. Ich glaube, wir sind alle weitergefahren. Muss ich da rechts rein? Nee, ich glaube, du musst weiter hoch. Ja, das ist ein Steckstich. Das stimmt überhaupt nicht, dass mir Großdinger. Okay, du bist richtig klein. Deiner ist richtig klein mit dem Vier. Wahrscheinlich der schnellste. Alle anderen sind Lohne. Ich bin auch noch mit. Naja, das ist doch ein bisschen größer. Aber mit 200 PS ist der größte, der kleinste 100. Zinkhammer, Felix. Wir machen jetzt mal zum Geschwindigkeit. Wir wollen auch ein bisschen mal auf 30 sein. Gib ihm. Ui, moinsens. Chris? Ja, hier ist einer. Den Anhänger wieder zum Maschinenring. Jawohl. Ja. Das wäre nett. Wenn du das noch hinkriegst. Bin da, Felix. Oh, ich hab noch. Der Bockel ganz schön, Houston. Ja. Geht schon. Der Träger davor, der wackelt mittlerweile auch schon bedeutend mehr. Nicht, dass dir eine Blattfeder hops geht. Ah ja, das geht schon. Gehst du von meinem Fahrwerk weg? Nee, alles kaputt von mir. Ich brauche wieder neue Reifen. Ja, jetzt kommen sie alle hier zu mir. Was sind alle da? Dann geh ich halt wieder. Mann, Alter, jetzt 120. Ich würde sagen, ich fahre weg nach der Reihe. Jetzt komme ich wieder auf die. Ich habe hier zwei, also ich brauche keinen. Ich mache hier mit Felix den dritten Strich noch fertig. Mhm. Ne? Jo. Und dann gehe ich mit Yogi an den nächsten daran. Jo. Und ich glaube dann, also dann seid ihr noch bei der 46, ne? Da steht aber noch ein bisschen was, ne? Also. Naja, vielleicht machen wir dann noch mit zwei Hexern die 46 fertig. Ich melde mich mal gegen 23 Uhr, dann mal so langsam. Ja genau, das ist nämlich auch so was ich anpeilen möchte. Ja, okay. Und den Rest, weil das ist ja schon viel, was ich... Oh Jovi, kannst du mit hochkommen? Wird eng. Wie, komm jetzt, mach voll das Ding.
Ruhe mal, ne? Jetzt. Du musst hier auch keine Straße hoch. Jetzt bleib halt. Nee. Nach der Bahn bin ich weg. Bin da. Wie, du bist weg? Na, voll. Wir sind, also, so. Jogi, warum fährst du denn da immer hinterher? Ja, er hat hier gerufen. Ja, sorry, hallo. Sorry. Ja, also soll ich wieder hoch? Ich tu nur Befehle ausführen. Oh. Meinst du nicht, dass dein Gewicht auch vorne ein bisschen overpaced ist, Jogi? Habe ich auch schon gedacht, aber ich wollte nicht sagen. Sieht doch schön aus. Ich hätte jetzt eigentlich gerne so ein altes Ölfass oder vorne dran gehabt. Gern. Das ist ein bisschen zu maximal. Also ich hätte mir das auch erst ausgesucht. Das wiegt irgendwie 800 Kilo. Aber dann habe ich gesehen, wie riesig das Ding ist. Genau. Jogi ist das egal. Größe stört ihn. Felix, hier hätte auch Verhornestraße gewesen. Ah ja, ja, okay. Ich fahr gern über den Acker. Okay. Alle Verrückten auf einen Haufen. Feldgenossen, nein, alles Profis hier auf dem Haufen. Das musst du ein bisschen anders sehen. Jogi, komm mal rechts neben mich. Bin da. Oh, oh. Falscher Gang. Ja. Oh Mann, oh. Wir nehmen hier das kleine Stückchen noch mit. Zenox, hau rein. Geht nicht. Komm schon so. Hier. Damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben zum Drehen gleich, weißt du? Ja. Dann fahren wir nämlich hier gleich am Busch links rein. Also, ich mach das hier weg und dann... Am Rand die Pflanzen platt, das Chris denkt, wir haben alles abgeerntet. Ja, ich will ja Qualitätsfutter haben, ich will nicht den Kram hier vom Rand mitnehmen. Also, ich bitte dich. Also, was ist denn hier? Ich hab hier, steht der Mais außerhalb vom Zaun. Ja, das, sowas habe ich hier gepachtet. Ich sag dir das. Das war Helmut Gerd Knubrecht, war das. Und der hat aufgegeben, der hat zu tief in die Flasche geguckt und da wollte er nicht mehr. Ne? Hat sich verliebt in Garderut Charlotte und die sind abgezwitscht. Günstig geschossen hier. Black Smoke Gaming, vielen Dank. Ciao, Pi. Sehr dick gezimmert hier. Oh, ja. Matze mit Glatze, hau rein. Das danke, dass du da warst. Prototyp, wie das vielleicht irgendwann mal aussehen soll. Wollen wir hier auch noch mal kurz das kleine Ministück hier mitnehmen? Du bist der Chef. Das höre ich gerne. Hast du gehört, Lenz? Nur zum Lenken da, nicht zum Denken. Okay, dann dauert das noch länger. Was? Was? Was war das denn? Welche Prinzessin war das? Was war das denn? Moment. Irgendeine Regierung hat geschrieben. Ja, Alarm schon rot, Jungs. War das meine Frau? War das meine Frau? So, ich habe Wiedererkennungswert. Oh, das war ernst. Ja. Das schaffe ich aber nicht nochmal da hoch, glaube ich. Nee, fahr mal ruhig daneben, irgendwie. Immer nochmal. Also, Trustmaster hat gerade ein Schiff da rausgebracht für unter 100 Euro. Den könntest du dir auf jeden Fall mal angucken, Apex. Ja, komm, ich. Und der Anhänger? Ja, das Sound ist die MW. No, die MW. MWM Sound? I actually don't know. It's a sound from the city. You can find it on Modhub. Ja, wir kommen nicht aus der Pötte hier. Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Also, falls man wechseln will, der 818 ist gleich frei. Ach ja. So gucken wir uns das ganze Gedöns hier wieder an. Lenz. Gib mal, jetzt hast du so lange durchgehalten. Oh ja, wow, scheiße. Auf jeden Fall, ich zieh das Ding durch. Oh, dann müssen du wir noch mal vorne rennen oder bist du. Also, wenn ich gleich mit dem Feld fertig bin, dann würde ich hier mit dem Dings mal ein bisschen. Das sieht eigentlich ganz gut aus alles, ne? Jetzt müssen wir nur den ganzen Kram, der da hinten irgendwie drauf ist. Okay. Denn hier hochschieben oder so, weil Lenz kippt auch schon außerhalb des Silos ab. Der kann nur kippen, wenn er runterfährt ohne Rad. Es ist so. Sag mal, du fährst echt pauschal immer im ersten Gang, oder? Guck mal, ich fahr ganz gemütlich. Was ist mit deiner Gemütlichkeit passiert, Chris?
Wir sind in der Maisernte und du kommst mit gemütlicher. Ich soll mit den kleinen Maschinen fahren, du hast hier nicht so viel Sand. Oberlohner kannst du nicht gebrauchen. Ja, aber trotzdem muss man effizient arbeiten. Ich arbeite effizient, du. Ich I use LG Monitors. 27 inch. No. Inch. Arcs, 27 Arcs. Anchor Arcs. Sehr froh, dass ich mit dem Porsche unterwegs ist. One is WHQD, three others are full HDs. I play on a single monitor setup. Ist da schon wieder, ist da, muss ich schon wieder, kann ich schon wieder hexen? Nee. Also Porsche hätte ich auch gefüllt. Warum habe ich den Porsche nicht gefunden? Den Porsche? Den Porsche Diesel. Boah, das ist auch. Alter, die 46 ist gleich mit vor mir fertig. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass alle solche Dinger fahren. Wir müssen effizient arbeiten. Wollte ich ja auch, aber wenn der Arbeit ist, bin ich jetzt vorbeigefahren. Oh nee, ne? Oh, Houston. Komm mal voll bis Ende. Ja, der hat Dampf, der Deutz. Du kannst ja voll machen. Lenz denkt sich so, die Stunden bringen das Geld, nicht die Leistung. Genau, ich werde nicht nach Tonnage bezahlt. So. Du wirst gar nicht bezahlt. Also alle anderen, psch, ne? Aber. Also wer nochmal wiederkommen möchte, der hat das ganz genau gehört. Na komm mal, achso. Ja, komm. Jo Alex, du hast deinen Anhänger vergessen. Das fällt an die neue Anhexe, ne? Das traut sich keiner mehr bei mir hin, oder? Bis 130, voll, komm. Probieren wir es. Da kommt der MF, dann Werner, guck mal, Werner ist fleißig, der schafft das. Auch was. Ja, Leistung. Neunte Ladung. Ah ja. Ja, neunte Ladung. Da kommt man nicht mehr rum im Ford. Ford ist zu schwach. Werner, wie schnell fährt der MF? 40? Ja, 39. Ja, schön, muss doch nicht Gas geben. Bitte die Kupplung schnalzen lassen, dann am Zacke. Das schnalzen lassen. Wer kommt da so angetigert? Jawohl, jetzt hier. Ja. Jogi. 120%. Das ist voller Wagen, so gut war. Das nicht. Ui. Ja. Komm mal wieder. Wenn man keine Oberlohne gebrauchen kann, was man nicht dran. So ist. Jawohl, Louis. Ui, das war aber Abgang von dem Anhänger. Eieiei. Genug. Geil. Also, ich denke, noch zwei Wägen und dann ist die 46 auch fertig. Schier. Ernstle, wie Mamas? Da stehen sie alle in der Schlange. Ja, ich weiß nicht, wie das allgemein ist, aber dann, wenn wir mein Feld noch fertig kriegen, dann wird das auch eigentlich fast reichen, oder? Weil ich dann Halbmond bei den oder? Ja, eh alle. Oder willst du schon da? Ne? Die meisten dann fertig, ne? Wie viel sind denn noch da auf? Wie viele waren? Bei mir sind es bestimmt noch zwei, dass wir da doch mal. Na, und ich habe auch zwei auf der 46. Wenn das für alle okay ist, weil dann würde ich den Rest nämlich dreschen zum späteren Zeitpunkt. Also jeder noch eine Tour. Ich nur eine. Jogi, komm an. So, wenn natürlich, welche noch weiter Lust haben, kann man natürlich noch eine Lütte Fläche machen. Hier die 42 oder so. Das ist wirklich nur eine Lütte Fläche. Weil dann hätte ich nämlich die 57, machen wir nicht mehr. Und die 49 ist auch, die würde ich nämlich dreschen. Ich verabscheue mich. Ja, Alex. Vielen Dank. Ciao, Alex. Mach's gut. Ciao. Hau rein. Werner, ich zieh dich. Ah, noch ein bisschen doller. Ja. Du musst auch loslassen, ne? Oh, was passiert da mit dem? Wie kommst du hier wieder runter? Oh Gottes Willen, was habt ihr hier gemacht? Die Seite hier. Nee, da darfst du nicht runter. Jonas, genau. Wie lange müssen wir nicht? Ein bisschen dauert's. Ein paar Sekunden dauert's schon. Ist gut. Was hast du denn für eine Panik? Mach das nicht zum ersten Mal. Alter. Boah, der macht das nicht zum ersten Mal. Der kann das schon. Ansel, kann ich da links oder wann er gerade rauskommt, nach hinten abladen? Richtung Wand? Ja, ja, mach mal runter. Ja, mach halt. Mach halt. Oh, ich zeig's. Scheißegal.
doof wie die Dämonen sind. So. Na komm, ist halt genau. Ja, da kommen einfach Kinder. Jo, ja, ja, moin. Spannend. Ja, deswegen fahren wir das ja auch so. Das ist meine. Also gerade dieser Anhänger hier, das ist. Der kippt jetzt bloß nicht so richtig mit dem unteren Bereich. Der müsste nochmal umgeändert werden, dass die Klappe nach unten aufgeht und das geht da oben auf. Aber das ist nur so schnell hingefuscht, mal wieder von mir. Das ist das, was wir früher hatten. So sind wir gefahren. Gut, danke der Nachfrage. Und denn in der Halle, die Alex vom Vertex gebaut hat, da ist ja dieser Hahn. Looking for monitor and don't know if QHT is enough for 32 inch. Da haben wir früher unser meistens so reingefahren. Töpfer. 32 inch WQHD. Maybe 4K? UWQHD, yeah. I think size and resolution will be nice in 4K. Da mit seiner Maschine. Wie ist denn das? Gespannt, ja. Ist Felix noch da? Ja, ja, sicher, ich bin unterwegs. Schön. Aber freut mich das. Wo soll es lang gehen? Hier rechts, links rum? Ja, links rein da. Guck so, moin. Lenz, das mit uns. Das klappt. Sei klar, so dass das du. Hey, wie schnell? Hey, maximal. Maximal, okay. 10. Also ich hole den Backstein raus, leg das unten drauf. Oder bleibt. Ist ein Tempomat oder was? Ja, gibt das nicht hier. Handgas ist klemmt weg, abgebrochen. Vollgas Kupplung fliegen lassen. Lass ihn wühlen. Leiser? Nee. Also ob du den Thrustmaster zulegen sollst, außer, keine Ahnung, wenn du das Budget hast, T300 RS GT ist halt mit Riemenantrieb, ist halt kein Zahnradantrieb mehr. Zahnrad ist logisch ein bisschen lauter, ne? Riemenantrieb kostet ein bisschen mehr, ist dafür aber viel ruhiger. Ob es dir das wert ist, weil das aktuell auch nicht günstig ist, das Lenkrad, das musst du entscheiden. Und nachher dann aufschaufeln. Hochschieben. Boah, ich hab ja nicht. Das erste Mal, oder was? Ja. Kramer, wie viel brauchst du noch? Was sind die Kollision? Die Säcke da, oder? Aber leider die Karre, ne? Zwei Anhänger noch. Ja, oder? Kramer durchfahren. Oh, okay. Ich habe letztens erst, glaube ich, ein Video von JP gesehen, wo ein 1455 oder ein 1256 so ein Dreiachser-Tridem fährt. Jo, da habe ich auch gesehen. Ja. Wenn, ja, komm, voll machen. Nee, nee, hau ab, das bringt voll nichts. Chris, muss ich noch kommen? Ja, ja. Ja, ja, heißt leck mal am Arsch. Dann ja, mach mir doch mal durch, ich darf nicht anhalten. Wo fährst du denn auch jetzt den langen Weg, Junge? So, Leute, ich muss auch sehen, was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Komm hier, Anschwung. Ja, ich muss doch auch irgendwie jetzt hier mal an den Mais rankommen, Leute. Oh, so. Oh, ich hätte gerne die Drohne da drauf gehabt. Ja, nee, das ist das da eine Pay-Drohne. Das dürfen wir den Leuten nicht zeigen. Ne? Und dann so am besten so in Zeitraffer. Ja, genau. Und im Kreis wieder zurück. Vor, zurück, links, rechts. Hat man schon zweimal meinen Wagen auf der Seite gelegen. Sind. Ja, aber das hast bis jetzt nur du geschafft. Nee. Ich hab meinen Wagen auch ganz am Anfang mal umgeschmissen. Das habt ihr alles gar nicht erzählt. Natürlich. Wolltest du ganz außen hin wieder? Das hast du nur ignoriert, Chris. Oder, also, ja, wahrscheinlich ignoriert, ja. Okay. Trustmaster T300 RSGT habe ich. Trustmaster T300 RSGT. Ausrufezeichen Lenkrad. Follows. Raik, wenn du bei mir auf den Discord kommst, findest du unter Downloads halt den Original-Kuhstall. Dann, findest du da unter eine ZIP mit geänderten Texturen, die fügst du einfach in den originalen Mod ein und dann hast du den Kuhstall. Mal.
Moin. Aber wir müssen das alles vom Mod-Hub erst runterladen und dann die Dateien da einfügen. Einfach, damit ihr die Originaldateien auf einem Fenster da, ne? Natürlich, ich muss das auch fühlen hier. Immersiv, ne? Natürlich. Ja, verstehe ich. Ja, also bist du eigentlich... Achso, Entschuldigung. Würde nicht mehr lang dauern, dann steht das Ding, weil der Tank ist leer, aber ich wollte nichts sagen. Warum tankst du denn nicht? Ich habe auch schon einen halben Tank für. Wie ist denn, Björn, wie ist denn? Ja, eine Bahn noch. Und bei Lance ist echt die Devise leistungsarm, hoher Kraftstoffverbrauch. Wie funktioniert das mit dem Fan-Joystick? Das funktioniert als rein. Was lachst du denn jetzt? Nee, so alles gut, nee. So ein bisschen so eine schäbige Lache, ne? Ja, aber so richtig. Das war da gar nicht. Das ist so Felix-Style. Was? Ja. Immer der unschuldige, nette Nachbars. Der einfache Mann. Ja, genau. Und im Nachhinein. So, jo, wir haben den Kopf. Danke. Wer kommt als nächstes? Jo. Da haben wir den Felix, den können wir gleich mal ein bisschen. Wann er sie dürfen. So. Werner, was ich fragen wollte, bist du schon mal in echt Mais gefahren? Also, ich habe nur Anbauhexer. Ach, Anbauhexer? Also, ja, du den Anbauhexer oder abgefahren? Beides. Moment, bin gleich wieder da. Anbauhexer, den hatten wir früher mal in so einem Waldrad. Wie runter? Rechts, nee, ja, genau. Ich vorstellen, ne? Das sind echt und dauernd am Schalten, ey. Das ist vor allem die Lautstärke, ja? Das machen sie in Dänemark einmal im Jahr. Öffentlich kann man hin und zugucken. Und nur alte Maschinen und hammergeil. Haben wir hier bei uns einen. Das ist auch. Das ist ja, wenn das dann auch nass wird oder so, dann ist es ja nochmal eine andere Nummer. Weil dann musst du ja wirklich, da gibt es ja nicht hier mit Differential hier und so, sondern musst du gucken. Da muss ich gucken, ob die wieder so gut. Ja, und gibt Stulle. Ja. Felix, wie viel hast du? Sekunde bitte, ich hab noch ein bisschen, hab ich noch. Sorry. Ja, aber ein bisschen gemütlich hier, ne? Also. Der den zieht, wenn er 130 hat. Ja, was war denn jetzt? 46 ist durch, oder? Die andere? 53 habe ich, Werner. 46? Oh. Ja, ist gut, ja. Das ist toll. Hier immer dieser Berg bei der BGA, ne? Da komme ich fast zum Stehen. Fahren wir jetzt also hier den Knick weiter? Bin da oben da schon aufgrund von Sauerstoffmangel ohnmächtig geworden und runtergekippt. Hier steht aber auch nicht mehr viel, ne? Nee. 78. Nochmal eine Pirouette hier, können wir noch drehen, ne? Ich gebe alles, Chris, ich gebe alles, Sekunde. Ich eile. Ja, ich kann ja mit dem Aus. Ich kann ja damit, also das läuft hier schon. Ja, ich glaube, da brauchen wir auch nicht noch ein weiteres Feld anschmeißen, oder? Also ich bin nach dem hier raus. Ja. Das ist, würde auch von der Zeit ganz gut passen, oder? Ja, das ist auch. Genau. Oh, Werner, genau. Ich bin dann weg. Jo, ich mach den Rest. Ah, Christian, ja, genau. Ja, immer fest drauf, ne? Immer schön drauf, ne? Was ist denn? Nee, nix. Muss ich die Schieben helfen? Nee, geht, danke. Hättest du mal Platz machen können, ne? Nee. Du hast mich vorher auch gebremst. Was? Das war jetzt mal alles hier? Hm? War das alles hier? Nee, doch. Nee, wir haben hier unten noch ein kleines Stück. Ah ja, gut. Das Feld war ein bisschen aufwendiger. Mit Schwung, Felix. Mit Schwung. Ey, mehr Schwung ging nicht, Mensch. Wir sind durch. Komm, dann fahren wir noch schnell rüber. Oder wie viel steht bei euch noch?
Ein Wagen. Also da kann der Häcksler an die Dings wieder zurück, bitte. Yogi, stehen bleiben, bitte. Ja. Wer ist Dings? Maschinenring. Ja, Maschinenring. Also, die Anhänger und Schlepper. Anhänger. Auf Dings. Alles. Auf Dings. Ja, okay. Außer Werners, der muss bei mir auf dem Hof. Der muss bei Dempsey. Der kommt so raus. Das ist mein Schlepper. Dempsey. Mhm. Dings. Pass mal, jetzt sind wir im Halbkreis und müssen hinten. Geht nicht mehr. Und. Jo. Am besten nur irgendwie nach eigenem Ermessen im Halbkreis hier auf dem Silo. Kannst du sagen, mal so einen Zwischenstand, wie viele haben wir am Silo? Ja, das Problem ist, hier sind mehrere Platten verbaut. Genau. 256.000, 260.000. Wie willst du? Rechts, die rechte Seite dann. Einmal so im Halbkreis fahren. Bade rum? Ja. Oh, nee, jetzt weiter und dann rechts rum. Tastenritter, moin! Heute ein bisschen weniger Chat-Aktivität, viel Konzentration beim Maisfahren, ihr kennt das Spiel. Gerade hier mit unbekannten Maschinen. Aber es kommt heute durch. Server sind wir heute allerdings nicht auf unserem, sondern zu Gast. Deshalb passt das mit dem Server gerade nicht und Map steht im Titel, Kellerkind. Ich glaube vom Maschinenring, oder? Nee, das ist auch vom Maschinenring, ja. Also die Anhänger sind alle vom Maschinenring. Anhänger alle. Ja, dann habe ich es auch Maschinenring, ja. Donnerschatz. Ja, ich glaube, muss nur Halbkreis fahren, ne? So fett ein Wagen. Oh. Oha. Oha, oha, oha. Oh. Maschinenring, Chris. Ja, was denn? Das hat ein bisschen... Was? Das hat ein bisschen geschallert hinten. Wann meinst du, ich hab dich angeschubst, oder was? Ja, natürlich, aber volle Möhre. Nein, kein Stück. Ist ja schon im Alter, wo du es nicht mehr mitbekommst. Ich hab... Lenovo Tab M... Stellst du mir, dass ich... Das war... Also, nee. Außerdem ist das nicht meine Maschine. Das ist das sicher. Das ist alles nicht hoch. Also, ein Full HD Tab... von Lenovo auf jeden Fall. Nichts Besonderes. Es ist ja nur fürs im Dashboard, hatte ich das extra geholt. Weil ich so scharf auf so einem Dashboard war. Wichtig ist immer, guckt, dass ihr ein Full HD Tablet nehmt. Mit der aktuellsten Android-Version, wenn ihr es gerade kauft, irgendwie, dass es vielleicht 8 GB RAM hat oder so und mindestens Full HD ist. Ja, dann passt das. Ist wirklich schade, dass iPad nicht geht, das stimmt. Ja, krass, ey. Das freut mich. Dann habe ich das Silo drin. Das ist schön. Hat auch Hammerbock gemacht. Jo. Mega. Hast du denn Spielzeugflächen da? Was? Ha? Was hast du? Klar schaffen wir die Spielzeugflächen hier in 3 Stunden. Oh, wieso Spielzeugflächen? Achso. Ja, komm, komm rum. Ja, und die anderen, die... Wenn du alleine spielst, dann willst du ja nicht immer 8 Stunden auf einem Feld hier rumbügeln oder so. Nicht? Wir haben... Nee. Ich habe eine 3-Meter-Drille, Leute. Boah. Ja. Und ich habe Steine mit Steine an und so einen schicken Kram, ne? Alter, Junge. Steine sammeln? Ja, ich habe da so eine geile Kombi. Mit Frontlader und so einer Schaufel. Das ist legendär. Ganz wilde Geschichte. Was? Muss man mögen, ne? Ja, muss man wollen. Funktioniert aber. Muss man wollen. Während du siehst, sammelst du vorne die Steine auf. So, Leute, ich würde sagen, dem ist fertig oder was? Feierabend. Wenn du dann fährst, wo die Korn raus. Schaubi, wolltest du den Gang noch finden oder was? Ja. Das Schaltstufen. Ah, hab ich die auch hinten rangezimmert. Oh. So kann ich Krawallleuchten wieder anmachen? Ja. Na komm. Ja, jetzt muss ich mal irgendwie das Silo richtig hinkriegen. Und abdecken, ne? Bei Ernst, einen hätte ich noch, ne? Ja, kommst du hinterher? Haben wir jemanden, der dann zum Maschinenhändler noch fährt? Oder zum Melu? Ja. Sollen wir einen Anhänger mitnehmen?
Kannst du links, rechts? Kannst anhängen. Wenn du rechts abkippst. Oh, warte mal. Rechts abkippst. Mhm. Und dann schön Halbkreis bis hinten hin. Ich mach dir jetzt auf dieser linken Seite hier noch ein bisschen gerade. Ein Halbkreis bis hinten. Das heißt, oben willst du das hingeschüttet haben? Genau. Und hier mal hoch. Oh, wenn ich aber da soll ich da wieder runter. Kaputt. Da, und dann fährst du hier einmal rum. Ah, okay. Gut. So, wenn wir mal anmachen hier, so von außen mit Drohnenansicht. Da fährt die Maschinerie nach Hause. Tropica Novario. Da finde ich jetzt recht ruhig. Oh, komm, oh, rück. Auch wenn ich da hinkomme, ne? Junge, Junge. Also wenn ich da hier auf den Hof komme, erwarte ich ein akkurates Silo, ne? Ja, warte doch bitte. Kein Druck. Ich habe auch noch was, ne? Also noch nicht zudecken. Nee, nee. Nur lange nicht. Von zudecken ist noch nicht, glaube ich, annähernd die Rede. Ihr wisst, man bleibt immer bis zum Abdecken, ne? Ja. Achso, dann kann... Das ist hier raus, bei mir. Bleib bis zum Abdecken, aber dann bin ich wirklich nicht. Das machen Bordseeweg, Leute, für einen Zehner. Irgendwelche dänischen Kinder. Ja, da wohnen an der Grenze da oben, Mensch. Aber lass doch die Kinder weg. Die sind überall. Louis, vielen Dank für ein Abo. Hallo, hier. Vielen, vielen Dank. Oh, Jogi, das sieht aber anders aus. Über 100 geschafft, diesen Moment. Er kämpft sich hier mit dem Ford hoch. Jetzt ziehen wir uns hier auf letzten Meter noch fest, jetzt kommen wir lieber hoch. Der Wagen ist eingesunken. Ich muss jetzt den Deutz machen, der den Wagen kaputt gezogen hat. Amen. Freunde, das freut mich so richtig, so innerlich. Kennt ihr das? Das ist ja schön. Quart. Oh, zu meiner Tochter. Oh Mann. War ich zu laut? Meine Lütte hat Mittelohrentzündung. Eieiei. Gute Besserung. Nasentropfen. Ja, wer sagt sie, macht sie selber und sagt sie, ich lege mich dann mal auf das Ohr, wo das gut tut, und dann mache ich den Nasentropfen selber an. Super. Oh ja, wir schaffen es noch hoch, oder? Also so 22 km ist ja auch nicht schnell, ne? Wie hast du das den ganzen Abend gemacht, Lenz? Ich hatte Spaß. Mit 22 km/h? Ja. Nee, 32 fährt das Ding. Oh nee, ich fahre mit 22 mal. Da brauche ich doch eigentlich gar kein Kennzeichen, oder? Nee. 20 km zu lassen. Wir müssen noch den starken Bauer ausschalten. Achso. Hab ich. Wieso? Wer denn an? Ich weiß nicht, ich kann bei mir irgendwie nichts mehr. Ich hab ausgeschaltet. Der nächste, der auf dem Silo sitzt, jetzt wird's kritisch. Jetzt auf jeden Fall, ja. Kommt der Cabego den Werner hinter zum Download? Ja, klar, der Dampf. Okay, also ich soll kommen. Kommt nicht von mir, von den RLSF-Leuten. Ich meine ja, die waren noch nicht ganz fertig mit denen. Und hatten sie aber vor. Also ich glaube, mein Fuß. Wenig wie heute bin ich noch nie auf den Chat angegangen. Pizza. Gas! Jawohl! Lenz liebt das Entschleunigte. Ja, das stimmt. Beim Telefonieren, zack, beim Schreiben, der ist immer entschleunigt. Oh, so, Telefon gefahren. Hör ich was durch. Schildlos hat nach. Anhänger zum Maschinenring, Trecker weg wieder, oder? Ja, die Trecker könnt ihr auch entständig verkaufen. Das haben wir Kolonne zum Maschinenring. War doch unten an der 7, ne? Da, der Betrieb 7, ne? Jo. Da wo alles grün ist. Alles fahren hier. Kann irgendjemand einen Anhänger mitnehmen, weil der Schlepper gehört ja nicht auf diesen Hof hier. Ja. Ja, den kann der Deutz, der 86 kann ich noch. Ja, ihm müsst ihr mal vorbei. Ich hab doch einen Anhänger, den ich mitnehmen muss. Ich hab den auch vom Maschinenring.
Ja, du kannst ihn ja, noch annehmen. Noch einen ran. Achso, ja klar. Du hast kein Tandem oder sowas. Ah, der IAC ist jetzt in Bewegung. Ja. Der bewegt sich. Ich hab ja eine, der ist nicht schlecht, Alter. Boah. Der Boah, so jetzt drückt er aber, jetzt drückt er. Ich muss mich mit dem von Werner, ne? Ja, ja. Blauen Freak! Danke für deine 36 Monate. Alter, was? Kramer? Jo. Und kannst du das Licht hinten ausmachen? Souverän. Bitte? Hab ich Licht an? Jo. Okay. Nee, der Ford war. Danke. Was wollt bist du, Chris? Nee, gut. dein. Oh, danke fürs Aufhalten des Verkehrs. Ja. Oh, komm ich da mit zwei Anhängern rum? Ein hochaufwendiger Träger. Ganz schön viel Renault heute gehabt, ne? Ja, nee, macht es aber auch nicht, ne? Natürlich. So schön eingeparkt habt. Schön mit offener Tür, Houston. Ja, frisch noch. Also, ja, du, Schänzel, ich mach jetzt Silo nachher fertig. Brauchst du nicht mehr machen. Ja, warte. Bisschen was fürs Auge noch. Ah, Mann. Ja. Du kommst nicht weiter. Ja, warte. Das ist ein ganz schöner Haufen, das hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier haben wir 270.000. Da sind wir 200. Ist er ein 671er, glaube ich, mit am Laufen. 270. Oh, hier sind wir schon bei 300. 600. Ja, da kommt es ein bisschen 900. Auf. Über eine Mülle haben wir hier drin. Und das hier ist nicht so schön. Da kann ich reingucken ins Silo. Ja. Wo kommst du ein bisschen raus, Werner? Meinst du hier? Ja, hier ein bisschen, ja. Nee, da habe ich schon geguckt. Das ist wohl. Also, das kann man noch mit der Schaufel wegnehmen hier, den Haufen. Muss man mal gucken nachher. Da, das, ich bin mehr als zufrieden. Aber hier gibt's doch. Nee, hier bei De Boer sind alles solche alten Maschinchen. Also ne, der hat auch, ich glaube, ein S4 Mario da auch am Laufen. Aber heute haben wir halt ein bisschen mit alten Maschinen gearbeitet. Gut. Oder mit älteren. Ich mach. Schaut da vorne mit Verkehr aus. Ist frei. Frei. Gib Stopp. Die Drohne fliegt. Hacke Techniker, Freitag und Samstag bin ich dort, ja. Wird auch eine Autogrammstunde geben am Samstag. Das ist natürlich immer leicht gekippt. Wie, wo war's? Welche Uhrzeit? Das teilen wir dann euch noch mit. Vorne oder bei mir? Hä? Ja, also war Synchronisationsfehler. Oh. Ich muss mal auf einen anderen Hoch wundern mich gerade. Warum haben wir so viel Geld? War es eine kleine Nachtschicht, oder? Was? Oh, klein. Ja. Sieht aus nach Nachtschicht. Nee, er macht auch gleich Feierabend. Jetzt habe ich Felix eigentlich davon gefahren? Ja, er ist 40 oder so, Wetter. Ich ja, bergab 43, gerade 40. Ernst, das hast du als alleiniger Schieber bei so viel Profi-Zufahrer echt gut gemacht. Das war noch überschaubar, ne? Zwischendurch. Jetzt ist immer ganz angenehm, wenn ein bisschen Stress ist, ja. So ein Abfahrer. Angenehmer Stress ist. Ja, das ist so zwischendurch war der angenehme Stress auch mal da. Ja, danach hast du wieder ein bisschen Ruhe, dann kannst du ein bisschen Rutsch machen hier. Und damit die Jungs hier raufkommen, die schon. Ich muss gestehen, für mich persönlich ist das im LS22 das Geilste. Überhaupt. Silo schieben, walzen. Das ist einfach ein Traum. Also muss man auch ganz klar sagen, da haben sie mal was Gutes gemacht. Ja, ne? Also. Allein wenn du jetzt hier mit der Schaufel da drüber ziehst, rückwärts, dass er dann aufhört. Ja. Geil. Und wer hat den Sound gebaut? Vasili bestimmt, oder? Weiß ich nicht. Vom was? Vom Ares? Nee, das ist nicht der Ares hier, das ist der 150. 52 oder wie es hieß? Ah ja, stimmt. Das ist Jungs. Der MW irgendwas Sound. Ach, doch.
Ich fahre ja hier auch schön mit HD-Beinen, ne? Das ist auch Psycho, Digga. Echt? Ja, aber ich verkaufe die an den Pferdehof, weißt du? Achso, ich dachte, du hast auch da wieder dänische Kinder hinter der Presse. Deutz setzt mich unter Druck. Ich stehe gut. Bjarne, kannst du den hinteren schon mal wegmachen? Kann das nicht, wenn mir da einer zuguckt. Lass gucken. Kann ich unter Druck. Ist ab. Genial. Was macht Felix da? Kann ich schieb die. Den, ich versuch den. Da hat einer seinen Anhänger also wirklich so asozial abgestellt. Das war was war das denn? Die Lache was auch. Was macht ne? die denn? Versuche den Anhänger hier rein. Zu schieb den Anhänger da rein zu schieben. Das schiebt mir hier beide gleichzeitig. Läuft. Was ist denn hier für ein Stau? Leute, wer hat denn hier einfach den Anhänger abgekoppelt? Ja, das war der zweite, den Schaubi mir genommen hat von mir. Ja, ich kann schlecht zwei rückwärts schieben. Komm, ich schieb den da hinten rein, da war er auch. Der gehört hier hinten an. Mann, Bjarne! Mann! Die Lache, ey. Ich hatte vorher noch den Anhänger abgekoppelt, aber dann dachte ich, ja. Boah, da kann ich kotzen, ne? Ehrlich, du. Warum stellst du nicht davor so schräg? Das sieht doch schön aus. Mhm. Kann man eine ankoppeln hier, oder was? Jo, mach ich. Jo. Jetzt habe ich gar keinen Sound mehr. Nee, hier habe ich auch Ruhe. Endlich Ruhe, herrlich. Ich habe auch, weil ich den hier angehe, pass auf. Soll ich abkuppeln, oder was? Zähl jetzt wieder an. Jetzt habe ich ihn abgesoffen, weil ich nicht höre, ja. Finger da mal nicht rum, da, geh weg. Kannst du mir meinen eben abmachen? Eben. Oh nee, oh Scheiße. Was denn jetzt Achtung, passiert? Ich fahre hier einmal durch. Achtung, ich fahre hier einmal durch. Achtung, ich fahre hier einmal durch. Warte, ich mach mal eben hier. Ja, danke. So, bitteschön. So, dann verdrücken wir den hier rein. Also hier hinten kann auch noch einer haben. Wenn ihr da vorne keinen Platz mehr habt. Guck mal, da ist einer clever. Oh, Lance Rubel ist vor Ort. Ja. Den hat er wohl nicht, wa? Ich bedanke mich für den Abend. Der ist nur Optik. Ist nur Optik. Komm mal näher. Warte, gut. Leider nicht. Soll ich machen, Lance, oder willst du machen? Ja, versuch mal. Sind hier zu viele Sound? Ja. Ja, ich mach mal den einen hier wieder aus, ne? Muss mal das Gewicht vorne wieder wegmachen? Mhm. Ach, ich glaub, weiß nicht, ob der einen hat. So, ich hab hier jeder noch einer rein. Nein? Also, hier sind auch die Anhänger, sag mal, hier hinter passt ja noch ein ganzer Anhänger, Leute. Ja, hey, den hat auch der Azubi einparkt, ne? Ich bin ja schon stolz, dass er gerade drin steht. Ja, aber guck mal, hier kann der, da kann. Guck mal, da können wir ja noch. Ah, Felix hat seinen aber auch echt scheiße abgestellt. Alter. Was ist das denn hier? Ich sag da nichts zu. So, jetzt kommt Lenz. Alle Augen auf Lenz. 681 ist auch reingeschossen. Ja. Ich möchte mal wissen, wo er den reinfährt. Schaubi fährt erstmal ein Cavego kaputt? Nö. Ich fänd's im Spiel aber so schwierig, Alter, weil du überhaupt kein Popometer hast, irgendwie. Also ich, ganz cool, wenn du drin stehst. Oh, guck dir das an! Ich geh zum Silo. Das guck ich mir nicht mehr an. Das passt. Was denn nicht? Da geht nur ein Blatt zwischen, das passt. Junge. Alter. Hab ich ja so auch noch nicht gesehen, du. Nee. Aber dass der so schief kommt, das hatte ich auch nicht gemacht. Oh, sieht schon gut aus. Das hier ist ein Anhänger schlimmer als du fest, oder? Ja, ne, das ist LUWZ war zu Gast, sieht man direkt da, wunderbar. Oh, ne, da kommt einer jetzt gleich einfach alle Anhänger verkauft. Ja, stopp. Ja, sieht doch super aus. Oh, weg damit. Hä? Ich wollte den hinten ranfahren. Mit Hand geschoben. Na gut. Nee, das steht hier sowieso nicht. Das ist jetzt die Masteraufgabe, hier noch reinzuschieben.
Ich hab eigentlich was anderes vor. Ich weiß nicht, ob das so ganz so, okay, gut aussieht. Zwischen Häcksler, oh, ja, zwischen Häcksler und Kameko, ja, zu drücken. Gerade ja, kann da jeder, ey. Ja, komm. Nee, Lernsfeld ist das, dann schlepper rein. Perfekt. Das war's dann wohl. Was tut es? Wie drücken wir jetzt den da noch irgendwo hinten rein? Los, Rinder. Du hast auch den kürzesten Weg ausgesucht. Ja. 20 Meter zurück. Wie in der Führerscheinprüfung. Oh. Ich mache hier auch vorne nochmal eine große gerade Kante. Wie auch alle gucken. Ganz schlimm. Super, sieht das aus. Super. Völlig nicht beobachtet. Nee, nee. Können ja eigentlich den Häcksler einfach reinparken. Einfach der Häcksler vollparken, fertig. Ist kein Druck, alles gut. Links, links, links. Das andere links. Es muss gehen. Oh, noch ein Stück. Noch ein Stück geht. Stopp. Ah, das war schon so. Weg damit. Das ist eine echt schmucke Lackierung, ey. Das sieht top aus. Das sieht hammer geil aus, ja. Jawohl. So, dann fahre ich da hinten jetzt raus, so auf deiner Seite. Auf der anderen Seite, ja. Ich muss jetzt aber nochmal das Ding hier fahren, irgendwie. Und das, was nachher übrig ist, das nehme ich hin und ich habe da immer so einen Bereich, wo ich das anschmeißen muss. Mach mal auf hier, das glüht alles, ich baue das mal ab da. Oha. Ich höre hier nichts mehr. Boah, jetzt müsste ja noch viel mehr brüllen. Ja. Haube weg. Alter. Auf den Auspuff. Auf eine Ansaugung. Geil. Boah, das ist geil. Boah, geil. Hammer. Also die sind wohl gerne 926 behalten, ne? Aber war Gnugel heute einfach da, eigentlich da? Oha. Ja, einen dicken 7810 hier. Nur die falsche Farbe. Nee, Special Edition muss schon haben. Ich meinte eher, dass ich den in grün will und nicht in blau. Nee, in blau ist schon ganz richtig, mein Freund. In grün ist ja so groß. Ich meine, die Bude hat auch 150 PS, aber... kann. Mhm. Ein wilder Bock. Hauptsache Hauer von Hydraulik. Werner! Wichtig. Was du denn? Pah! Lass mal an, den Bock. Also vielen Dank. Der 120-54 hat echt überzeugt. Und der hat echt... So viele Leute da. Mit Power. Hä? Das heißt ja jetzt noch, dass ich weitermachen muss. Das ist ja schon groß, oder? Ja, das hast du richtig verstanden. Achso, machst du noch weiter, Chris? Nee. Das war eigentlich nicht der Plan, aber... Aber nun doch. Na gut. Dinge ändern sich. Ja. Dinge ändern sich. Ja. Vielen Dank, mal beim Maschinenring treffen oder irgendwie sowas? Oder am Hof oder was? Wieso müssen wir uns noch... Wollt ihr jetzt noch abschießen? Ja, genau. Aber dann sag ich Tschüss jetzt. Oder ja. Was? Leute, ja, ich bin noch am Silo dabei. Ja, dann macht doch weiter. Ja, kannst du machen. Und ich danke euch vielmals für die tatkräftige, unkomplizierte Hilfe. Okay. Wir haben zu danken. Jupp. Sehr viel Spaß gemacht. Und ja, hat mega Spaß gemacht. Genauso habe ich mir das vorgestellt hier. Und ja, wenn ich mal helfen soll, sagt ihr Bescheid, ne? Also wenn ihr da mal unfähiges Personal braucht. Wir machen jetzt noch Missfahren. Nee, Missfahren muss ich selber. Da habe ich selber noch genug. Ich werde jetzt noch das Silo 4 Schier machen. Abdecken. Und dann ist auch Feierabend bei mir. Vielleicht fahre ich auch noch ein paar Beine. Ich weiß es noch nicht. Ich muss noch die Beine rein. Immer noch weg? Bei mir nicht mehr. Aber hier läuft doch kein Schlepper mehr. Zu viele Leute hier wie. So, Freunde, ich schieb euch mal zu Chris weiter. So. Gut, Männer, ich sag auch mal gute Nacht, hat Spaß gemacht. Ja. Chris, vielen Dank, Werner, dass du dabei warst. Ciao, Werner. Tschüss, gute Nacht. Tschüss. Vielen Dank für euren Support. Es war übel geil. Es hat übelst viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch beim Zuschauen. Wir sehen uns. Also, Ernst ist auch weg. Wir sehen uns morgen wieder. 17 Uhr bis 23 Uhr, gleicher Ort, gleiche Stelle. Bis dahin, macht es gut. Tschüssi.